Hallo Leute und ein herzlich willkommen wieder zu einem neuen Real Life on a Livestream auf dem Kanal des Hundes. Wir sind wieder back am Start und ich habe jetzt vor dem Stream vergessen, meinen Router neu zu starten. Das heißt, der restartet sich ja gleich. Der restartet sich ja gleich ich glaube um 18 Uhr. Was hatten wir jetzt mal? 18:30 so um den Dreh? Egal, da müssen wir jetzt durch. Jetzt habe ich schon gestartet. Jetzt ist es zu spät. Ja, lasst kostenlos ein Like da, Leute. Lasst kostenlos ein Abo. Da würde mich hier sehr freuen, wenn ihr das machen könntet. Und wuppelt auch gerne in meinem Shop vorbei. Da gibt es nämlich coolen Merch. Also wuppelt da vorbei. Warum schaut mein Hund wieder so matt aus? Ne, ich tue schon wieder die. Warte mal. Aha, jetzt haben wir es. So, wuppelt gerne vorbei, so sieht's aus. So, jetzt aber wirklich, start mal durch. Ich hoffe, euch geht's gut. Dankeschön an Grimm für den Prime-Sub. Der haut einfach einen Prime-Sub raus, so macht man das richtig. Und ich hoffe, die ganzen Ernas sind da. Alle bitte einmal Erna in den Chat, ja. Wir sollten einfach nicht mehr Mitglied sagen, wir sind jetzt einfach die Ernas. Erna. So, mit was fahren wir denn heute Schönes? Weil heute geht's ab ins Gefängnis vielleicht, ne? Vielleicht wieder ein Knast, ich weiß noch nicht. Ich werde mich heute nämlich selbst verteidigen vor Gericht. Gerichtstermin ist heute um 19 Uhr. Habe ich richtig Bock drauf, wie man merkt. Ich habe, oh ne, mein CL500 ist nicht in der Garage. Ich bin traurig. Ich wollte doch CL fahren. Ich wollte doch mein CL fahren. Gut, dann fahre ich mit meinem, was fahre ich denn? Mit dem Civic? Ich neu gekauft habe, ist das der neue? Ja, fahre mit dem neuen Civic. Hol ich mein CL500 unten ab und dann passt das schon. Holen wir uns die Kiste, ne? Danke auch an Sunny107, auch wieder mit dabei vor ein paar Sekunden. Endlich 4 Jahre VIP, deine Streams sind immer noch so gut wie damals. Ey, dann hast du aber, glaube ich, das, das blaue Abzeichen jetzt. Genau, ich habe ja neue Abzeichen jetzt gemacht. Das heißt, ja, ihr seht es eh, ich habe ganz viele neue Emotes für euch gemacht, Leute. So viele neue Emotes. Also die Mitglieder werden jetzt verwöhnt mit auch Zapfel-Emotes, ja. Wir haben tatsächlich ein neues Emote hinzufügen können. Ja, also wer supporten möchte, Mitgliedschaft raushauen ist, glaube ich, das Beste. Weil da können wir mal mehr Emotes hinzufügen, bzw. mehr Icons hinzufügen. Aber ich habe jetzt erstmal alles ein bisschen neu gemacht. Ich habe auch das Aktiv habe ich neu gemacht. Zum Beispiel, das zu spät ist neu. Es sieht jetzt einfach ein bisschen besser und moderner und schöner aus, ne? Ist richtig und wichtig. So, Florian Adam haut raus. Guten Abend, echt, der Simon müssen in den Knast. Ja! Aber sowas von. Dankeschön dafür. Marcel hat einen Vip raus. Dankeschön. Fake Smoke ist aber. Hat 1 zu 7 was geplant, wenn du vor Gericht bist? Ich weiß nicht, ich kann ja mal fragen. Wir fragen einfach ganz entspannt. Vielleicht ist er ja da. Matthias Zumkowski, hey, wie geht's dir? Was hast du heute vor? Ich fahre heute vors Gericht. Wird lustig, ich werde mich selbst verteidigen. Julian, danke für 90 Cent. Dankeschön auch dafür. Chat ist voll. Chat ist jetzt voller Emotes, das ist richtig und wichtig, Alter. Die ganzen Zapferl. Der ganze Chat ist voll mit Ernas und Zapferl. Ah, das ist gut. Das ist aber geil. Die armen Mods, die müssen das jetzt mal ausstehen für ein paar Minütchen. So. Ja, die Leute wollen halt ausprobieren, die neuen Sachen, ne? Die ganzen Zapferl-Emotes. Dann haben wir hier noch das Erna-Emote ist neu, genau. Das Lost-Emote ist neu. Danke Robert haben wir jetzt auch, genau. Jetzt dürfen wir bei jeder Donation Danke Robert reinballern. Ah, das ist schön, oder? Ist doch geil. So, der Frank Samuel, danke fürs VIP-Werden und Carsten Wunder. Wahre Freundschaft erkennt man, wer wirklich für einen da ist. Danke an alle, die für mich da sind. Also, Liebe geht raus an Carsten Wunder. Oh, Alter. Schwarze G-Klassen? Werde ich gleich entführt? Ich geh mal kurz in den Funk rein. Oh, ich muss tanken, das sehe ich gerade. Der Tank ist gleich leer. So, gehen wir kurz mal in den Funk 107. Hallo? Hola. Hola, die Waldfee. Wollt ihr dabei sein, 19 Uhr Gerichtstermin? Ja. Ich muss mich selbst verteidigen, wird lustig. Gut, da sind wir dabei. Jetzt kommt's mir erst. Ich habe gar nicht die Akten angesehen. Ich weiß nicht mal, um was es gerade geht. Ja, super. Das ist, ja, ich gehe mal die Akten durch. Ja, ich, ja. Ich gehe mal die Akten durch. Stimmt, ich habe ja die Akteneinsicht bekommen und habe das voll vermasselt, weil ich das voll vergessen habe, das nochmal durchzugehen nach dem Stream letztes Mal. Ja, ich weiß nicht mal mehr, um was es genau geht, Leute. Ich hab's vergessen. War das nicht ein Bankraub, der komplett schief ging? Ich glaube, ne? Irgendwas ging schief. Ich muss mal gucken. Muss mal gucken, wegen was. So, ey, dankeschön. Die hauen hier aber raus hier. Phoenix, MW, Noah sind noch VIP geworden. Jeff haut 1 Euro, sagen schon. Paulus mit Erna. Patrick, bis pünktlich für die Deutsche Bahn, feier dich. Dankeschön. Das muss immer so sein. Ab in Schleswig-Holstein auch raus. Dankeschön. Keine Message. Und Len ist auch wieder am Start.
Der ist auch wieder hier. Love, Land, Dankeschön. Und Alter, David haut raus. Moinsen, David. Robert in der Chat. Ja. Danke, David. Moinsen. Herzlich willkommen. Haut einfach 50 Euro, 59 Euro aus hier. Danke, Robert. Bruder, danke. Wuppelt da raus hier. Richtig und wichtig. Auch nochmal guten Abend hier von Kevin King. Kann man auch mal sagen. Dankeschön. Auch schon seit 22 Monaten Mitgliedschaft. Jetzt muss ich mal gucken, wie das aussieht, wenn jemand seit über 3 Jahren Mitglied ist. Weil da hat man dann, glaube ich, das rote Icon und ich glaube, ab 4 Jahren bekommst du das blaue, ne? Also das schwarz-blaue. Mal gucken, ob da wer da ist im Chat. Müsste aber wer da sein, ne? Ja, bitte so. Wer von euch hat das schwarz-blaue oder schwarz-rote Icon schon im Chat? Ich will es mal angucken, wie es aussieht. Bei dem Mechaniker. Bitte einmal reinschreiben. Schau mal eben beim SP lang, die sollen davor stehen. Unverifiziert hat noch das Diamant-Logo. Das Diamant-Logo sieht auch ein bisschen bescheidener aus, als wenn man das D besser. Du wirst aber nur schauen und nicht zum SP hinfahren. Das wäre. Hat das schon. Jetzt schauen oder nicht hinfahren? Alter, so viele Robots heute. Oh, Echo, Entschuldigung. Ich war nur im Klo, Leute. Alles gut. Lost. Ich war am Klo, sorry. Nee, Leute, ich habe euch nur mit aufs Klo genommen. Alles gut. Ich bin gerade weggegangen, deshalb fahre ich auch gerade so komisch. Und du hast noch das schwarz-Diamant-Logo. Hat ja noch niemand das schwarz-rote oder schwarz-blaue Logo drin? Ich warte mich gerade drauf. Keiner noch. Da muss doch wer im Chat sein, der das hat. Das haben nicht mehrere Leute, haben das. Hab ich schon gesehen. Ah, hier. Der Innenohrmuskel. Seit 3 Jahren hat das rot-schwarze. Geil. Sieht richtig nice aus im Chat. Gefällt mir. Gefällt mir. So, jetzt aber, ich wollte mein Auto abholen. Da war mal richtig, genau. Auto hol mal ab. Ja, sorry, Lost. Ich weiß. Neues Icon, das passt perfekt dazu. Passt perfekt zur Situation mal wieder. Ja, Mist, ne? Alter, Steven Bart schaut raus. Zeit für Knastepi. Ich fand dich cool. Grüße von Steven aus Hamburg. Dankeschön. Zurück nach Hamburg. Und David mit Danke, Robert. Danke, David. Also, 23,90. Vielen Dank. Click und Viper auch am Start. Danke für 90 Cent und. Liebe, Kuss geht raus, ne? Vielen Dank. Ja, der Superchat hängt ein bisschen nach, habe ich das Gefühl, ne? Der braucht immer ein bisschen heute. Aber heute geht ja auch die Luzi ab, ne? Hier 2x5 Euro von wem? Hier Calibra. Hast beim letzten Stream gemerkt, dass du am Anfang zu Sven Rumpe Markumpe gesagt hast? Kannst mich grüßen. Ui, ist mir nicht aufgefallen. Ne, es passiert. Das tut mir leid. Aber Dankeschön an Calibra. Ist mir nicht aufgefallen. Oh, gut, das ist mir jetzt aber aufgefallen. 140 Dollar Strafe. Das ist super. Ja, wisst Leute, Superchat ist in letzter Zeit ein bisschen buggy mit den Einblenden, aber schauen wir mal, ob es hinhaut. Der braucht immer ein bisschen zum Reinladen, kommt mir vor. Dann schafft das eh, dann geht da mal alle durch. Tippi hat da ein bisschen Problematiken. In letzter Zeit. Ach komm, ich park den Wagen eigentlich, ich fahre mit dem Skateboard drüber. Habe ich nochmal ein Skateboard überhaupt? Ja, oder? Ja, habe ich noch. Passt schon, das habe ich jetzt gekauft. Und hier passe ich hier durch. Und wie ich da durchpasse. Weil Leute, ich will schon mit dem CL500 fahren. Viele haben letztes Mal geschrieben, ich soll ihn wieder rot machen, den CL500. Aber ich finde ihn cool, wenn er so, Ding ist. Ah, jetzt funktioniert es wieder, genau. Wird doch eingeblendet, passt. Okay, alles wird eingeblendet, dauert nur ein bisschen. Tippi braucht ein bisschen zu machen. Aber es funktioniert immerhin wieder, ja? Ich bin froh, dass es wieder eingeblendet wird. Das ist schön. Keine Probleme mehr. Leute, stalken ab, es geht. Einfach nennen. Aua! Aua! Land out nochmal raus, oh, ich bin noch. Ja. Hier. No. Admin. No Streamer Mode. Zack. Fahrzeug parken. Das ist der Sound auf die Spende. Bist du deppert? Da geht die Party ab bei mir gerade, gell? Dann Land nochmal. Will auch mal Party machen. Love to all of you. Alter, Liebe und Kuss. Nee, da steht bloß ein Fahrzeug. Da war 50er raus. Mit Partyalarm. Ja, geh die Party ab. Wo sind meine Erna im Chat? Ich stell mir gerade so eine Erna mit einer Disco-Kugel vor. Süß. So ein Kalibra haben wir jetzt. Oh, jetzt eingeblendet, perfekt. Delphi, wie ist das richtig? Ja, haltet euch bitte. Das ist der Beste. Kuche dich sehr gerne. Ich kuche dich auch gerne. Der Kuchen wird kalt. Nick Springer, danke fürs Zipfern. Lou Faifu ist auch noch gereset. Dankeschön. Und der Felix Grant auf einen guten, spaßigen Stream. Ja! Hundel ist noch mitgekommen. Danke auch für den Hundel. Wir sind werden. Und das wäre eine Mitgliedschaft verschenkt. Das gehe ich nochmal. Ja, das wird nicht eingebildet. Manu Redcard verschenkt. Dankeschön. Letztes Mal war er ja krank. Da hat er 50 Mitgliedschaften verschenkt. Letzten Stream.
Weil wir dieses dafür haben wir das Zapferl-Icon bekommen. Da muss ich wirklich Liebe raushauen an die Leute, die im letzten Stream wirklich rausgeprügelt haben, damit wir neue Icons haben. Also da geht wirklich Kuss raus an die Community. Alter, also der komplette Chat ist grün. Weil die ganzen Vips die Ernas reinballern. Geil. Ja, nicht wundern. Kann sein, dass wenn ihr zu viele Icons anzeigt, einblendet, dass die dann ausgeblendet werden von YouTube. Wird dann automatisch gelöscht vom Bot. Ihr dürft nicht zu viele Icons auf einmal verwenden. Ich glaube, so 5 Stück sind okay. Aber irgendwann macht der Bot dann... Ah, okay, Spam. Mach mal raus. Macht der Bot von selbst. So. Holen wir uns unseren Ziel 500 ab jetzt wird radiert. Leute, soll ich ihn nochmal umlackieren für euch oder soll man den so lassen in Platinfarben? Der Ziel 500. Das ist jetzt eine Frage an euch, weil letztes Mal habt ihr gesagt, ich soll ihn wieder umlackieren. Weil jetzt ist er halt Platin, ja? Ich frag mal den Chat, was sagt der Chat dazu? So lassen oder wieder in Rot lackieren? Was sagt der Chat? Außer Erna und Zapferl. Das war eine ganz schlechte Idee. So. Danken. Danken, jo, danken. Lassen, lassen, so. Lassen, lassen. Rot, lassen, lassen, lassen. Jetzt schreiben aber ganz viel so in Lassen, ne? Okay, die Mehrheit des Chats, das kann ich schon lesen. Wir sollen so lassen. Okay, ich lasse ihn so. Komischerweise, letztes Mal habe ich im Chat gefragt, haben die alle geschrieben, so in Rot machen. Und jetzt sagen sie wieder alle lassen. Okay, gut. Bleibt da Platin für heute. Das ist der Sound. Bleibt der heute Platin, unser Palmenwagen. Grün würde passen, ne? Weil es halt ein Palmenauto ist. War 6 Minuten zu spät. Danke, Robert. Ja, 6 Euro für 6 Minuten zu spät. Dankeschön für die Fies. Wie geht raus? Dann los geht's. Schau mal, was los ist bei uns. Ich muss mich, glaube ich, meine Waffe weglegen. Habe ich eine Waffe dabei? Ich glaube nämlich. Eine Glock hatte ich doch, oder? Ah, die habe ich weggeworfen. Stimmt. Dann schauen wir uns zusammen das Videomaterial an. Wegen der Akteneinsicht. Die habe ich ja runtergeladen als PDF, glaube ich. Den muss ich mal öffnen gleich. Ich schaue mir die jetzt mal an. Ich packe mich mal hier hin. Auf ganz entspannte Riemen und dann schaue ich mir die Akte an, die ich bekommen habe. So. Ich glaube, der hat mir die als PDF, hat er mir die einfach gesendet, ne? So war das. Akteneinsicht Strumpe, da sind wir richtig. Jetzt nicht. So. Soll ich das für euch streamen, was da drauf steht, oder braucht ihr das unbedingt? Ja, komm, wir streamen das Dokument. Okay, dann könnt ihr da mitgucken, was da drin steht, weil sonst ist das auch ein bisschen blöd. Okay. Wie kann ich das hier machen? Hier Fenster. Dann schneide ich das hier noch ein bisschen für euch zusammen. So, dass wir hier die Akteneinsicht schön haben. Dann machen wir die Akte schön für euch. So. Dann nochmal so. Ah, ich bin ja komplette Professional. Professional Artist hier. Mal das noch ein bisschen größer. So, da sind wir. Das ist meine Akte, die... Jemand hat sich wirklich die Mühe gegeben, das PDF zu machen. So, sehr geehrter Herr Rumpe. Hiermit erhalten Sie die folgende Akteneinsicht. Ich weise darauf hin, dass alle Namen und Nummern, Dienstnummern und Namen vom System aus geschwärzt sind. Anklageschrift. Im Verfahren gegen Marc Rumpe, geboren am 19.05.1995, wohnhaft in Los Angeles, für folgendes Sachverhalt zur Last gelegt. Der Angeklagte wird, dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 7.07.23 gegen 19.07 1907 an der Postleitzahl 7014 des versuchten Mordes gemäß blablabla. Ach, warte, was war denn da nochmal? Konkret wird der Angeklagte zur Last gelegt, dass im Hauptplatz einen Zivilisten als Geisel genommen hat. Ach, das war doch der Brie, den ich umgeschossen habe. Stimmt. Nach einer Verfolgung wurde der Wagen Geisel gestellt. Das war der Rote, ne? Wie sich später herausstellte, war Herr Rumpe in einem Mercedes-Benz mit dem Kennzeichen Palme dahinter. Im Anschluss fuhr Herr Rumpe an der rechten Seite. Ja gut, aber brauche ich gar nicht weiter Vorleser. Weiß ich, wie das passiert ist. Das war das, wo wir den angeschossen haben. Jetzt schauen wir nur. Sicherstellung, Ausweis. Warte mal, einmal Sicherstellung. Ausweis, Zeugenaussage, Bodycams. Was haben wir denn da? Sanktionen verhängen. Aber das habe ich ja zugegeben, dass ich es gemacht habe. Dafür komme ich in den Knast. Ich habe das öffentlich auf der Bodycam zugegeben, dass ich das gemacht habe. Und hier sind halt die Bodycams. Achso, mehr ist das gar nicht. Ich dachte, ich habe viel mehr auf dem Querpult. Ach so. Ja, die Glock 17. Ja, das, Leute, da kann ich mich nur schwer rausreden. Weil ich habe ja, hab den ja gestanden. Ne? Ich habe ja auf Bodycam ich den gestanden, was ich da gemacht habe. Ich bin Hauptplatz. Gut, das wird... Das wird lustig. Das wird halt lustig vom Court. Ich könnte die natürlich komplett von vorne bis hinten anlügen, aber ich weiß nicht, soll ich das
Soll ich mich da ich rausreden glaube, irgendwie? Die halten sich da auch beim Juhu auf, vielleicht geht da was. Ich weiß nicht, Leute, aber ich glaube, ich kann mich da nicht rausreden. Ich habe ja, ich meine, den Stream habt ihr ja gesehen, wo ich den Roten umgeballert habe und darauf noch stolz war und gesagt habe, das war mit voller Absicht. Die haben das doch auf Bodycam, wie will ich mich da rausreden? Wie will ich mich da rausreden? Gut, Leute, wenn man jemanden hat vom Supreme Court, wenn man eine Frage hat, habt ihr noch irgendwelche... Ach, Hayley, da fällt es mir ein, wir brauchen noch einen Termin wegen dem Harpert-Gedöns. Warte, ich muss nur ganz kurz ins... Ich glaube, ich muss mich rausholen lassen von 1 zu 7. Es geht gar nicht anders. Ich glaube, ich muss mich rausholen lassen. Ich brauche eine Rausholaktion. Das wird nicht. Aber wir sind nur 5 Mitglieder. Das wird nicht funktionieren. Du pass auf, ich rufe mal kurz. Ist doch nichts los heute. Ich frage, wo man derzeit hat. Jawohl. Ja, Tim ist da. Tim, der kleine Tim ist da. Hayley, Olivia sind da. Zoe, die ganzen Girls sind da. Jaden, das Girl ist auch da. Ja, 6 Leute sind wir jetzt hinten hier. Also wir hatten 5 Leute, die da... Also das wird nicht funktionieren, Leute. Was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt eine Waffe reinschmuggeln und dann einfach umballern da drin? Ich weiß es nicht. Ich komme 300 Monate in den Knast. Das gebe ich mir nicht. Aber ich muss zu dem... Leute, ich muss dort anwesend sein. Ich kann nicht einfach dort wegfahren und sagen, das war's jetzt. Ich muss dorthin. Ich bräuchte aber rein theoretisch eine Befreiungsaktion. Nur das jetzt... Wir haben jetzt... warte, wie spät haben wir jetzt? 19.22 Uhr, ich habe in ein paar Minütchen die Verhandlung. Da vorne ist ein Jubel. Ich meine, wenn ich mich jetzt als Geisel nehmen lasse. Alter, Sascha! Bruder! Liebe Grüße aus Unterfranken! Bist du. Der haut 100 Euro Superchat raus! Sag mal, geht's dir gut, Sascha? Der Unterfranke haut 100 Euro raus! Ja, bist du deppert? Aber ey, Grüße gehen zurück an den Unterfranken Sascha. Sascha, was soll ich machen? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich heul gleich. Ich bekomme wegen Versuch... Ich krieg... das ist nicht um 18 Uhr, es ist 19 Uhr, oder? Ja, es ist 18.22 Uhr, aber jetzt haben wir um 19 Uhr geht's ja los. Ey, das... Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Alter, Sascha, vielen Dank. Ich lasse es kurz regeln für dich. Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bruder, ich bin 300 Monate Knast. Ich hab's zugegeben auf der Bodycam, dass ich das mit Absicht gemacht habe. Was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Alter, was soll ich... Jungs, was soll ich denn machen? It's no shit. Ich könnte nicht... Das wird nicht funktionieren. Ich will nicht für 300 Monate Knast. Ja, eine Ausbruchaktion wäre schon geil, ja, aber ich kann halt nicht ausbrechen offiziell. Die müssten mich rausholen. Außer ich müsste mir jetzt, in den letzten Minuten müssen wir jetzt eine Story einfallen lassen, warum ich diesen Typen abgeknallt habe, wo er festgenommen war. Ich heule gleich, ich will nicht in den Knast heute. Wie mache ich das am besten? Wir machen so. Es war Notwehr, weißt du, war ein Fesseln, das war Notwehr. Nee, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich schwöre, ich weiß nicht, bei Gott, was ich gerade tun soll. Ich kann kurz den Funk fragen, ob die irgendwas planen können, aber wir sind so wenig Leute, das wird nichts. Schau mal, die warten hier doch schon. Außer die legen irgendwo Nagelbänder hin und dann, weiß nicht. Ich frag mal auf ganz entspannt. Mal eine Frage. Ihr könntet mich nicht zufälligerweise irgendwie aus der Situation rausholen. Was für? Ich muss vor Gericht und ich komme höchstwahrscheinlich in den Knast für 300 Monate. Das würde ich aus dem Supreme Court holen oder während des Transports zum SG. Ja, irgendwie halt, weil ich bin am Verzweifeln. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Das sind ja gerade ein bisschen wenig Leute. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Aber die Verhandlung ist ja erst um 19 Uhr. Bis dahin hätten wir so ein bisschen Zeit. Kommt drauf an, wie krass du eskortiert wirst zum SG, ne? Ja, weiß ich halt auch nicht, aber ich gehe sicher keine 300 Monate ins Knast einfach. Soll ich einen Ping machen im Teamchat vielleicht? Und fragen, ob die Leute kommen können heute Abend? Könnte ich sonst auch machen, aber ist halt jetzt sehr spontan, weil mir jetzt das eingefallen ist, dass ich da gar nicht rauskomme aus dem Ding, was ich da gemacht habe letztes Mal. Ja, aber dann mach das mal, weil dann hat das vielleicht auch ein bisschen Dringlichkeit, wenn du das höchstpersönlich machst, dann kommen die Leute vielleicht auch. Ja, ich mach das mal, danke.
Ich wusste halt echt nicht, dass das der Fall war. Ich dachte, das ist ein alter Fall, der ganz lange her ist. Aber ist das schon der Fall gewesen? Ey, da komme ich nicht raus. Wir brauchen Leute. Ich muss da weg. Ich muss ausbrechen. Ich mache mal kurz Teamchat. Ich ping mal alle Leute bei 107, okay? 107. Ich habe gegen 19 Uhr Verhandlung. Ich müsste 300 Monate in den Knast. Sind es 300 Monate? Circa 300 Monate, oder? Ich kann doch mal genau schauen, aber es ist halt schon lang. Knast. Ausholaktion würde ich sehr bevorzugen. Schauen wir mal, was 107 macht. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal alle angepinkt. Ja, ist raus. Weil ich geh keine. Ja, 200, 300 Monate. Das sind noch 300 Monate Knast, oder? Oder waren es 250? Irgendwie sowas. Ey, da kann ich nicht. 200 sind es. Ja, gut, ist ja fast. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt 2 oder 3... Ja, Kartell kann mich da nicht rausholen. Das muss das eigene Team machen, Leute. Das muss das eigene Team machen. Wir müssen jetzt in kürzester Zeit müssen wir jetzt irgendwie schauen, dass ich meinen Poppes aus dem Gefängnis rausbewegen kann, weil ich da sonst drin... Ich versiff da drin. Weg vom SG, aber zur Info für euch, die Roten sind auf jeden Fall da drin. Treffen uns erstmal am Anwesen alle. Die Roten sind im SG, ja, das ist ja toll. Ja, dann habe ich ja gleich noch mehr Spaß da drin, wenn ich da reinkomme. Dann prügeln wir uns erstmal zusammen da drin. Könnte lustig werden. Aber schauen wir mal, was der Tag bringt. Also Rausholaktion ist erstmal geplant für jetzt. Schauen wir mal, was passiert. Ich tank mal full die Kiste und dann schauen wir mal. Ich habe sowas von keinen Bock, in den Knast zu laufen. Teddybär, sag einfach mal unter Hypnose. Ne, ich war, das kann ich doch nicht sagen, dass ich unter Hypnose bin, sonst nehmen sie wieder den Führerschein alles weg. Ich hole jetzt mal Rubbellose. Und schau, ob das Rubbellos heute Glück gibt oder nicht, okay? Und dann wissen wir eigentlich eh schon, wie es heute ausgehen wird. Wenn ich jetzt Glück habe beim Rubbellos, dann weiß ich ganz genau, okay, Bree, das passt. Oder okay, Bree, das passt nicht. Habe ich mir irgendwo gerade wehgetan? Warum habe ich... Warum habe ich Leben verloren? Was habe ich gemacht? Bin ich irgendwo hingefallen? Oh, 1,250. Ich habe schon mal verloren, das ist schlecht. 800. Ich habe schon wieder verloren, das ist schlecht. Okay, ich habe heute Pech, also die Rausholaktion wird heute lustig. Wenn das funktionieren sollte, dann alles gegen das Rubbellos, schauen wir mal. Vielleicht ist heute auch Gegenteiltag, wer weiß das schon, ne? Aber laut Rubbellos heißt es eher heute schlechte Karten. Jetzt sieht wie schlechte los. Oh, das wird was. Das wird so lustig. Wir können in der Zwischenzeit echt noch anbauen gehen auf die Schnelle. Kann es irgendwer abbauen gehen, weil ich habe die... Ich habe die Pflanzen schon seit gefühlt 50 Monaten in meinem Inventory. Irgendwann gehen die ja auch kaputt. Schwester von die Volpis. Seit knapp ein Jahr dabei, dank meinem Bruder. Aber sehr dankbar, denn das streamst du mir gut. Danke, ich habe zu danken. Dankeschön. Und Schwester von die Volpis. Liebe geht raus. So, wir gehen mal schon anbauen. Dann kann das nicht irgendwer abholen in der Zwischenzeit. Weil wird sich bei mir sowieso nicht mehr ausgehen. Oder ist das... Nee, wobei, die machen ja Ausholaktionen. Da macht ja keinen Sinn, kann ja keiner abholen. Nee, lass ich das lieber. Ich überlege mir einen Plan. Wie komme ich da raus? Sobald die mit dem Auto dorthin fahren, ja, dann. Das Gescheiterste wäre fast mit einem fetten, schweren Auto wie Maybach oder so, ne? Ein fettes, schweres Auto, Maybach. Hallo? Die beste Aktion wäre halt tatsächlich, das Ding zu stürmen. Also, ich muss euch ehrlich sagen, wenn wir hier dieses Gebäude stürmen würden, hey, das Gerichtsgebäude, so komplett reinstürmen. Alle, die jetzt noch mal rauchen möchten, bitte jetzt rauchen. Wer weiß, wie viele Leute dort da sind von denen, weil ich weiß nicht, dass da vorne standen vorhin 3 Leute. Wenn wir Glück haben, sind wenig drin. Und dann ist ja Marshall da, ne? Und kommt darauf an, wie viele Marshalls heute da sind. Wenn wenig Marshalls da sind, dann wäre das sogar eine einfache Sache, da reinzustürmen und mich rauszuholen aus dem ganzen Prozedere. Weil dann bin ich frei, Leute. Dann kann ich flüchten und muss nicht ins Kitchen. Aber wir fahren nochmal 1:07. Wir schauen, dass wir da ein Gespräch hinkriegen, einen Plan. Aber ich glaube, die gescheiterste Idee ist wirklich, das Ding zu stürmen.
und zu sagen, ja, wir holen dich raus. Weil alles andere, sobald ich in dem Auto drin sitze, war es das für mich. Beim Auto, ne. Mich da lebend rauszukriegen, ist schwer. Es wird ganz schwer im Auto. Außer die schießen den Fahrer direkt raus. Dann, bei den Sofas. Jawohl. Da kommen jetzt sehr viele, ne? Ach, guck, wer da ist. Der Werkzeugkastentyp ist da. Okay, Leute, Besprechungsraum. Hast du schon Werkzeugkästen gekauft? Ich habe meine Sekretärin geschickt, die zu kaufen. Wen hast du? Deswegen der Sekretärin? Freddy, ja, Freddy war, glaube ich, vor einem Monat hat die gekauft. Ach, schön. Schön, dass du auch mal da bist. Ich bin, also gut, jetzt die Woche war ich jetzt nicht viel da, eigentlich gar nicht, wenn ich unterwegs war, aber davor war ich fast jeden Tag da. Wie gesagt, mit dem 1:7 Rainer Winkler Kennzeichen machst du es dir echt schwer im Leben. Verstehe ich, warum du eine Woche nicht da warst. Ah, ich glaube, wir holen dich doch nicht raus. Viel Spaß, 300 Monate, ne? Ey, ich hab, weißt du, was das Lustige ist? Ich hab gedacht, ach, ich werde mich da schon rausdrehen, ich will mich ja selbst verteidigen, ne? Jetzt habe ich geguckt, um welchen Fall es ging, ich habe das vergessen. Das ist von den Roten, die ich hier geschossen habe, mit voller Absicht. Und auf der Bodycam auch gesagt habe, es hat mir Spaß gemacht, dass ich das mit Absicht gemacht habe. Hab ich genau gewusst, okay, da kann ich nicht rausreden, da komme ich in den Knast mit. Und ja, deshalb, ihr müsst mich da rausholen, es geht nicht anders. Ich komme sonst dort wirklich einmal in den Knast und die holen mich dann nicht mehr raus. So schnell, das ist halt, ja. Aus dem Grund war das jetzt so spontan, weil ich gedacht habe, ach, ich habe mich da schon rausreden können. Dachte ich mir so, oh ne, nicht der Fall. Nicht der Fall, oh nein. Also wenn du auf der Bodycam von denen sagst, ja, ich hab den mit Spaß umgeknallt. Ich hab zugegeben, dass ich ihn mit voller Absicht umgeknallt habe und das Spaß gemacht hat. Und das ein tolles Gefühl war. Und dass ein 31er das verdient hat, das habe ich vor dem PD gesagt. Also mehr belasten geht nicht. Du kannst keine Ahnung sagen, dass du unter Alkohol oder so standest, aber dann kriegst du wieder Fahrverbot für einen Monat oder so. Ja, stimmt, dann müssen wir wieder alles ab und sagen, ich bin fahruntüchtig und psychologisches Gutachten nachbringen und so weiter. Ja, aus dem Grund habe ich gesagt, komm, ihr müsst mir helfen, Alter, ich muss da raus. Ich habe mir da so ein Loch geschaufelt selber und habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das eben dieser Fall ist, ne? Hätte ich mich länger drauf vorbereitet. Ja, mal gucken, wie viele wir werden. 5. Ja, vorher waren wir zu 5. Ja, Alter, wir sind schon doppelt so viel. Hallo. Ein paar werden noch kommen. Ist halt gerade so Urlaubszeit, ne? Sind halt einige auch nicht da. Ja, klar. Ja, hoffen wir, dass die Marshes auch ein bisschen Urlaubszeit haben und nicht da sind. Hoffen wir es. Ja, also, Daumen drücken. Ich muss sagen, draußen ist ziemlich viel rumgefahren. Oh nein. Einmal alle bitte zum Besprechungsraum. Ja, ich hab noch, warte, wie spät haben wir jetzt? 34, ja, ich habe noch ein paar Minütchen, dann muss ich dort antreten. Das ist jetzt so spontan, das Ganze. 19 Uhr geht's halt los, ne? Soll ich dich abholen oder ist das nicht so weit? Ja. Oh ne, ich bin am Gelände, alles gut. Danke. Passt. Nee, Gott. Das Problem ist halt, bei dir weiß man nie, wo sie stattfinden wird, weil dann ist es auf einmal wieder aus dem Nichts eine Gefahrenverhandlung oder sowas, dann kann man gewiss. Ja, du, aber so spontan wie das jetzt gerade war, weiß das niemand. Das letzte Mal war ja, weil wieder irgendeiner das in den Sand gesetzt hat und das wusste dann am Ende des Tages niemand, wer das war, ne? Ja, wahrscheinlich war es keiner und die haben es einfach so gemacht, deswegen, Also ich war gerade am Supreme Court, weil ich da noch was habe wegen dem Grundbucheintrag und ich muss sagen, die waren da schon ziemlich fett aufgestellt. Ich denke schon, dass sie die Verhandlung da machen werden. Die haben da schon ziemlich viel abgesichert. Am besten ihr beobachtet das, ob da hinten einer rausfährt. Letztes Mal war das so, da musste ich hinten rausgehen, Hintereingang und bin dann in diesen gepanzerten President-Wagen umgestiegen. Und wenn wir woanders eine Verhandlung machen, dann war das in dieser Schule drüben. Warum auch immer in der Schule? Ja, hier nebenan direkt. Naja, die haben die dann die Verhandlung gemacht. Ja, wir werden einfach zwei Leute rumschicken. Die sollen dann im Auge behalten, wie wo was. Ach ja, das ist ich halt... Ich überlege was, wie wir das... Also die gescheiterste Idee, die jetzt, glaube ich, am besten funktioniert ist, wenn wir das im großen Court haben, dass sie das stürmt und mich da einfach rausholt. Das ist, glaube ich, die gescheiterste Idee. Aus der Verhandlung? Aus der Verhandlung, ja.
Oder ich lieber auf dem Weg. Oder was auch gut wäre, wenn du in wir machen immer Besprechungen hinten im Hinterzimmer. Wisst ihr, was ich meine? Wenn dann diese Besprechung im Hinterzimmer ist, dass man sagt, man stürmt von hinten rein und holt mich da raus. Weil dann brauchen die ja ein bisschen, bis sie von hinten nach vorne, von hinten, also von vorne nach hinten gehen zu diesem Besprechungszimmer. Aber wer weiß, ob ich dann in dieser Besprechung halt mitkomme. Aber eigentlich müsste ich ja mitkommen, weil ich mich ja selber verteidige, ne? Wenn du dich selber verteidigst, kommst du mit sonst nicht. Eben, eben. Das ist gar nicht mehr so schlecht dann. Dann gehen wir nach hinten. Und sobald ich hinten bin, könnte man sagen, wir stürmen da rein. Aber was ich mich halt frage, ist es nicht besser, wenn wir das vielleicht zum Beispiel auf dem Transportweg machen? Weil wenn wir da bei denen in den Räumlichkeiten sind, dann können die uns wieder ziemlich schnell einkesseln. Ja, aber beim Transport hast du das Problem, dass ich auf Reifen roll. Und wenn dann irgendwas schief geht, fährt er ja, mit mir 5000 Kilometer ins Nichts. Ja, das stimmt. Und dann bin ich wieder irgendwo eingesperrt. Ich würde es eher machen, wenn die dich rausbringen. Also du verzögerst im Prinzip das von, du gehst aus der Tür hinten raus beim Supreme Court und steigst in den Wagen, dass dieser Weg so lange ist wie möglich. Ja, aber das werden sie nicht machen. Die werden das Auto wieder direkt vorne hinstellen. Da hast du nicht viel Zeit. Ja, aber da reichen ja 10 Sekunden reichen, ne? Wollt ihr den einfach deinen Kopf wegschießen? Ich gehe raus und der Kopf von dem ist weg. Ja, oder wie wollen wir das machen? Also so wie ich es halt kenne, ist bei dir halt nicht nur eine Person dann da mit dabei, deswegen... Das Problem ist halt auch, die würden mir halt wieder sicher entweder Kabelbinder anlegen oder hinten Handschellen anlegen auf den Weg dorthin. Vielleicht sogar Handschellen, wer weiß das schon. Und dann kann ich auch nicht rennen oder sonst was, ne? Das wäre halt sehr schwer. Was ist mit einer Forderung, wenn wir uns jemanden holen vom Supreme Court oder von den Marshals und fordern? Während der Verhandlung? Ja, dich rausfordern. Geht ja nicht. Geht nicht. Okay. Nee. Seid ihr jetzt? Ja, da müssen wir es schon während der Verhandlung machen, wie du sagst. Das würden sie auch nicht machen. Das Einzige, was wäre rein und während der Verhandlung rausholen. Ich glaube, das ist das Beste. Aber dann, wenn ich halt hinten bin, glaube ich, ist die beste Idee, weil da halt alles sehr entspannt ist immer, ne? Ja, das ist halt dieses, gut, die Verhandlung ist vorbei, es ist nichts passiert. Genau, und genau. Genau in diesem Moment muss es halt losgehen. Hi. Ja. Also guck, dass du diesen Weg von, du gehst im Prinzip, wirst ja hinten raus begleitet zu dem Fahrzeug, was sie halt immer machen, dass dieser Weg halt so lange ist wie möglich. Kann man von mir stolper und bricht den Bein oder so, weiß ich nicht. Stolper und bricht, aber ja, kann ich machen, kein Problem. Hauptsache, ich muss nicht in den Knast heute. Okay, dann würde ich sagen, besprechen wir uns gleich. Ich hole nur ganz schnell die Weste unten raus. Ich bin gleich wieder da. Jo. Ja, Leute, heute Rausholaktion. Schau mal, was passiert. Ja, wir könnten einen Haftbaum mit dem Richter mitbringen und unseren Stuhl quetschen, dann sagen Bombendrohung. Das wär's doch. Entweder sie lassen mich raus und der Stuhl geht hoch. Das wäre doch eine geile Sache. Ey, Dankeschön hier an Bob, Bruder. Sascha, der prügelt hier. Alter, du hast gerade 40 Mitgliedschaften rausgeprügelt um den Dreh. Ey, Bruder, vielen Dank, Sascha. Ey, Sascha haut hier heute raus, ist ja unglaublich. Ey, da geht wirklich lieber an Sascha mal raus. Lass mal ein Herzring für Sascha da. Der hat's mal verdient hier. Vielen Dank für die Mitgliedschaftsverschenkung. Wirklich, da geht Herz raus von der Community an dich, lieber Sascha. Liebe. Lass mal ein bisschen Liebe da. Ja. Lass mal den Herzring durch. Lass mal dafür dich so Rüstung anwenden. Panzerung habe ich noch, das passt. Dann, ich tue nur ganz schnell meine Sachen irgendwo ein. Die kann ich ins Auto auch tun, ne? Die 20 Stück. Die kommen dann in den CL, kommen die rein. In mein CL 500, ab jetzt wird radiert. Alter, wirklich vielen Dank für diese Mitgliedschaftsverschenkung. Das ist nämlich das Geilste, was du am Support machen kannst, weil da geht die Community auch was zurück. Da geht echt Liebe raus. Gehen die Leute auch mal was zurück, dass sie da auch mal ihre Mitgliedschaften im Monat haben. Ich finde die Funktion echt geil mit Mitgliedschaftsverschenkung. Das hat YouTube echt mal gut gemacht. Ist natürlich abgekupfert von Twitch, ne? Subgift, ja, ja, ja. Schön abgeschaut, aber es ist eine gute Funktion, wie ich finde. Da hat jeder was von. So, ich muss mal hier rein und mal ganz kurz die Sachen holen. Einlagern meine ich. Und den CL500. Ah, da ist noch Dünger drin. Also geht sich das aus, ja, ne? Ne, das geht sich... Doch, Alter, der hat so viel Kofferraum, der Wagen. Warum hat der so viel Kofferraum? Okay, die gehen sich nicht mehr aus. Und die vielleicht noch? Ja, ist... Eine noch, komm.
Dann nehme ich mir hier 4 Dünger mit. Dann kann ich das hier nochmal... Ah! Hallo, 4 Dünger! Warum kann ich die... Kann ich die 4 Dünger nicht abziehen? 1, 2, 3, 4. Nochmal 4 rüberziehen. Zack. Geht sich aus, super. Mehr brauche ich nicht. Der Wagen ist full. Der ist... Full! Zu 100%. So, muss ich dann gleich aber nochmal alles hier vorlesen, ja. Outgamer90, hallo, welche Grafikmod findest du? Gruß Robert, der echte Robert. Meine eigene Grafikmod, die Diamond Vision. Ja. Hallo? Warum lädst du das jetzt? Holy shit. Okay. Hat er dich angefasst? Nein. Ach so. Ich komm hier rein und dann höre ich sowas. Hast du nicht etwa was? Ich hab gerade tatsächlich gesehen, was unter der Cap stattfindet. Ach so, ja, eine riesen Glatze, ne? Das ist ja wild. Das ist eine richtig wilde Glatze in einer Käppi. Oh, Mann. Mach ich wie ein Babypopo. Mhm. Ich hab nicht mehr viel Zeit, wir haben noch 42. Ich muss dann gleich los mich umziehen, ne? Und dann geht's los. Ja. Alter, Sascha haut hier nochmal raus. Ich, vielen Dank, Sascha. Der prügelt hier raus nochmal. Mal von Thorst hat nochmal 5 Mitgliedschaften raus und Vanessa Strübig hat nochmal 5 Mitgliedschaften raus. Ey, vielen Dank an ja, euch, wirklich spannend, Liebe. Sagen wir es mal so. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Es sind einfach gefühlt 15 Leute bei uns im Urlaub. Ja, aber wenn wir Glück haben, sind vielleicht auch die Marshalls im Urlaub. Auch wenn viel rumfährt, dann weißt du, ob das alles Marshalls sind oder nicht. Was geht denn? Ach so. Die Juni ist meines Wissens noch im Urlaub. Ey, weil sie eingetragen ist. Ich glaube, das ist verwirrt. Achso, das kann nicht gewesen sein gerade. Dann wechseln wir es da aus. Jaden ist da, ne? Jaden? Ja, bitte. Okay, danke. Ja. Okay. Ich greife nach den Sternen. Ich gehe mir mal umziehen, dass wenn ich hier weg muss, dass ich gleich wieder da bin. Ja, ich muss mich umziehen, dann habe ich gleich meinen Anzug an für heute. Ach, das wird lustig. Leute, glaubt ihr, ich komme raus aus dem ganzen Prozedere? Ich hätte nämlich richtig Lust drauf. Ja. Partnerlook. Was gehe ich denn rein mit dem hier? Ne, da habe ich mein Holster, ne? Da kriege ich nur wieder Probleme. Hi, yeah, Outfit. Punkt, check. 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 Ich könnte als... Wo ist mein weißer Anzug, den ich immer anhatte? Also ich will mit diesem pinken Anzug reingehen. Wie ich das letzte Mal einfach reingegangen bin. Oder High Professional dieses Mal. Ja, sieht man meine ganze... Das war genau dieser Outfit hier. Dieser Outfit, ische. Dieses Outfit war das. Nee, weißes... Nee, weiße Weste. Den hier könnt ihr noch anziehen, das ist komplett basic. Nee, ich glaube, ich zieh mein Lieblingsanzug an. Das ist der Boss-Anzug, ne, den ich immer anhabe mit dem Blau drin. Den wir uns mal zusammen kreiert haben. Das hier. Boss 2022. Das ist das Outfit. Damit gehe ich heute hier rein, weil damit zeige ich ein bisschen Präsenz. Schwarzes Sakko mit dunkelblauem Hemd und schwarzer Krawatte. Schöner geht's nicht. Vor allem, da sieht er sehr schlank aus, ne? Sieht aus wie so ein, ja, wie so ein Zahnstocher halt. Passt schon. Zahnstocher-RP mit Makrumpe. Ich würde sagen, vielleicht auch in dem Hinterzimmer. So, bist du wieder im Kühlschrank. Yay, egal. Ist er nicht gerade hier reingelaufen? Doch, da. Ja. Check, check, checkity check. Test, test, 1, 2, 3. Ich kann mich auch mal hinsetzen, ne? Oh! Wer will jetzt hier reden? Du, dachte ich. Okay, passt. Hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo? Könnt ihr mich alle gut verstehen? Test, test. Jawohl. Ist das Mikrofon an? Funktioniert das? Ein bisschen lauter. Hört sich gut an. Bisschen lauter. Hier hört man es jetzt besser. Hört man es besser? Ja. Okay, super. Schön, dass ihr alle... Bin ich jetzt etwas zu laut? Hallo? Test, test. 1, 2, 3.
4, 5, 6. Ich weiß, ich kann das Mikrofon noch ausstellen, wenn ihr das wollt. Kann doch normal mit euch reden. Ja, wir haben eh nur die erste Reihe. Ja gut, dann mach ich das Mikrofon aus. So. Gut, dann schön, dass ihr gekommen seid. Alle, die gerade da sind, das freut mich sehr. Leider bin ich da etwas zu spät erst draufgekommen, sonst hätte ich das euch früher gesagt, dass ich in den Knast wandern müsste. Das Problem ist, ich wusste nicht, dass ich auch vor der Bodycam auch dem Polizisten gesagt habe, dass es mit voller Absicht war und ich das zugegeben habe. Das heißt, ich komme da nicht raus, außer ich gehe ins Gefängnis und ich möchte heute nicht ins Gefängnis gehen. Aus dem Grund sind wir jetzt hier alle hier. Es freut mich sehr, dass ihr eingetroffen seid und jetzt ist eigentlich der Plan, nur herauszufinden, wie schaffen wir das, dass der Herr Scheffel, also ich, nicht ins Gefängnis muss. Unser Plan sieht eigentlich wie folgt aus. Also haben wir ein bisschen gerade geschwafelt, geredet, dass wir das am besten so machen, dass wenn ich in die Besprechung hinten gehe, in das Besprechungszimmer, weil ich mich selber verteidige, dass wir dann von hinten reinstürmen und ich dann halt rausgeholt werde. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß, wir wissen auch noch nicht, wie viele Leute dort sein werden. Aber die sicherste Methode ist auf jeden Fall, das Ding zu stürmen. Hat jemand eine bessere Idee? Bitte. Ich habe gerade mal reingeguckt bei uns ins Tablet. Wir sind tatsächlich bloß 11 Leute, wenn wir das Gerichtsgebäude stürmen sollten. Ich weiß nicht, natürlich nicht, wie viele Marshals da sind. Ja, ja, auch im Besprechungsraum. Mhm. Die Marshals werden sofort nach hinten stürmen und hinten auch zumachen. Das PD wird in Kürze da sein und wir haben sowas von die Arschkarte. Und mit 11 Leuten haben wir nicht genug Personal. Welche Idee hättest du, was können wir machen? Aus meiner Sicht ist das Sicherste einfach, dass wir, sage ich mal, als Tarnung 2, 3 Leute von uns in deine Verhandlung reinschicken. So nach dem Motto, ja, es sind sowieso nicht viele da. Und die anderen sich auf dem Highway postieren und einfach warten, bis der Konvoi kommt. Mit der Tarnung, sage ich mal, probieren wir dann zu erreichen, dass du keinen gepanzerten Konvoi kriegst, sondern nur 2, 3 Fahrzeuge oder weniger, um dich dann dort rauszuholen. Weil Knast ist scheiße. Wenn du erstmal drinnen bist, kriegen wir dich nicht mehr raus. Ja. Und auf dem Highway, sage ich mal, sind wir relativ flexibel, was das angeht, auch was die Fahrzeuge, die wir verwenden können, angeht. Das ist alles ein bisschen flexibler. Ja, aber was, wenn der Konvoi sehr groß wird von, ich sag mal, 4, 5 Fahrzeugen? Dann müssen wir halt gucken, dass wir herausfinden, in welchem Fahrzeug du sitzt. Das Ding ist, selbst wenn das 4 oder 5 Fahrzeuge sind, ist das wahrscheinlich von dem Personal, was verwendet wird vom Marshall und vom PD, immer noch geringer, als wenn wir das Besprechungszimmer stürmen, weil dann kommt wirklich alles. Also dann kommt nicht nur PD, dann sind auch die Marshalls direkt da und dann kommen wir wahrscheinlich um die Schießerei nicht mehr rum. Koffermann hat was eingeworfen bezüglich Heli und SG. Nein, nicht nochmal. Ja, gut, dann sind wir da einer Meinung, dass wir das nicht machen. Das haben wir einmal gemacht, im SG gestürmt. Die haben das SG halt vorher abgeredet gehabt. Ja. Weil da ist halt direkte Schussfreigabe und ich finde das jetzt, gar nicht so raus. Jetzt ist halt die Frage, wie wollen wir den Konvoi, weil ihr müsst ja auch mit Autos dorthin fahren. Wie wollt ihr das machen, mit, dass ihr den versteckt, dass die das nicht sehen können? Ich hätte tatsächlich gesagt, wir nehmen einer der Ausfahrten, weil die Ausfahrten, sage ich mal, verhindern, dass man mehr oder weniger direkt ins Gelände kann. Weil ich schätze mal, du wirst nicht von irgendwelchen Straßenwagen eskortiert, sondern eher von SUVs. Ja. Und dann könnten wir, sage ich mal, die Abhaumöglichkeiten von denen mit dir auch noch ein bisschen beschränken, wenn wir das oben Richtung Tankstelle Walmart machen. Also kurz vorm Prison. Aber jetzt schlimmste Sache, die jetzt passieren könnte, wäre, sie fahren einen anderen Weg. Aber ich bin bis jetzt, muss ich sagen, immer denselben Weg hochgefahren. Immer Autobahn, immer abgefahren oben rechts beim Walmart, also vorm Walmart rechts abgefahren und dann ging es halt ins Gefängnis. Genau. Die Frage ist halt, was ist, wenn sie einen anderen Weg fahren? Was machen wir dann? Was ist, wenn die einen Fake-Transport machen? Naja, vielleicht sieht einer, wo ich einsteige. Warum sollten sie das machen? Das wird halt gar keinen Sinn machen, dass ja, sie das glaub halt mir, glaub auf ich einmal schon, machen. Ich habe das schon so oft erlebt, dass sie dann auf einmal irgendwas ja, komplett anders gemacht haben. Ich wurde aber immer eigentlich gleich transportiert. Meistens wurde ich in einem gepanzerten Suburban rumgeschickt. Dieser President Suburban, meistens, wenn es abgesichert war. Also wenn ich da drin sitze, habt ihr das Problem, dass die halt kugelsicher sind. Das wissen wir, die Dinger. Das heißt, wenn ihr anfangt zu schießen, wird dieser Suburban mit mir irgendwo hinfahren, dass ihr nicht mal mehr wisst, okay, wo sitze ich jetzt drin. Und ich weiß auch nicht, ob ihr den so gut verfolgt bekommt, weil der muss ja nur ins PD reinfahren, dort dann das Tor zumachen und wir kommen da nicht mehr hinterher. Was war nochmal mit der Idee, der Weg, du aus dem Gebäude raus ins Auto?
Das wäre eine gute Idee. Dass wir wäre, dann halt draußen wären. Das wäre eine Möglichkeit, vor allem dann wären wir schnell genug, weil dann müsst ihr auch nicht reinstürmen. Aber dann ist halt die Frage, kriegen wir das hin, ohne dass das auffällt, dass ihr schon da seid? Weil ihr müsst ja irgendwo schon in der Nähe sein, dass wir das durchziehen können. Ja. Das wird halt schwer. Gibt's, genug Gassen innerhalb von einem 15-Sekunden-Radius. Wir müssen uns halt gut aufteilen und unauffällig verhalten. Könnte ich irgendwas machen, dass ihr irgendwie was mitkriegt, dass ich jetzt rausgehe? Weil das wäre so irgendwie als Hinweis, dass ich jetzt rausgehe. Ich habe kein Feuerwerk. Vielleicht einfach, dass du sonst mal, wenn du die Rechnung bekommst, dass du aufs Handy guckst und dann den Kontostand überprüfst. Mir wird ja alles abgenommen dort, oder? Andere Frage, wie wäre das trotzdem mit der Tarnung, dass vielleicht ein, zwei oder eine Person mit reingeht und die uns informiert? Ich sag mal so, das wäre halt nicht nur nicht schlecht, sage ich mal, wenn die Leute uns informieren, sondern das impliziert das halt dem Gericht und den Marschitz vielleicht auch, ja, wenn der Chef vor Gericht ist und es sind sowieso nicht so viele da, um die Verhandlungen mit zu begleiten, dann werden wahrscheinlich allgemein nicht viele da sein. Aber werden nicht noch irgendwie Handys oder so abgenommen da? Im Gericht auch, als Besucher? Ich glaube, als Besucher schon, oder zumindest die SIM-Card. Irgendwas wird da mal abgenommen, auf jeden Fall, meine ich. Seit wann das denn? Aber das war einmal, glaube ich. Aber beim Schuldspruch kann man ja gehen, da kriegt man doch alles wieder, da kann man ja schon Bescheid geben. Ihr dürft ja halt dann nicht... könnte. Ja. Dann könnte eine Person vielleicht draußen stehen bleiben und von draußen einfach was dann sagen, weil ich meine, die steht dann unauffällig in Zivilkleidung, unmaskiert einfach nur da rum und wartet vielleicht auf eine Abholung, wer weiß. Ihr dürft halt zum einen nicht vergessen, dass wenn das am Gericht schief geht, dass die Leute, die von uns drinnen sind, überhaupt nicht helfen können. Ja, das heißt, wir agieren nur mit 9 Leuten rein theoretisch und wir haben dann die komplette Schlaggewalt vom PD, die wir auf dem Highway theoretisch nicht hätten direkt, weil die erstmal anrücken müssen. Mir fällt gerade was richtig Gutes ein. Soll ich mir meinen pinken Anzug anziehen, dass ich mich von den anderen abhebe, dass ihr wisst, dass ich das bin? Von beiden? Wäre das hilfreich? Das war cool. Ja, das war schon cool. Es sind sicher alle schwarz angezogen. Wenn ich jetzt hier so reingehe, ist es schwer festzustellen, wenn ihr weiter weg steht, ob ich das bin oder nicht. Nee, das war schon eine coole Idee. Dann ziehe ich mir nämlich heute jetzt nochmal den pinken Anzug an. Mhm, ja. Ja, du musst jetzt dann los. Ja, das stimmt, ja. Ja, die Frage ist jetzt, bevor du losgehst, was machen wir jetzt final? Dass auch du Bescheid weißt, was wir jetzt machen. Ich würde das beim Rausgehen machen. Ja, ich glaube, das ist das Sicherste. Ja. Vor allem, ihr könnt ja dann, wenn es schief gehen sollte in irgendeiner Hinsicht, könnt ihr ja nachfahren und immer noch den Wagen verfolgen. Ja. Im schlimmsten Fall. Du musst aber dann halt das Bein brechen beim Rauslaufen. Ich versuche hinzufallen. Ich knick einfach um. Ich versuch's. Ich werde einfach hinfallen und so tun, als hätte mir wehgetan. Aber das so. Gut, dann hole ich mir jetzt mal einen pinken Anzug und dann fahre ich rüber und dann machen wir das ganz schnell. Danke. Ah. Wir sehen uns, bis gleich. Bis gleich. Ich muss auch einen pinken Anzug anziehen, weil dann sehen sie, wenn ich hinten rauskomme, ne? Ist gar nicht mal so eine dumme Idee, weil sonst, wenn da alle, sind alle schwarz, keiner hat da einen pinken Anzug an. Pinker Anzug kommt und das dieses Mal mit einem Sinn dahinter. Damit man mich ganz easy unterscheiden kann. Es wird easy dann für die. Also, weil sonst kommt er die ganze Zeit immer mit schwarzen Anzug raus und wissen sie nicht, ob ich das bin von beiden. Sie werden sich auf Abstand gehen. Dann hole ich mir hier meinen pinken Anzug. Hier, da ist er. Also da erkennt man mich von Weitem, dass ich das bin. Und dann wissen sie, ach, der Herr Rump ist draußen. Perfekt, den packen wir gleich ein. Gut, schauen wir, ob das hinhaut oder nicht, Leute. Ich bin gespannt. Das Rubbellos sagt nein, aber vielleicht haben wir ja ein bisschen Luck, ne? Geht ja um einen Spaß. Das wird lustig. Wenn es schief geht, heute Zapferl-RP. So, damit alle wissen, ich sehe so aus. Das heißt, wenn ich rauskomme, sollte mich alle sehen können. Auch voll machen? Ja. Sollen wir mit Fireteams dann machen oder wie sollen wir das machen? So, also 7. Jetzt müsste ich den Wagen eigentlich nur pink machen, das wäre noch perfekt. CL500 in pink. Ich bin schon fast zu spät, ich muss ganz schnell rüber. Ich kann mir schon vorstellen, was wir da alles aufgebaut haben. Schauen wir mal hin. 1-7 Boss wird vor Gericht hops genommen, ja. Das wäre lustig. Gehen wir in einem einheitlichen Outfit oder ist es egal? Ist, glaube ich, egal. Ich würde Kriegsoutfit vielleicht machen ohne Weste. Findest du, dass das gescheit ist, weil sie dann direkt wieder identifizieren können, wer das ist so? Vom Weiten, wenn die euch sehen. Oh, wir haben ja keine Weste. Ja, aber vom Outfit nur rein. Schon auffällig dann.
gucken, was du kriegst, ob bitte ein Braun oder so, sind wir das Kartell heute. Genau. Also man kann ja jeder Zivian haben dann hier. Ja, ich bin jetzt da, es sieht nicht so aus, als wäre da viel los, es ist eher weniger los sogar. Sieht gut aus. Na los geht's, es sieht fast aus wie mein Auto da hinten, ne? Mit dem pinken. Ich hab's nicht eilig. Ich hab's überhaupt nicht eilig. Sie bekommt safe einen Zapferl. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert, gell? Oh, da vorne bewaffnet. Aha. Ich gehe hinten rein. Das sind 1, 2, 3 Bewaffnete. Ja, gut, das ist jetzt nicht so viel. Also, wenn wir Glück haben, schaffen wir das wirklich, ne? Spannend wird das. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin da, weil ich der Angeklagte bin. Ich kann dir gerne meinen Personalausweis zeigen. Bitte schön. Ja, bitte. Den hätte ich gerne einmal. Und einmal sich untersuchen. Bin ich auch schon ready? Das ist die Sound of the Spinning. Moment. So, dann schauen wir mal. Und er ist aber so nett. Soweit. Vielleicht kriegt der heute noch einen Zapferl. Soweit, wie gesagt. Ich würde ihm mal das Funkgerät und die Telefone abnehmen. Jawohl. Die kriegen sie dann nachher wieder. Alles gut. Das sehen wir. Zwei Stück Telefone, nur dass sie es gehört haben. Zwei Stück Telefone und ja. Ein Funkgerät nehme ich ihn ab. Jawohl. Super. Perfekt. Gut. So, dann. Passt das soweit? Mhm. Gut. Kann ich rein? Nee, ganz Moment. Achso. Irgendwie, ich habe gerade kleinen Kopfschmerzen. Moment. Ja, ja, alles jetzt gut. Geht's los. So, ich müsste Ihnen leider einmal Handschellen anlegen. Mhm. Und müsste sie dann nach drin an den Kollegen übergeben. Jawohl. Okay, bin ich ja wieder abgelegt, wenn ich im Saal bin? Oder habe ich jetzt dauerhaft. Das kann ich Ihnen gerade leider nicht sagen. Dass, so. Ist das irgendwie neu oder so? Das war früher nie. Das ist einfach nur zu uns und zu Ihrer Sicherheit. Ich wurde nie festgenommen im Court, okay. So, ist Moment. Einmal Bitte. Zu dem Kollegen da. X-35 Mativ, der Herr Rumpel ist jetzt in Handschellen. Hallo. An den Kollegen am Haupteingang. Mir einmal folgen, bitte. Jawohl. Ja, ich würde halt, ich weiß nicht, seit wann ist das so, dass man im Court Handschellen angelegt bekommt? Ich habe alles abgegeben. Mich wundert, dass da ihre Hose so blutig ist. Bei mir ist sie nicht blutig. Okay. Aber ja, vielleicht habe ich meine Tage gerade bekommen, das kann schon sein. Ich muss ein Tampo reinhauen. Aber seit wann ist das, dass man hier gefesselt wird? Das ist ja richtig blöd. Folgen Sie mir bitte? Ja, ja, ich folge dir. Ach, eine große Runde. Seit wann machen Sie das mit Handschellen machen während der Verhandlung? Ja, unsere speziellen Gäste. Ich habe das aber noch nie bekommen. So, Sie dürfen hier warten, bitte. Seien Sie freundlich. Okay. Gast angekommen. Das fängt ja schon mal gut an. Ich habe noch nie... Schau mal, die machen sich immer wieder was Neues. Ich habe noch nie Handschellen bei einer Verhandlung getragen. Habe ich auch noch bei keinem gesehen, dass der eine Handschelle hat oder sowas. Hä? Noch nie? Das Zapferl geht das Tampon durch, gell? Ich meine, hinfallen kann ich ja trotzdem, ne? Glaube ich. Nee, kann ich nicht. Wow, toll. Baller. Also ich finde das schon kacke, dass ich nicht mal meine Arme richtig vorne hin haben kann. Das wird sich gleich wieder erledigen. Ich werde ihn dann so. Aber wenn ich dann reingehe, kann ich die endlich ausziehen, weil es tut echt weh. Na, den machen wir dann auf jeden Fall. Vor allem, ich fühle mich ziemlich erniedrigt. Nee, das brauchen Sie nicht. Das haben wir gleich, sobald das jetzt hier losgeht, machen wir das. Ich gebe ja nicht umsonst alles ab. Ich werde ja nicht durchdrehen, irgendwie umdrehen oder so. Also fühlt sich das gerade an.
Ja. Nee, man weiß es nie. Ja. Ja, glauben Sie, ich zerdresche sie oder sowas? Mit meinen Händen. Ich hoffe doch nicht. Ja, bitte. Du darfst nicht mal sowas machen. So, der Blutteiger 01 sagt doch einfach, du hast Alk getrunken oder BTM. Ja, dann kriege ich aber wieder, ey, dann kriege ich wieder noch mehr Probleme, wenn ich das sage. Das ist dann ganz schlimm. Punika, wer ist eigentlich der reichste Spieler auf dem Server? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Kleine Speckschwarte, auf einem schönen Stream. Das wird meine erste und letzte Spende sein. Könntest du vielleicht noch Nils grüßen? Grüße Nils, natürlich. Von der kleinen Speckschwarte. Xion King Lenny, dankeschön. Hab noch, alles Guthaben bekommen. Liebe, Kuss ans Guthaben. Aber auch nicht alles auf einmal raus, ne? Weißt du Bescheid. Alpha Lama, sag einfach, ein Oberarzt aus Wien hat dir Zapfel gegeben. Nebenwirkungen bei Rot Agro werden. Ja, ja. Stimmt, einfach, wenn ich rot sehe, wäre ich aggro. Ja, dann spende mich gleich die Klapse. Vanessa Strübig, danke für 10,20 Euro. Dankeschön. Quenzi für 1,90 Euro. Sehen wir alles vor. Zürnstuhl, ich habe einen Witz für dich. Hä, was? Ja, gut. Witz für dich, schwarzer Wurst. Wie Wasser hat nicht jeder. Kannst du mich und den Bruder Adrian grüßen? Grüße Adrian und Xion den Stuhl. Vielen Dank. Julie Müller, danke für den Euro auch vorhin. Vielen Dank dafür. Und nochmal für 2 Euro mit Hi Xion. Hi, Julie. Manuel Rost nochmal mit 20 Euro und fies. Alter, dankeschön, Manuel. Liebe geht raus vor 30 Minuten. Hau doch nochmal ein Herz zurück an dich. Vielen Dank. Logo, sag einfach, der Typ hat den Leuten abgeknallt und du wolltest dich rächen. Ja, kann ich aber nicht beweisen. Soll ich das nicht beweisen, kann das schwer. Und eine Racheaktion bringt mir auch nicht weiter. Kommst trotzdem im Knast. Robert Zapferl, dankeschön fürs Sip werden. Schwester von Die Wolke, bist du mal vorgelesen? Jawohl. Seit 13 Monaten Mitglied, ja, von Robin Steng. Julie Müller, danke nochmal für 3 Euro. Vielen Dank, jetzt habe ich das mal vorgelesen. Teddybär, sag einfach mal. Das mal auch schon vorgelesen. Hypnose, genau. Maurice hat die Haut raus. Dankeschön. Christoph Grunert Haut raus. Danke auch dafür. Stanley TV, hier für meinen Hund ein paar Leckerlis, dankeschön. Mach einen Plan mit den Leuten wegen Plan B. Ja, wir brauchen keinen Plan B. Entweder es geht oder es geht nicht. Matthias schreibt auch einfach unter Drogenstand. Das kann ich auch nicht machen. Herr Lost TV, liebe Grüße aus Cottbus. Dankeschön zurück an Herr Lost TV. DLX0507, danke für 1,19. Das kann ich wenigstens mal alles vorlesen hier, bevor es losgeht. Bahn TV, 2 Dank für 1,19 auch. Der nur GTA spielt, vielen Dank fürs Subwerden. Radlfahrer. Bist der Beste, gucke ich schon lange. Danke an den Radlfahrer. Knasterby heute wieder mit Marc von Leonie. Hoffentlich nicht. Fußraumspinne, Marc Rumpe und DLX ist noch mitgebracht. Dankeschön. Alex aka Bruno. Warst 6 Minuten zu spät, das haben wir auch vorgelesen. Haubau, danke fürs Subwerden. Stani TV und Hundl ist noch mitgeworden, genauso wie U5U haben wir vorgelesen, genau. Bis auf der Boss mit Erna. Delphi, wie schaut mich sehr gern. Dankeschön. Danke. Ich habe irgendwas noch nicht vorgelesen. Das haben wir vorgelesen, Liquid Viper mal vorgelesen. Habe ich unten alles vorgelesen. Das ist gut und richtig so. Sebi, kannst du meinen Sohn Jonas grüßen? Liebe Grüße aus Graz. Da schaut die Grazer Sebi und den Jonas grüßen mal. Natürlich. Max A ist Sub geworden. Ey, was ein Name. Und Benedikt, danke fürs VP werden. Vielen Dank. Vielen, vielen Reizsam. Liebe und Kuss geht raus. Benedikt. Jetzt haben wir mal alles vorgelesen, das ist die Frage. Mal hier bleiben bitte. Ja, in dem Raum, oder? Ja, aber ich würde sie gerne im Blick halten. Darf ich mich hier hinsetzen oder so? Aber da komme ich nicht mehr hoch. Hallo? Bitte? Sie flüstern, ich höre sie nicht. Ja. Hoppala. Jetzt bin ich im Kreis drin. Sind unsere besten. Wollen Sie auch den Kreis? Nee. Ich lebe jetzt in besseren Kreisen, verstehen Sie? Ja, ich weiß nicht. Ich setze mich immer hin, ja? Das Problem ist, ich komme jetzt nicht mehr hoch. Das heißt, wenn ich jetzt aufstehen möchte, müssen sie mir hochhelfen. Ja, das schaffen wir dann schon. Weil ich Handschellen anhab. Das heißt, ich bleib ja jetzt im Kreisel drin. Ah, Kreisel?
Ja. Oh, ich weiß schon, was ich vor Gericht machen werde. Den ganzen Tag vor Gericht. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Werde Lebensretter. Dankeschön für 1 Euro auch. Mit der 223 dran. Ah, jetzt geh mal. Darkroom Studio öffnet seine Türen. Postleitzahl 409. Boah, da hätte ich jetzt noch ein Fotoshooting gemacht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ja. Haben Sie das gemacht? Ja. Und wie haben Sie das gemacht? Ja, ja, halt mit ja. Mal schauen, ob das dem Richter gefällt, weil ich gehe so oder so, gehe ich in den Knast dafür. Das ist sowas von egal. So weit. Ah, super. Jetzt müssen Sie, ich glaube, Sie müssen die Handschellen abnehmen, weil ich komme sonst nicht mehr hoch. Also jetzt wirklich, ich komme hier, kann nicht mehr hoch mit meinem Popo. Danke. So, dann müssen wir aber gleich nochmal anlegen. Ja, ich bin doch jetzt eh gleich vor Gericht. Brauche ich hier ja, aus Vorgericht jetzt? Nee, ich muss Ihnen vor den Richter auch. Hä, was ist das denn? Ja, es wie viele Leuten machen Sie das? Machen Sie das nur bei mir oder? Ich bleiben Sie bitte stehen. Hatten Sie schon mal jemanden, bei dem Sie das gemacht haben? Nein, hatte ich soweit auch nicht. Aber ach, komisch. Das finde ich aber, das werde ich gleich vom Gericht sagen. Dass ich ja, finde, das bitte, ist gegen meine Rechte. Das können Sie gerne mit meinen Vorgesetzten. Ja, ich finde das schon etwas asozial. Guten Tag. Positiv. Ich wollte nur sagen, ich fühle mich ein bisschen herabgesetzt. Ich möchte bitte gerne meine Handschellen weghaben. Ich finde das ein bisschen uncool, weil ich kann mich nicht mal richtig hinsetzen. So. Und das tut mir ziemlich weh hinten. Ich verstehe auch nicht, warum ich eine Sonderbehandlung bekomme. Also im Grundsatz dient es erstmal der Sicherheit von Ihnen, dass Sie erstmal ganz sicher auch gegenüber uns sind. Aber ich würde mal mein Wort an die Marshals richten, ob wir unter Umständen mit Kabelbindern vorne oder den Handschellen vorne auch klarkommen, damit wir... Das wäre ganz lieb, den weil ich möchte sich den... Weil sonst muss ich mich die ganze Zeit aufstehen, hinsetzen und das geht nicht. Ich kann nicht mich die ganze Zeit aufsetzen, hinsetzen und so weiter. Wenn Sie mir vielleicht Kabelbinder anlegen, könnten wir das schon mal besser. Wobei ich das schon ein bisschen komisch finde, dass ich wieder eine Spezialbehandlung bekomme. Obwohl wir letztes Mal auch ganz normal unsere Sachen hier gemacht haben, ohne Probleme, und da hatte ich gar keine Handschellen dran, also. Genau deswegen würde ich ja das auch bevorzugen, dass wir auch entspannt sitzen können. Und vor allem, ich bin ja noch nicht mal verurteilt oder sonst was, verstehe nicht, warum ich jetzt direkt festgenommen werde. Ja, im Grundsatz dient es erstmal der Sicherheit, es sind neue Sicherheitsvorkehrungen hier, die werden insoweit bei gewissen Verurteilungen bzw. bei gewissen Anschuldigen und Anklagen jetzt hier so fabriziert. Das hat also im Grundsatz alles die Richtigkeit. Ja, aber ich kann mich ja nicht mal hinsetzen so. Ja, Kabelbinder hinten können wir machen. Das wäre vielleicht ganz lieb. Ah, machen wir die Handschellen ab und Kabelbinder hinten drauf. Dann dürfen Sie gerne Platz nehmen. Naja, vorne wäre besser, weil ich das jetzt hinten drauf habe, kann ich mich ja immer nicht richtig hinsetzen. Ja, es ach, verstehen schon, was ich meine. Ich muss ja sonst hinten die ganze Zeit schrubbig mit den Armen, das ist doch nicht angenehm. Verstehen, ich weiß ja nicht, wie lange damit wir das nicht hier hinauszögern, machen wir Kabelbinde jetzt vorne drauf, sobald danke, das hier vorbei ist, werden wir das anders wieder ändern. Somit wünsche ich einen Abend. Sie haben aber wirklich, Sie haben wirklich Angst vor mir, kann das sein? Hab ich was Schlimmes gemacht? Wer hat Ihnen das Herz gebrochen? Gut. Zunächst bitte ich dann erstmal alle vorderen Parteien ein bisschen lauter zu sprechen, damit wir uns gegenseitig auch gut verstehen können. Ja. Die Aktennummer brauche ich dann einmal, welche Akte wir heute verhandeln. Das wäre einmal Akt 66. Akte 66, super. Vielen Dank. Ich verstehe auch nicht, warum da Leute genau im pinken Anzug sitzen müssen. Warum? Das ist genau mein Anzug. Der Angeklagte, Herr Rumpe, sind Sie auch bereit? Mm. Ja, das ist alles leise hier. Oh ne, bitte, dass ich mein Internet stütze. Ach doch, mein Internet. Ja, natürlich ist das jetzt. Oh nein. Ja, Leute, läuft das Stream noch? Hallo, Test, Test, 1, 2, 3, wir. Check, check. Checkity, check. Ich hoffe, der Stream läuft noch. Mein Router hat einen Restart gemacht. Genau jetzt um diese Uhrzeit ist das schön. Ach, um 19.08 Uhr ist das. 19.11 war das jetzt. Weiß nicht, ob der Stream noch läuft, ne? Sind wir noch da? Sind wir noch hier? Warte mal, ich muss mal mein Ding neu starten. Super, ja, das freut mich. Und er fragt mich noch, ist alles okay? Sind sie alle da? Ich so, ja. Natürlich, ja. Und dann war ich weg. Und schon war ich weg. Ja toll, ich kann auf YouTube nicht mehr zugreifen. Das ist ja mal geil.
Checkity check. Ja, ich bin wieder da, super. Gut, mit ein bisschen Verspätung nochmal zurück ins Scheißhaus-RP. Ich habe aber gewusst, der macht, ich habe heute vor dem Stream gesagt, der macht heute auch einen Restart. Ich wusste nicht wann, ich dachte, der macht das schon früher. Aber jetzt mitten in der Ding, wo er mich gefragt hat, ob ich bereit bin, das ist schon geil. Ja, aber ich bin gerade so mad, warum haben die genau meinen Anzug an? Genau meinen Anzug haben die an. Diese, ich glaube, das sind die Roten. Die haben diese Haare, die schauen so aus. Ich weiß nicht, ob das die sind oder so, ne, aber... Ja, jetzt nochmal zurück ins RP, Leute. Lasst mal gerne ein Like da, Leute, für die Verhandlung, die jetzt komplett schief gehen wird. Ey, das ist wieder so typisch. Wie ich gesagt habe, ich gehe dorthin und die werden wieder irgendwas finden, dass sie mir wieder extra Behandlung geben werden als den anderen Leuten. Kriege ich Handschellen und Kabelbinder an. Das erste Mal in der Gerichtsverhandlung. Bin ich gefangen im Scheißhaus RP. Na, schauen wir mal. Ey, aber heute ist der Chat ja mal wirklich voll mit den VIPs. Ich merke, die Icons tun euch gut. Wunderschön. Dann bin ich da wieder zurück. Ich sag einfach, ich habe kurz Kopfschmerzen gehabt und dann bin ich wieder da. Ja, direkt ein Perma-Ausschluss aus Real Life Online. Einfach die Gerichtsverhandlungen, einfach Alter 4 gedrückt. Mit Mark Humpe. Ich hoffe, ich spawn. Ich glaube, ich spawn wieder. Oh, jetzt ist meine Weste weg, ne? Scheiße, jetzt muss ich die irgendwie anziehen. Huch! Hallo? Hallo? Ich hatte gerade Kopfschmerzen des Todes. Alles gut. Wir haben einen Moment gewartet auf Sie. Okay, dankeschön. Sind Sie dann soweit bereit weiter? Ja. Super. Muss ich von Ihnen vor Verhandlungsbeginn noch irgendwas wissen, Herr Humpe? Ja. Ich find's ein bisschen disrespectful, dass da zwei Leute denselben Anzug haben müssen wie ich. Ja, so, wollte ich nur kurz loswerden. Alles gut, wollte ich nur loswerden. Okay. Gut, Sie vertreten sich also selber? Ja, ich vertrete mich selber. Okay. Also ich trete mich nicht selber, ich vertrete mich. Also ich trete mich nicht selbst. Genau. Das wäre ja psychisch, wäre ich dann instabil so und das würde ich auf gar keinen Fall Ihnen vorwerfen. Wollen dass wir ich, auch gar nicht. Und nee, also nicht, selber treten tue ich mich nicht. Müssen, das wäre nicht ganz gut. Das tue ich nicht, nein. Gut. Dann zurück zum Business. Dann eröffne ich hiermit das Verfahren. Der Staat gegen Herrn Mark Humpe. Heute anwesend der Staatsanwalt Herr Heuss, der Angeklagte in Person. Dann darf die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen. Sehr geehrtes Gericht. In dem Strafverfahren gegen Mark Humpe, geboren am 19.05.1995, wohnhaft in Los Angeles, wird folgender Sachverhalt zur Last gelegt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 7.07.2023 gegen 19.07 Uhr und an der Postleitzahl 7014 des versuchten Mordes gemäß § 1 Absatz 1 des Strafenkatalogs begangen zu haben. Konkret wird dem Angeklagten zur Last gelegt, dass er am Hauptplatz einen Zivilist als Geisel genommen hat. Nach einer Verfolgung wurde der Wagen mit der Geisel gestellt. Wie sich später herausstellte, war Herr Humpe in einem Mercedes-Benz mit dem Kennzeichen Palmen dahinter. Ja. Im Anschluss fuhr Herr Humpe an der rechten Seite an den Beamten auf den grünen Streifen vorbei und stieg aus seinem Wagen aus. Dann holte er eine Waffe, eine Glock 17, heraus und schoss der Geisel in den Kopf. Daraufhin nahmen die Beamten des LAPD die Verfolgung auf. Herr Humpe konnte an der Postleitzahl 1714 gestellt werden. Die Handhabung steht im Widerspruch zu den geltenden Gesetzen und stellt eine Straftat dar. Als Beweismittel legt die Staatsanwaltschaft eine Sicherstellung vor, einen Ausweis, 4 Zeugenaussagen und 3 Bodycams. Deshalb fordert die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 200 Monaten. Vielen Dank. Herr Humpe, haben Sie die Anklage soweit verstanden? Ja. Möchten Sie sich zum Vorwurf äußern? Puh. Darf ich mich später nochmal dazu äußern oder muss ich das jetzt? Sie dürfen sich auch später im Laufe des Verfahrens äußern. Ja, das dann mache ich das später. Super. Ja. Dann die Staatsanwaltschaft bitte zur Beweiserhebung. Der Richter muss ein bisschen lachen. Herr Humpe, die Bilder haben Sie ja noch von mir. Ja. Die habe ich. Gut, ich würde einmal anfangen mit dem zweiten Bild, wo einmal ganz klar gesehen wird, dass es sich um den Herr Humpe handelt. Da so bitte auch nochmal eventuell ein
besonderen Merk auf die Haare und die Haarfarbe setzen, könnte im Laufe eventuell noch für Bedeutung sorgen. Ja, warum? Weil man ihre Haare ganz klar am Tatort später erkennt auf der Bodycam. Ja, ich gebe ja offen und ehrlich zu, dass ich das war. Ich widerspreche da auch nicht. Das war ich auf den Aufnahmen. Klar und deutlich. Gut, auf dem nächsten Bild sehen wir da einmal die Abnahme der Sachen, die Herr Rumpe dabei hatte. Zu sehen ist die Tatwaffe, eine Glock 17 mit 249 Patronen. Ja. Sorry, das ist ein Ja. Ich kann nicht. Soweit erstmal zu den Bildern. Ja, die Beweisbilder haben Sie auch in Augenschein genommen, Herr Rumpe, ne? Ja. Haben Sie dazu irgendwas zu sagen? Möchtest du dazu was sagen? Oder Fragen? Ist alles korrekt, was da drin steht. Also ich habe nichts gefunden, wo ich jetzt einen Fehler gesehen hätte. Das wäre auch nicht gut. Nö. Gut, dann an die Staatsanwaltschaft. Eine Zeugenaussage würde ich jetzt bevorzugen. Genau, dann kommt jetzt eine Zeugenaussage. Das LAPD bittet die Badge-Nummer vor Gericht zu nennen. Zeugenaussage von 15.027. Datum des Einsatzes 7.7.23. Datum der Uhrzeit der Alarmierung 18.57 Uhr. Einsatzort Hauptplatz und Senora Road. Name des Täters Mark Rumpe. Ich bildete mit meinem Kollegen eine Adam-Streife und wir fuhren durch L.A. Als und der Funkspruch einer Geiselnahme erteilte und die anderen Kollegen wohl schon in einer Verfolgung des Tatfahrzeugs seien. Wir fuhren mit an und verfolgten dieses besagte Täterfahrzeug. Nach einer längeren Verfolgung rund um den Real-Life-Schriftzug fuhr der Urus auf die alte 1-7-Straße, wo er dann erst einen Kollegen anfuhr und dann ca. 500 Meter aufgrund von Treibstoffmangels liegen blieb. In dem Urus saßen drei Täter und die Geisel. Als wir diese befreiten, fuhr ein roter Mercedes an uns vorbei und erschoss die Geisel. Wir nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug an der Tankstelle der Route 68 stellen. Der Täter stieg aus und ergab sich, welcher nicht maskiert war und augenscheinlich Mark Rumpe war. Gut. Herr Rumpe, haben Sie die Zeugenaussage soweit verstanden? Ja. Haben Sie dazu Fragen oder möchten sich äußern? Ja. Ist korrekt. Angaben scheinen korrekt zu sein, ja. Also die Angaben sind korrekt. Ja, ja, der ist korrekt. Vorwurf an sich hatten Sie jetzt. Sie melden sich, wenn Sie was zum Vorwurf sagen müssen. Ansonsten müssen wir weiter die Beweiserhebung machen. Ach so, ja, natürlich, ja. Und würde mich auch zutiefst freuen, wenn Sie aufhören zu gähnen, während der Kollege der Staatsanwaltschaft... Ach, hat man das gehört? Ja. Ich habe gerade jetzt leise. Ich habe heute wenig geschlafen, tut mir leid. Ich hatte kaum Schlaf. Die Beweisaufnahme muss durchgezogen werden. Ich meine, ich probiere das. Kann ich das leise machen? Ich habe halt, es tut mir wirklich leid, euer Ehren, aber ich habe wirklich wenig geschlafen. Weil mir geht gerade so viel durch den Kopf, weil ich ja, ich weiß, was auf mich zukommt, ich weiß, was ich verbrochen habe. Mir geht einfach so viel durch den Kopf, dass ich die ganze Nacht eigentlich nicht ruhig schlafen konnte vor diesem Termin. Ja. Die Beweisaufnahme auch insoweit verkürzen, wenn Sie sich... Nee, bitte machen Sie weiter. Es ist alles gut. Okay. Ich habe mich jetzt auch hingesetzt, ich entspanne mich gerade. Alles gut. Alles klar. Dann bitte die Staatsanwaltschaft weiter. Gut, ich verlese die zweite Zeugenaussage. Das LAPD bittet die Badge-Nummer vor Gericht zu nennen. Zeugenaussage von 12107. Datum des Einsatzes 7.7.23, Uhrzeit der Alarmierung 18.57 Uhr, Einsatzort Hauptplatz und Senora Road, Name des Täters Mark Rumpe. Schriftliche Aussage des Vorfalls. Wir wurden per Dispatch informiert, dass eine Person am Hauptplatz bedroht wird. Als wir am Hauptplatz angekommen waren, sahen wir, wie Herr Mark Rumpe, wie er das Opfer festgenommen hatte und einen schwarzen Urus gepackt hat. Herr Mark Rumpel stieg, nachdem er das Opfer in den Urus gepackt hatte, in seinen roten Mercedes. Dann ging der Sichtkontakt zum Fahrzeug von Herr Rumpel verloren. Die Verfolgung des Urus endete am alten 107-Gelände, wo die Insassen des Urus festgenommen wurden. Herr Rumpel kam in diesem Moment wieder dazu und fuhr von der Straße auf den Seitenstreifen und beobachtete die Situation. Einen kurzen Moment später stieg Herr Rumpel aus seinem roten Mercedes und eröffnete das Feuer meines Erachtens nach mit einer Glock dem Opfer in den Kopf. Herr Rumpel stieg in sein Fahrzeug und begann mit der Flucht, woraufhin die Kollegen des LAPDs das Feuer und auch die Reifen von dem Mercedes eröffneten.
Circa 1 Kilometer weiter schafften es Kollegen, das Fahrzeug zu stoppen und Herrn Rumpel festzunehmen. Rechtlich belehrt wurde er im Fahrzeug und durchsucht von Batch Nummer 12024. Okay, vielen Dank. Herr Rumpel, ja? Haben Sie die Zeugenaussage soweit verstanden? Ja, dürfte ich kurz was da einwenden, ganz kurz? Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Möchten Sie sich dazu äußern oder Fragen stellen? Ja, natürlich. Es wurde nicht nur auf die Reifen geschossen, es wurde auch explizit in mein Fenster geschossen. Ich war leicht verletzt, also angeschossen. Also nicht nur auf die Reifen, nur dass man das nochmal ein bisschen ausbessern. Ich habe da ein bisschen was davon getragen, vom Schusswechsel, vom PD. Okay. Ich habe mich dann aber auch natürlich gestellt am Ende, ne? Okay. Sie machen jetzt so ganz kleine Andeutungen die ganze Zeit. Möchten Sie sich zum Tatvorwurf mal äußern, oder? Naja, es ist sehr vieles, was da drin steht, ist ja korrekt. Ich gebe es ja offen und ehrlich zu, was da passiert ist. Es halt nur, ich wollte nur noch hinzufügen, dass halt nicht nur auf die Reifen geschossen wurde, sondern auch natürlich auf mich geschossen wurde. Ich weiß auch nicht, in den Aussagen habe ich jetzt auch nicht gesehen oder gehört, dass ich mich auch dann freiwillig gestellt habe, indem ich dann gesagt habe, ich stehe jetzt hier mit dem Auto, hab den Wagen dann stehen lassen und hab halt jenen nach oben gegeben, ne? Und hab mich auch nicht gewehrt in irgendeiner Hinsicht. Also kooperatives Verhalten in der Hinsicht halt, ne? Frage an die Staatsanwaltschaft. Ja? Ja, kooperatives Verhalten. Können Sie das insoweit durch irgendeine Zeugenaussage, die in den Akten vorhanden ist, bestätigen, oder? In den Zeugenaussagen steht dazu nichts geschrieben. Das finde ich ein bisschen schade. Okay, Herr Rumpe, dann wird das auf jeden Fall zu Ihren Gunsten mit berücksichtigt, dass Sie da etwaig sich gestellt haben. Gut. An die Staatsanwaltschaft, möchten Sie weitere Zeugenaussagen verlesen oder Bodycam-Aufnahmen? Ja. Okay. Jetzt geht's ans Eingemachte, Jungs und Mädels. Ja! Ich verlese. Das LAPD bittet die Bitch-Nummer vor Gericht zu nennen. Die Bitch-Nummer was? Zeugenaussage von 12.024. Datum des Einsatzes 7.7.2023. Uhrzeit der Alarmierung ca. 18.57 Uhr, Einsatzort Hauptplatz, Senora Road, Name des Täters, Mark Rumpel. Schriftliche Aussage des Vorfalls. Wir wurden alarmiert, da ein roter Mercedes eine Geisel nahm und diese in ein Urus setzte. Wir verfolgten den Urus durch die Stadt bis zur Senora Road. Dort kam der Urus zu stehen. Wir holten die Geiselnehmer sowie die Geisel aus dem Fahrzeug. Währenddessen fuhr ein roter Mercedes zum Einsatzort. Der Fahrer des Mercedes stieg unmaskiert aus und schoss mit einer Glock 17 auf die Geisel. Wir öffneten das Feuer auf die Reifen des Fahrzeugs. An der Kreuzung zu Route 68 kam das Fahrzeug zum Stehen und die Person ergab sich. Hierbei handelte es sich um Mark Rumpel. In dem Zen bürstete er sich noch, die Geisel erschossen zu haben. Rechtlich belehrt wurde er im Fahrzeug und durchsucht von 12.024. Okay, Herr Rumpel, haben Sie die Aussage soweit verstanden? Erstmal akustisch? Ja. Haben Sie dazu Fragen oder Anmerkungen? Möchten Sie da was zu sagen? Also die Anmerkung wieder dasselbe. Es wurde nicht nur auf die Reifen geschossen, sondern auch in die Fensterscheiben, weil ich ja auch auf das abbekommen habe, ne? Oder ich weiß nicht, Querflieger, kann ich es jetzt so nicht sagen. Zum anderen finde ich sehr schön, dass in dieser Auffassung drinsteht, dass ich mich direkt ergeben habe danach. Das finde ich auch sehr schön. Dass ich mich damit gebrüstet habe, dies ist natürlich auch korrekt und dazu stehe ich auch. Okay, Sie stehen also dazu der Tat, dass Sie das gemacht haben. So verstehe ich das richtig. Ja, weil ich gewusst habe, was ich getan habe. Ja, auch die Tat an sich, dass Sie das getan haben. Das war ja beabsichtigt, ja. Voll und ganz. Das war meine Absicht. Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Ich versuche ehrlich zu Ihnen zu sein. Ich will nicht sagen, dass das ein Unfall war oder sonst was. Das war beabsichtigt. Okay. Also der Schuss an sich, der war beabsichtigt. Ja. Okay. Offensichtlich. Gut, dann an die Staatsanwaltschaft. Weitere Zeugenaussagen, Bodycam-Aufnahmen, die wir sichten sollen, wollen, müssen? Ich würde tatsächlich eine Bodycam noch zeigen. Auf weitere Zeugenaussagen verzichte ich. Eine Bodycam-Aufnahme, die... Also zunächst erstmal die Zeugenaussagen. Die weitere Verlesung verzichten Sie auch? Also sind Sie damit einverstanden, Herr Rumpe, dass wir die Verlesung verzichten?
Auf die Zeugenaussagen? Auf die weiteren Zeugenaussagen, die jetzt noch da drin sind. Also ich würde schon noch gerne eine hören, wenn das möglich wäre. Einfach nur, dass ich weiß, ob da noch jemand reingeschrieben hat, dass ich mich ergeben habe. Das wäre ganz schön zu hören. Einfach, dass ich das weiß für mich. Also wir haben in einer Zeugenaussage ja schon drinstehen, dass sie sich ergeben haben. Ja, aber noch eine zweite. Sie haben das ja hier schon bestätigt. Ich will ja nicht, dass ich nur eine höre. Ich will nur wissen, wie viel Gutes in Menschen ist, ne? Was, wenn auch Menschen, in schlechten Menschen, was Gutes sehen können. Verstehen Sie, was ich meine? Schlechten Menschen geht's immer gut. Der Staatsanwaltschaft, dann bitte einmal. Eine noch. Eine, tun Sie mir noch den Gefallen. Alles klar. Heute mal richtiges Boss-Auftreten im Gericht. Das LAPD bittet, die Badge-Nummer vor Gericht zu nennen. Zieht Zeugenaussage von 11.013. Datum des Einsatzes 7.7.2023. Uhrzeit der Alarmierung 18.57 Uhr. Wo war der Einsatzort? Du musst ein Zeitchen, damit sie sich vorbereiten können. Mark Rumpe. Ich bildete mit meinem Kollegen eine Adam-Streife und wir fuhren durch L.A. Wir bekamen im Funk mit, dass ein Urus mit einer Geisel auf der Flucht sei. Wir schlossen uns direkt der Verfolgung an. Wir verfolgten den Urus kreuz und quer durch L.A. Nach einiger Zeit ging dem Urus der Treibstoff aus und die Täter wurden umzingelt. Danach wurden sie festgenommen. Ein Mittäter kam dazu und hat aus nächster Nähe die Geisel erschossen. Daraufhin flüchtete der Täter. Später konnte er bei einer Tankstelle gestellt werden und dingfest gemacht werden. Gut, Herr Rumpa, die Aussage dann soweit verstanden? Akustisch? Ja, alles Fragen, verstanden. Anregungen? Nö, alles gut. Bemerkungen? Super. Okay, Bodycam-Aufnahmen. Möchten Sie gerne eine zeigen? Herr Rumpe, möchten Sie denn auch eine sehen, oder? Ja, also ich würde schon gerne eine sehen, wenn es möglich wäre. Okay. Gut, die Staatsanwaltschaft sendet die Bodycam, die er zeigen möchte, einmal auf das Tablet, was hier vorne liegt, einfach rüber. Die Marshals geben Ihnen das einmal und dann können Sie das einmal auf dem Tablet anschauen. Mhm. Schauen wir das immer auf dem Fernseher an. Nein, weil wir die Bodycam verlangsamen mussten. Ach so, okay. Mhm. Auch aufgrund der Länge der Bodycam, dann sind da spezielle Sequenzen davon auch zu zeigen. Keine Ahnung, ob ich das finde. Herr Rumpe, das wäre einmal die Bodycam, die 2 Minuten 4 insgesamt gehen würde. Ja, ich such dir mal schnell. Mit den Namen Entführung plus Hinrichtung Mark Rumpe. Entführung und Hinrichtung Mark Rumpe. Nur mal 2 Minuten. Könnten Sie mir sagen, was wie der Link anfängt am Ende? Mit KF, mit W8 oder mit TP? KF. KF ist das, okay, danke. Muss mal gemeinsam an, Jungs und Mädels. Genau. Und da gibt es einen Zeitstempel, bitte bei 1 Minute 55 und dann bitte Geschwindigkeit der Bodycam auf 0,25 Geschwindigkeit stellen. Und zur Anmerkung fürs Gericht, wenn Sie genau bei 2 Minuten die Bodycam anhalten, sehen Sie tatsächlich sogar noch den Schuss beziehungsweise den nachziehenden Schwall von der Patrone. So, wartet mal ganz kurz, Jungs und Mädels. So. Soll er sichtlich machen hier? So, das ist jetzt die Aufnahme. Da bin ich zu sehen. Ich will mir das ja gerne anschauen, wie ich den Namen umgeknallt habe. Da steige ich aus. Ist langweilig, wenn man das sich so anguckt. Rotes Fahrzeug, rotes Fahrzeug. Ja gut, da sieht man jetzt nicht so viel. Okay. Die Person gesehen, ne? Das steht hier bei uns, mit dem Raptor. Die rote Mercedes. Das rot. Da stehe ich. Der rote Mercedes. Waffe, ja. Gut, fertig sind. Ah, gut, man sieht es halt ganz schwer, du. Aber ey, man erkennt's. So.
Gut, haben wir das auch. Ich wäre fertig mit dem Clip. Okay, haben Sie dazu, oder die Staatsanwaltschaft, möchte Sie noch irgendwas dazu anmerken, außer die Anmerkung von gerade? Dass man auch kurze Zeit später genau sieht, dass Blut vom Opfer her hochspritzt, was vom Eintreten der Kugel her kommen wird. Ja. Okay, Herr Rumpe, haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu der Bodycam? Ach, Fragen. Ja, ich meine, man kennt mich da zwar ziemlich schwer, aber ja, ich muss ein bisschen an meinem Bodywork arbeiten. Also ich bin ein bisschen dünner geworden. Muss wieder ein bisschen mehr, wissen Sie, ein bisschen die Breite aufbauen, habe ich gemerkt am Video. Weil von Seite sehe ich so ein bisschen aus wie ein Zahnstocher. Das müsste man so ein bisschen hochtrainieren. Ist mir aufgefallen auf der Aufnahme. Aber sonst keine Fragen. Okay, gut. weitere Beweismittel? Ja. Ah, Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft würde aufgrund des der Zeugenaussage und des Schuldeingeständnisses von Herrn Rumpe die weitere Zeugenaufnahme erlassen, wenn Herr Rumpe damit auch so weit einverstanden ist. Okay, Herr Rumpe, sind Sie damit einverstanden, dass auf weitere Zeugen was sagen? Da haben Sie ja schon noch weiter darauf verzichtet, aber die Bodycam-Aufnahmen weiter verzichtet wird, diese in Augenschein zu nehmen? Ja, ist okay. Okay, super. Dann, Herr Heuss, haben Sie Fragen an den Angeklagten? Ja. Okay. Herr Rumpe, dann bitte ich Sie einmal, in Begleitung natürlich mit den Marshals, dass Sie auch bequem hochkommen, sich einmal hier zu meiner Linken zu setzen. Ja, natürlich. Ach, ein bisschen. Ja, so. Gut. Herr Rumpe, ich muss Sie einmal noch belehren. Ja. Sie haben die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Hören Sie zu? Ja. Super. Also Sie haben die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Außer Sie belasten sich selbst oder ein enges Familienmitglied. Eine Falschaussage ist eine Straftat. Haben Sie das insoweit verstanden? Ja, verstanden. Super. Dann, Herr Heuss, einmal Ihr Part. Oh, dann stehe ich lieber. Herr Rumpe, und zwar haben Sie der Geisel ja auch versucht, den Kopf zu schießen. Und haben ihn ja anscheinend auch getroffen. Würden Sie einmal sagen, warum Sie das getan haben? Ja, natürlich. Ich sag mal so, es kann Ihnen gerne die ganze Geschichte erzählen, wollen Sie sie wissen. Also komplett von vorne bis hinten, wenn wir die Zeit haben. Also mich würde es tatsächlich interessieren, ja. Gut, dann erzähle ich Ihnen, was passiert ist. Also es hat eigentlich ganz harmlos angefangen. Ich war in einer Polizeikontrolle und auf einmal kam von links ein LKW vorbei mit einem Typen drin, der mich ausgelacht hat, wenn das nicht in der Verkehrskontrolle war, weil ich halt ein bisschen zu schnell gefahren bin. So daraufhin, wenn ich mit der Verkehrskontrolle fertig gewesen bin, habe ich diesen Typen aufgefunden und habe ihn zur Rede gestellt, warum er mich ausgelacht hat. Habe ich gefragt, wer er ist und was er denkt, was er ist. Müssen Sie sich konzentrieren, oder? Sorry. Oh, alles gut. Jedenfalls habe ich dann mit dem Herrn in einem Fahrzeug diskutiert. Zuerst hat er das abgewegt und gesagt, er hat mich gar nicht ausgelacht und er hat mit jemandem telefoniert. Dann habe ich ihn gefragt, ja, mit wem haben Sie denn telefoniert? Dann geben Sie mir die Nummer von dem Herrn, mit dem Sie telefoniert haben. Und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt, dass er gesagt hat, nee, er gibt mir die Nummer nicht und hat mich nicht zu interessieren. Da habe ich meine Meinungsverstärker ausgepackt, in dem Fall eine Glock 17, und habe ihm gesagt, so, Prinzessin, du steigst jetzt aus. Ja, sag er mal. Geht's nur da hinten? Jedenfalls habe ich dann, meine Meinungsverstärker rausgeholt, wie der Herr da hinten gerade, und habe ich nicht geschossen, und habe ihm dann gesagt, so, du steigst jetzt aus, du gibst mir die Telefonnummer. Da hat er am Handy rumgetippt, und in dem Moment, wo er rumgetippt hat am Telefon, hat er die Polizei verständigt. Wir haben schon Sirenen gehört, Polizei kam. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir den eingepackt haben und gesagt haben, so nicht, mein Lieber. Das finde ich ein bisschen respektlos, dass du die Polizei rufst aufgrund dessen, dass ich nur wissen wollte, ob du mich ausgelacht hast oder nicht im Straßenverkehr. Ist schon ein bisschen komisch und ja, da haben wir ihn eingepackt. Und weil es ein 31er war in dem Fall, hat er von mir eine Kugel dann kassiert am Ende des Tages. Und das ist eigentlich die ganze Story dahinter. Das hat eigentlich aus einer Mücke ein Elefant geworden, weil er die Polizei gerufen hat. Hätte man ganz easy klären können.
Also es war eigentlich ein, ich sag mal, ein kleiner Road Rage, der halt ausgeweitet ist, sag ich mal so, bis ist. Okay. Wir haben sonst keine Fragen. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Rumpel. Sie dürfen dann gerne wieder auf Ihren Platz nehmen. Dankeschön. Auch das, der Sess ist aber wirklich Anlauf, komisch. Genau. Ja. Komischer Sessel. Och, der Sessel mag mich nicht. Ah. Ja, Vorsicht, auch der Sessel hat Lehnen. Ja, ich weiß nicht, was mit diesem Sessel los ist. Was haben Sie denn für Sessel gekauft? Ja, jetzt geht's. Halbwegs. Ja, es ist Bürokratie, da müssen wir immer auf jeden Cent achten. Ja, ich merk's. Gut. Die Staatsanwaltschaft, hat sie noch weiteres vorzutragen? So negativ. Okay, Herr Rumpe, Sie haben sich jetzt im Laufe des Verfahrens noch etwas geäußert. Möchten Sie sich noch umfassender äußern oder ist jetzt erstmal alles gesagt? Naja, umfassend möchte ich mich halt schon nochmal äußern, dass ich das ein bisschen tragisch finde, dass man so ein kleines Thema ja so aufgepustet bekommt, ne? Weil das hätte man easy klären können an dem Tag. Aber der Herr hat sich halt für die andere Wahl entschieden, was ich sehr schade finde. Ist der Herr gerade im Gerichtssaal bei uns? Erstens wissen wir das natürlich nicht und zweitens, auch wenn, hätten wir es nicht sagen dürfen. Ja, ich würde ja wiedererkennen. Ja, dann können wir da ja eh nicht viel zu sagen. Naja. Gut. Haben Sie denn sonst noch weitere Fragen, Herr Heuss, sonst nichts weiter vorzutragen? Herr Rumpe, möchten Sie noch irgendwas sagen? Staatsanwaltschaft, nein. Okay. Sie wollen ja jetzt erkennen, wo das Opfer ist. Möchten Sie sich zum Vorfall noch äußern? Ja, ich will, dass sich der vielleicht mal bei mir entschuldigt, dass er, ich sag mal, so ein 31er war und die Polizei gerufen hat. Also so eine Entschuldigung vom Opfer wäre schon schön. Ja, eine Entschuldigung von dem Opfer bei dem Täter ist natürlich auch eine Variante, die habe ich so vor Gericht noch nicht erlebt. Aber gut, das ist eine Sache, die müssen Sie dann zivilrechtlich klären, was Sie da noch machen. Ich habe halt noch keine Klage wegen 31er als Betreff gesehen. Aber gut. Ja. Sonst weiter nichts weiter zum Vorfall. Nö. Okay. Gut, sollen noch Anträge gestellt werden? Staatsanwaltschaft? Negativ. Herr Rumpe, möchten Sie noch einen Antrag stellen? Negativ. Okay. Gut, wenn dann nichts weiter vorzutragen ist, dann schließe ich die Beweisaufnahme und würde bitte die Staatsanwaltschaft um ihr Schlussplädoyer bitten. Also muss ich mitkommen? Nee, wir, also wir standen wahrscheinlich noch nicht so häufig wieder vor dem neueren, Nee, ich kann das auch, wo man da mit zusammen reingeht, ja. Genau, ja, okay. Wir haben jetzt am Ende aufgrund der Öffentlichkeit ein Schlussplädoyer, wo jede Seite sich nochmal äußern kann zum Vorfall, wie er das dann nochmal öffentlich machen kann, für die Schuld oder die Unschuld beteuern kann. Und dann zieht sich das Gericht alleine hinten zurück, um ein Urteil zu fällen. Ja. Super, dann die Staatsanwaltschaft bitte. Sehr geehrtes Hohes Gericht, sehr geehrter Vorsitzender, wir stehen heute hier, um über einen furchtbaren Vorfall zu urteilen, der das Leben eines unschuldigen Menschen auf tragische Weise verändert hat. Überhaupt nicht. Der Angeklagte steht vor dem Vorwurf des versuchten Mordes. Das Opfer, eine Geisel, wurde unschuldig und grausam Leid angetan, wie wir es uns nur sehr schwer vorstellen können. Es gibt keine Entschuldigung für diese entsetzliche Tat, keine Rechtfertigung für diese Tat, aus Sicht des Gesetzes. Die Beweise sind erdrückend. Sein Handeln war unverantwortlich, rücksichtslos und ein direkter Angriff auf die Grundwerte unserer Gesellschaft. Euer Ehren, ich appelliere an Sie, die Schwere dieser Tat zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Die Gesellschaft insgesamt ist erschüttert und verängstigt durch die Vorstellung, dass solche gewaltsamen Taten passieren können. Als Staatsanwalt ist es meine Pflicht, für Gerechtigkeit einzutreten und die Interesse der Opfer und der Gesellschaft zu vertreten. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Leben des Opfers kostbar ist.
Es mag Gründe geben, die zu seinem Handeln geführt haben. Doch wir müssen auch bedenken, dass es Verantwortung und Konsequenzen für unser Handeln geben muss. Eine Gesellschaft kann nur dann gedeihen, wenn wir uns alle an die Gesetze halten. Es liegt an Ihnen, liebe Mitglieder des Hohen Gerichts, die Wahrheit und die Beweise sorgfältig abzuwägen und ein gerechtes Urteil zu fällen. Ich bitte Sie, die Schwere der Tat und die Tragödie, die sie verursacht hat, angemessen zu berücksichtigen. Das Leiden der Geisel darf nicht umsonst gewesen sein. Ihre Stimme kann dazu beitragen, die Gerechtigkeit zu geschehen. Euer Ehren, ich danke für eure Aufmerksamkeit während des gesamten Prozesses. Ich bin zuversichtlich, dass Sie Ihre Pflicht gewissenhaft und gerecht erfüllen werden. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass solche gewaltsamen Taten niemals ungestraft bleiben und dass unsere Gesellschaft durch das Prinzip der Gerechtigkeit gestärkt wird. Deshalb fordert die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 200 Monaten. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Rumpe, jetzt können Sie noch gerne was zu Ihren letzten Worten quasi sagen. Ja. Zum Vorwurf. Ihnen sehr gerne. Gilt als Angeklagter auch das Wort des letzten Wortes. Sehr gerne. Dann schäme ich hier hin. Euer Ehren, ich bin hier, um natürlich zuzugeben, dass das beabsichtigt war. Andererseits muss ich Sie jetzt auch mal hier offen und ehrlich so ein bisschen fragen. Würden Sie, wenn Sie gerade einen Menschen mit einer Waffe vor sich haben und Sie gerade ein Handy in der Hand haben, die Polizei kontaktieren, wenn ich neben Ihnen stehen würde, mit einer Waffe gezogen? Ich weiß ja nicht. Jedenfalls hat das Opfer mit einem Streit angefangen und hat das ein bisschen eskalieren lassen, weil er sich sehr unkooperativ gegenüber mich verhalten hat und sehr disrespektvoll mit mir umgegangen ist und er nicht gewusst hat, mit wem er sich anlegt, deshalb ein Meinungsverstärker zum Einsatz kamen musste. Und wenn dann die Polizei aufkreuzt, dann tut es mir sehr leid, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat er in meinen Augen einfach nur selber Schuld. Vielleicht sehen Sie das anders, aber in meinen Augen hat er es verdient. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Danke. Gut, vielen Dank. Das Gericht wird sich jetzt zunächst erstmal ein bisschen zurückziehen. Dauert ein, zwei Minuten und dann kommen wir wieder. Ach, diese Sessel. Wenn du im Gerichtssaal bist, kannst du dich gerne bei mir entschuldigen, ne? Falls er hier sein sollte. Ich kann mich gerade nicht nach hinten gucken. Oh, das ist so schön. Das hat mich, ich liebe Gerichts-RP. Das ist das schönste RP, was es gibt, finde ich. Ja, 200 Stunden incoming. Ja, schauen wir mal, ob es 200 Stunden werden. Vielleicht ja nicht. In der Lehne sitzen, RP. Ja, das macht richtig Spaß. Nee, auf der Lehne sitzen. Das macht richtig Spaß, macht das. Antrag auf Freibier stellen von Patrick. Ja, natürlich, mache ich gerne. Hier 2 Euro gegen die Langeweile. Dankeschön, Julian. Ich hab gerade Spaß meines Lebens. Danke nochmal an Antrag auf Freibier von Patrick. Der haut zweimal raus. André Stanek, danke fürs 10. Mal Resub. Bus Spotty Spotter. Bin der Stierzuschauer. Feier dich. Liebe Grüße. Dankeschön zurück. Sago TV, geiles RP, bin zwar im Chat nicht aktiv, aber liebe es. Ach, dankeschön, es freut mich. Kannst du mal bitte Nissan GTR 32 fahren? Und by the way, frohe Weihnachten im Vorhinein, dankeschön. Na, 32 habe ich doch in der Garage, ne? Aber fahre ich sehr, sehr unregelmäßig. Danke, Ivan, auch fürs Resubben. Krise, danke fürs Subben. Xions Nase, habe meinen Abschluss geschafft und ein Referat über dich, habe eine 1 bekommen. Oh, geil. Einfach ein Referat über mich gehalten, das ist doch mal geil. Das ist ja Werbung umsonst, mein Lieber. Ehrenmann. Also gleich das nächste Referat mitnehmen hier. Die Xionsnase war Ehrenmann. Einfach Referat gemacht. Thomas Seger. Als ob keiner im Gericht deine Streams schaut. Ja, das weiß man halt nicht, ne? Ich bin Mitglied in Nate nochmal. Dankeschön, Julian. Slavitz. Kleiner Frosch. Das kann ich leider nicht vorlesen. Danke, Bre. Manche Witze sind etwas too much. Julian Slavitz, danke fürs Mitwerden. Tim Fischer. Grüße aus Leipzig, gleich schon zurück. Kannst. Ja, Knast-RP. Nja, von Butti Katzadi. Dankeschön. Die Young Evil, kennst du mich noch? Lange nichts mehr gespendet. Die Young Evil kenne ich noch, jawohl. Liebe und Kuss geht raus, schön, dass du wieder hier bist. Wer der Lebensretter? Haben wir ja vorgelesen, genau. Habe ich alles vorgelesen hier unten, oder?
Ja, hab ich auch vorgelesen. Perfekt. Ich habe mein Gehalt erhalten von $200. Nja. Nja, 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 nja. Nja. Meine Frage, was machen Sie eigentlich beruflich? Zeitungsständer? Mich fragen Sie? Ja, ja. Sind Sie Zeitungsständer freiberuflich oder? Nein, ich bin hier, um Ihnen das Tablet zu halten, Herr Rumpe. Und so. Mir beim Essen und Trinken zu helfen. Ach so, wenn ich mal was essen und trinken muss, dann sage ich einfach hier so, warten Sie, so, kommen Sie her, essen. Sind Sie mein Butler? Genau. Cool. Also ein Pinguin. So könnte man sagen. Schön. Jetzt geht gleich die Action los, Leute. Es wird so schief gehen. Ich glaube, Leute, ich glaube, es wird sowas von vorne rein. Weißt du, was ich glaube? Die Brees werden mich jetzt irgendwo am Arsch der Welt rausholen. Ich schwöre euch, die holen mich jetzt irgendwo am Arsch der Welt, holen sie mich jetzt raus aus dem Gerichtssaal. Wenn sie mich schon festnehmen, einfach so, ohne Grund. Warum habt ihr keine Banier mehr gebracht? So, das gibt eine Woche Hausarrest. Dankeschön an Mama. Mama hat vorhin angerufen, aber ich kann, warte, ich schreibe zurück. Ich schreibe gerade, bin gerade. Nein, was gibt's? Ich schreibe mal meiner Mutter, dass ich gerade live bin. Weißt du, meine Mutter ruft mich immer dann an, wenn ich live streame. Das ist ganz schlimm. Oder wenn ich am Klo sitze oder wenn ich duschen gehe. Oder wenn ich im Auto sitze. Eins von den Sachen ruft mich meine Mutter immer an. Das ist normal. Als können sie es riechen, wenn ich Livestream starte. Weißt du, ich starte Livestream, 10 Minuten später werde ich angerufen von ihr. Gib ihm mit alles gut zum Geburtstag. Ja, danke, Bruder. Ich bin der Max Raubert. Kannst du mal Nico und Max grüßen? Ja, Nico und Max werden gegrüßt, natürlich. Gebe, ich wünsche dir auch alles gut zum Geburtstag, nachträglich, ne? Floppian zu 7 Xion für ein Hexion. Echt ein geiler Stream. Dankeschön. Ja, schau mal, was los ist. Ey, Leute, lasst mal ein Like da. Wir sind über 9000 Leute gerade. Komm, hau mal alle auf den Like-Button. Hau mal auf den Like-Button. Alle liken, liken, liken. Haut drauf auf den Button, bis er bei der Polizei anruft und im Court ist. Hoppala, jetzt mal was rausgerutscht, Holbert. Was passiert eh schon? Ich seh normal, ne? Ich sehe normal, das... Mann, das ist eh wurscht, geht um nix. Oh, ich finde die Leute, der neue Like hat, sieht so schön aus im Chat. Das sieht so geil aus einfach. Ja, da habe ich mir Mühe gegeben dieses Mal. Einfach mal alles neu überarbeitet. Jetzt sieht der Chat viel schöner aus. Der Like hat, sieht so diamantfarben aus, ne? Voll nice. Ja, könnt ihr schon mal einen Like-Button da lassen für mich. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Auf die 5000 Likes hat aber 9000 Zuschauer. Easy peasy lemon squeezy, Leute. Nja. Oh, ich sehe schon den Nja-Merch rauskommen. Wenn du vor Gericht bist, einfach immer Nja. Da gehst du aufs Klo, was? Nee, also wenn ich sage, ich gehe aufs Klo, dann denken die, dass irgendwas gleich passiert. Das kann ich doch nicht machen. Bruder, dann kommen die ja alle mit. Sarah, besten Dankeschön für 2 Monate Mitgliedschaft. Einfach 1 zu 7. Komm in die Gruppe, bewirb dich noch heute per E-Mail. Bewerbung Gruppe 6@mail.com. Ah, super, kann man sich bewerben. Vanessa Strübig, kannst du mal wieder in F40 fahren? Könnte ich mal machen, ja. Aber der flippt halt gern. Ach stimmt, wir brauchen Erdnussflips als Icon. Das wäre für VIPs ganz geil. Lass mich kurz gucken, wann haben wir die nächsten VIP-Freischaltungen, weil Erdnussflips wäre nice. Ich schau mal ins Dashboard. Jetzt haben wir ja gerade Zeit, das ist ja gerade hier hinten Besprechung. Super Chat, Kanalmitgliedschaft. Schauen wir mal, wie viele wir brauchen. Ich glaube, jetzt haben wir wieder so viele Leute da, die neu sind. Könnten wir, glaube ich, wieder neu reinmachen. Ne? 34 Mitglieder fehlen noch. Da können wir noch ein Emote reinmachen. Ja, super. Kriegen wir hin die nächsten Tage. Kriegen wir hin. So, zur Urteilsverkündung bitte ich einmal alle anwesenden Personen, sich einmal hinzustellen. Das kommt jetzt. Servus. Ja. Gut, dann ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen des versuchten Mordes schuldig gesprochen und bekommt eine Freiheitsstrafe von 180 Monaten. Ui, warum? Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und somit ist das Verfahren geschlossen. Ich habe mich zu sehr gefreut. Zur kurzen Begründung des Urteils, Sie dürfen sich gerne widersetzen. Wir sind zum Entschluss gekommen, dass die 180 Monate für Tat und Schuld angemessen sind. Sie haben sich hier, ich sag mal, in Anführungsstrichen reuig gezeigt. Sie haben die Schuld eingestanden. Von Reue ist vielleicht jetzt nicht exakt zu sprechen. Sie
ich sag mal so, sind jetzt nicht einschlägig vorbestraft laut ihrer Strafakte. Dennoch müssen wir hier abwägen, dass diese Tat natürlich auf eine niedere Art und Weise geschehen ist, voller Heimtücke und ich sag mal in Anführungsstrichen Rachsucht. Deswegen sind wir hier zu dem Ergebnis gekommen, dass wir aufgrund ihres Schuldeingeständnisses auf jeden Fall etwas runtergehen davon und dass sie noch nicht einschlägig vorbestraft sind in der letzten näheren Zeit. Aber somit halten wir 180 Monate für Tat und Schuld angemessen. Ja. Wenn es dann keine weiteren Einwände, Rechtsanwände gibt, schließe ich das Verfahren und der Harris macht Ihnen die Rechnung fertig. Das ist der Sound of a Spende. Für die anwesende Publikum, sobald der Herr Rumpe abgeführt ist, ist die Tür auch wieder offen. Gut, Herr Rumpe, dann kriegen Sie aber von mir eine Rechnung. Ja, natürlich. Ja, schau mal, wo ist das Knast? Wie kommt er überhaupt nicht? Ne? Ich bin gespannt. Jetzt geht's gleich los, Leute. Ich hier mal Ihren Durchschlag, bitteschön. Ist aber schon ganz schön teuer. Das kann ich mir aber jetzt nicht leisten, ne? Ja, Sie müssen trotzdem bitte einmal versuchen zu bezahlen. Ja, kann ich nicht. Ich muss das online machen. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt online noch auf dem Konto hab. Müsste ich einzahlen, ja. Glaube ich. Haben wir noch ein Kassengerät hier? Herr Braun? Ich meine, muss man das jetzt direkt zahlen, weil ich glaube, ich habe zu wenig auf dem Bankkonto, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen zumindest versuchen. Genau, ja, habe ich ja, geht nicht. Einmal versuchen, der Kollege kriegt von seinem Bankinstitut dann eine kleine Mitteilung darüber. Weil sonst, ich würde sonst mal, ich habe nämlich sehr viel Bargeld auch noch dabei, sonst, ja, ich habe 40.000 Bargeld halt dabei, ist das Problem. Ich habe nicht mehr so viel auf der Bank liegen, wissen Sie. Ansonsten ist hier ein kleines Zahlautomat, der liegt ja auch neben, so ein kleines Handy-ähnliches Gerät. Die Maschels können Ihnen das gerne eben einmal übergeben und dann versuchen Sie es einmal, dass der Herr Heuss einmal die Mitteilung bekommt von dem Bankinstitut. Na, das funktioniert. Alles gut. Ja, Zahlung ist eingegangen. 60.000 Möcken, super. Alter! Was war das? Perfekt. Das piss ich! Also muss ich aufstehen? Sie können einmal aufstehen, Herr Rumpel. Ja. Okay, super. Und dann einmal mit dem Rücken zu mir, bitte. Ich habe Kabelbinder vorne dran. Machen Sie hinten. Ja, die machen wir Ihnen gerne einmal lose, aber wir machen für die Überführung einmal das ganz offiziell. Mhm. Ein bisschen vom Tisch weg, Herr Rumpel. Warum vom Tisch weg? Na, nicht, dass ich Ihnen gleich die Knie anschlage, wenn ich Ihnen die Hand schwinge. Ach so, ja, natürlich. Au. Jetzt habe ich mir das Nidor angeschlagen, danke. Herr Rumpel, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie anständig oder lassen Sie sich nicht erwischen, ne? Alles Gute zum Geburtstag nachträglich, dankeschön. Wünsche ich Ihnen ebenfalls. Ja. Gut, dann... Wie Hanukkah. Ist Hanukkah? Kann mir mal bitte folgen. Irgendwo bestimmt. Wem folge ich jetzt? Ich verstehe nicht. Den Kollegen in Schwarz. Ach so, hallo. Ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Wir gehen kurz außen rum. Wir gehen außen rum. Matthias, wir müssen sagen, wir gehen durch den Hauptraum. Mal durch. Gut, würden Sie dann gleich vorgehen? Bitte? Nochmal kurz bitte stehen bleiben. Kurz stehen bleiben, bitte. Ja. Einmal ich vor. Brauchen Sie. Aua. Hä? Ich nehme Sie einmal kurz an die Hand. Achtung. Entschuldigung, aber jetzt kann ich nichts mehr sehen. Also. Ja, bleiben Sie kurz stehen. Bleiben Sie stehen. Rumpel, bleiben Sie einfach mal bitte stehen. Was ist das? Ich sehe nichts. Mal kurz, Achtung. Das ist gegen mein Recht, ich sehe nichts, hallo? Können wir nicht einfach einen Sack über den Kopf ziehen, was ist mit euch falsch? Wollt ihr mich entführen oder was? Hallo? Bitte da. Ich glaube, das ist gegen mein Menschenrecht, wenn sie mir einen Sack über den Kopf ziehen. Das wird Auswirkungen auf ihren Job haben, das sage ich ihnen. Das ist gegen meine Würde, wenn sie mir einen Sack über den Kopf ziehen. Das ist jetzt wirklich gegen meine Würde. Kennen Sie das Recht auf Menschenwürde? Hallo? Was ist mit denen falsch? Hä? Also sorry, das ist doch nicht mehr okay. Hä?
Also das ist doch kein AP mehr, wenn die mir da schon hinten das Ding dran machen und ich sehe nichts mehr? Warte mal ganz kurz. Ich quitt kurz raus, ich schau mal das kurz an. Kurz RP-Flucht. Da spiele ich nicht mit bei Sack-RP. Also Sack-RP bei Marshall spiele ich nicht mit. Also irgendeiner muss da doch gemildert haben von den Typen, oder? Da spiele ich nicht mit. Da gehe ich jetzt nochmal rein und schau mal das mal von oben an, wer das gemacht hat. Also der kriegt von mir jetzt einen Perma-Ausschluss. Wer auf die Idee gekommen ist, dass er mir einen Sack über den Kopf zieht. Beim PD, Alter. Beim PD. Wie eine Entführung. Nee, das ist nicht mehr RP. Oh, scheiße, 3-0. Oh, da habt ihr 3-0 gerade geleakt. Uppala. Habt ihr nichts gesehen? Nee, aber ey, da war ich nicht mit. Nee, da können mich am Sacki. Also da können mich wirklich am Sacki. Das ist ja Power-RP vom Feind, meine Damen und Herren. Aber ey, da kann mir keiner sagen, dass keiner gesagt hat, so, ja, nee, da hat wer reingemetert. Nee, da hat wer reingemetert, aber sowas von. Ich hab bei niemandem gesehen, dass jemals jemand eine Maske drüber bekommen hat. Never. Ist alles gut, hat einen Grund. Nee, es hat doch keinen Grund, mir eine Maske drüber zu ziehen als PDler. Das macht man nicht. Never ist das ein Grund. Nee, das ist doch Schwachsinn, Alter. Ich ziehe keine Maske drüber. Das ist der Sound auf die Spende. Ich schau mal das jetzt von oben an, wenn man diese Drecksmaske drüber gezogen hat beim Ding. Also sorry, das kann mir, ich glaube nicht, dass das einen Grund hat. Ich gehe da drüber schauen, schau, wer das war. Also es gibt keinen Grund, die müssen ja ihre Dinge einhalten. Es gibt keinen Grund. Kann nicht sein, dass es einen Grund gibt. Das ist, die Maske bekommst du beim Schwarzmarkt. Okay, warte, ich stumm mal den Stream. Ich frag da jetzt mal nach, was da los ist. Ganz kurz, Leute, wartet. Bin gleich wieder da. Wenn da wieder irgendein Scheiß gebaut, ich schwöre. Hallo? Schnecke. Ja, warte mal. Was ist los? Ja. Das geht nicht. Das ist kompletter Schwachsinn. Sorry, aber das ist doch kein AP mehr. Sie können mich doch nicht mitnehmen, mir eine Maske drüber ziehen und dann 1-7 stürmen. Was ist das denn für ein Scheiß? Da spiele ich nicht mit bei sowas. Das ist kompletter Humbug. Aber in welcher... Das macht doch keinen Sinn. Ja. Aber dann sollen sie ihren Job richtig machen und mir keine Maske drüber ziehen. Das können sie nicht. Das ist gegen das Recht. Die können nicht. Das ist Schwachsinn. Deshalb habe ich aufgehört, weil ich gesagt habe, das ist Schwachsinn, dass die da wieder irgendeine Scheiße bauen wollen. Jetzt ist wieder alles für nichts. Nee, ich bin einfach rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, macht's auch nicht. RP-mäßig ist, vor allem, ich muss ja ins Gefängnis, das macht doch keinen Sinn. Also sorry, das... Nein, die sollen mich einfach festnehmen dafür, war doch nicht so. Jetzt ist, sorry, aber das... Also ich muss ja ehrlich sagen, ich schäme mich gerade dafür, weil das wäre, finde ich, wieder komplettes Fail-RP gewesen. Das macht niemand. Wenn ich beim Gefängnis rauskomme, können sie das gerne machen. Aber wenn ich da verurteilt werde... Nee. Ja, gut. Nee.
So, wartet mal ganz kurz. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Nee, ich hab jetzt gerade mit Matze geredet. Also, sorry, ne? Aber das macht gar keinen Sinn. Wisst ihr, was die gerade machen wollten? Die wollten 1-7 wollten jetzt stürmen und mich als Schlüssel benutzen. Das macht doch RP-technisch keinen Sinn, liebes PD. Oder wer auch immer das gerade. Wer hat diese dumme Idee gehabt, mich jetzt da eine Maske drüber zu ziehen und nachdem ich verurteilt werde, muss ich ja ins Gefängnis. Das können sie nach dem Gefängnis machen, können sie mich gerne mitnehmen, nachdem ich die 180 Monate abgesessen habe. Aber die wollten mich jetzt gerade mitnehmen und mich als Schlüssel verwenden und mir eine Maske drüber gezogen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich meine, ist ja cool, wenn sie 1-7 stürmen wollen, aber doch nicht so. Hä? Doch nicht so. Das macht doch alles kaputt. Also ich finde, das macht sehr vieles kaputt, weil du kriegst, als, sorry, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der nach einer Verhandlung aus dem Gefängnis rauskommt, eine Maske drüber, aus dem Gerichtssaal rauskommt mit einer Maske, die ihm drüber gezogen wird vom PD oder von den Marshals und dann geht's ab nach Hause und dann wird alles dort durchsucht. Das macht doch rein theoretisch keinen Sinn. Also ich mach gar keinen Sinn. Ich habe das jetzt gestoppt, weil ich mir gedacht habe, nee, Alter, da spiele ich nicht mit. Dann soll sie das richtig machen, aber doch nicht so. Das hat doch keinen Anhaltspunkt. Dann sollen sie mich doch die 180 Monate einfach, ich weiß nicht, oder im Gefängnis sollen sie mich dort besuchen gehen und sagen, ja, komm, wir fahren jetzt darüber, da kann ich ja eh nichts machen. Aber das ist doch, also sie wollten mich als Schlüssel jetzt benutzen, das ist komplettes Auspowern. Das ist doch scheiße, ich kann doch nichts machen. Nee, also das ist Schwachsinn. Ich chäme mich jetzt einfach selber ein und gut ist. Werden jetzt sicher einige mad sein, aber dann sollen sie ja das richtig. Hätten sie mir nicht die Maske aufgezogen, hätten sie es höchstwahrscheinlich eh durchgezogen, ne? Was aber, ich finde halt, RP, der nicht null Sinn gemacht hat. Da sollen sie mich halt einsperren dafür und rüber. Aber das hat halt gerade das ganze RP überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Sorry, Jungs und Mädels. Tut mir echt leid, ich habe das jetzt einfach abgebrochen. Hab schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt bei denen. Ja, jetzt ist halt die Frage, was war jetzt mit mir? Soll ich mich jetzt einfach einknasten gehen oder was mache ich denn jetzt mit meinem scheiß Anzug? Weil die wollten mich jetzt halt als Schlüssel benutzen, dass die überall rein können bei 1-7. Als Schlüssel wollten die mich jetzt benutzen, wenn ich hier festgenommen wurde, was ja nichts damit zu tun hat. Ich wurde ja nicht mal wegen irgendwas angeklagt oder so. Wenn sie einen Durchsuchungsbefehl haben, können sie das ja machen, aber dann sollen sie mich nicht als Schlüssel benutzen, wenn ich eingeknastet werde für was ganz anderes. Hä? Wo ist da der Sinn? Das macht keinen Sinn. Nee, und das ist, also ganz ehrlich, da haue ich jemanden auf den Poppes für. Wer auch immer diese Idee hatte, der kriegt auf den Poppes von mir. Den Staatsanwalt oder wer auch immer dieses Ding geschrieben hat, ich weiß nicht. Aber jetzt schauen wir mal, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt hier einfach... Jetzt weiß ich halt nicht, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt ist das ganze RP für nichts. Aber es muss ich jetzt... Das ist jetzt wieder on-stream, darf ich wieder so klären. Ja, kann ich mal schauen, was ich jetzt mache. Die Frage ist halt echt jetzt, was wir jetzt machen, weil jetzt ist halt das ganze Szenario im Arsch. Soll ich jetzt einfach, weil ich kann jetzt nicht einfach da hingehen und sagen, so lala, ich bin wieder da, pipapo. Dann fahren die mit mir da hin und machen dasselbe. Also, hä? Ja, aber wie soll ich das jetzt fortsetzen, das RP? Das macht doch keinen Sinn. Das ganze RP-Szenario macht gar keinen Sinn mehr. Ich meine, ich kann mich da jetzt hinstellen, dann bin ich halt wieder da und sage, ja, ich bin raus, aber dann machen sie mir wieder die Maske drüber. Sagst du dir die Marge, da kann ich jetzt im RP nicht. Ich bin jetzt einfach rausgegangen, um zu gucken, wer mir diese Maske aufgesetzt hat, weil ich das klären wollte, warum die mir eine Maske aufsetzen, weil ich konnte halt nicht mehr reden, nichts mehr sehen. Weil ich glaube, du kannst auch nicht mehr reden, wenn du die Maske auf hast, ne? Das ist ja das Problem. Ja. Ich stelle mich aber jetzt hier hin und bin aber wieder da und warte hier. Da, wo ich die letzte Mal die Maske auf hatte, warte ich einfach hier drin. Aber ey, die sollen halt, weißt du, wenn, dann sollen sie halt richtig machen, doch nicht so. Warum verkacken die das so? Ich verstehe es nicht, Jungs. Und das on stream, das ist doch peinlich. Das ist doch peinlich für alle, die gerade zugucken. Wenn man das so verkacken kann. Als PDler jemanden eine Maske drüber ziehen. So gesehen entführen, nach einer Verhandlung, nachdem du ins Gefängnis kommen solltest. Und dann wollen sie dich als Schlüssel verwenden. Für was das gar nichts mit deinem Fall zu tun hatte. Für das du eigentlich in den Knast kommen solltest.
Also ich verstehe das nicht mehr, Jungs. Ich verstehe es echt nicht mehr. Weißt du, die können, weißt du, ich habe ja schon gemerkt, die machen irgendeinen Scheiß, die können das ja anständig machen. Ich bin noch nie aus einer Situation rausgegangen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt, das spiele ich jetzt, da breche ich jetzt das AP ab. Ich wusste von der Aktion nichts. Ich habe einfach abgebrochen, weil ich gemerkt habe, okay, die spielen nicht fair. Die machen irgendwas, was nicht fair ist. Und jetzt muss ich überlegen, was ich jetzt mache, weil jetzt das AP im Arsch ist, ne? Aber egal, wir warten und wir klären das später, aber ob sie mir jetzt noch als Schlüssel verwenden wollen, ist halt die Frage. Nee, das ist halt, also die Aktion, das hätte man so viel besser machen können. Weißt du, sie hätten das ja so machen können, wir hätten ja von gar nichts gewusst, so null Wind bekommen. Die hätten mich ja einfach rein theoretisch einsperren können, 180 Monate, und dann hätten mich die ja rausholen können, aus dem Knast, als Beispiel. Hätten sie ja vorne warten können, aber ich bin ja verurteilt, ich muss ja in den Knast. So gesehen, ich bin ja verurteilt, als Verurteilter komme ich in den Knast und dann gehe ich nicht noch irgendwo hin mit und, muss dir irgendwas geben oder so. Ach stimmt, wo die zwei Cops mit den Taser waren, ja. Aber da, ey, da war ich auf 180. Heute bin ich ja nicht auf 180. Ich verstehe nur gerade die Situation nicht mehr. Aber so gesehen kannst du halt nur noch dich reinzwingen. Ich warte jetzt hier einfach, was los ist. Ich sitze jetzt hier und warte, bis ich abgeholt werde. Aber soll die jetzt klären, was die machen? Wie sich wieder auf den Pop ist davon. Das Problem ist, ich darf mir dann wieder anhören, du kannst dich verlieren oder sonstiges, aber ich will halt einfach, dass die Leute faires RP spielen. Ich will einfach, dass es fair bleibt, dass die Leute einfach nicht irgendwie Sachen nehmen. Weil sonst, weißt du, das Ding ist, diese Masken sind ja für die Crime Star. Die Maske ziehst du dem ja auf, dem Bre. Die Maske kriegst du am Schwarzmarkt, so gesehen. Ne? Und das heißt, das PD muss also zum Schwarzmarkt gefahren sein und eine Maske gekauft haben und dann überziehen. Das macht halt, finde ich, wenn ich ganz ehrlich, RP-technisch keinen Sinn, wenn du jemanden eine Maske drüber ziehst, von dem Schwarzmarkt, die dort gekauft hast, was eigentlich ein Crime hat. Da können wir gleich anfangen, dass Polizei mit P90 rumballert. Können wir auch gleich mit anfangen. Dann kommt Polizei mit P90 um die Ecke, haben wir dasselbe Thema. Macht auch keinen Sinn. Aber ja. Ich warte jetzt. Ich warte die ganze Zeit hier im Raum drin. Hier vorne warte ich die ganze Zeit. Ja. Mir wurde gesagt, Sie haben Kopfschmerzen gehabt auf der Fahrt? In der Tat, weil ich eine Maske drüber gezogen bekommen habe und nichts mehr gesehen habe. Ah, okay. Dann würde ich Sie jetzt einmal noch mal in Handschellen setzen. Und, ja, natürlich. Dann geht's gleich wieder los. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich schaue es mir jetzt einfach an. Auf, aber ich werde nicht diese Drecksmaske aufsetzen. Schau, was passiert. Steht hier. Ich helfe Ihnen einmal hier in das Fahrzeug rein. So, mal die Tür mal auf. So. Schneide es noch einmal an. So. Und Tür dazu. Das ist einfach Einsatzfahrzeug drin. Oh, nett, vergessen. Hast du sicher selber noch irgendwie so ein Tuch, was du sonst mit Augen schnüren könntest? Der nächste, der will mir ein Dings vor die Augen hauen. Basel am Rinn! Basel am Rinn, rechtlich gesehen würde ein Hausdurchsuchen nur während einer U-Haft und vor einer Verhandlung was bringen. Nach der Urteilsverkündung ist das rechtlich nicht möglich. Und wenn es gemacht wird, kann man nichts vor Gericht verwenden. Das ist mir die 100 Euro wert. Dankeschön, Basel am Rinn. Ja, das denke ich mir halt auch. Es macht auch keinen Sinn. Das machst du doch vor einer Urteilsverkündung. Es macht halt keinen Sinn, RP-technisch. Das ist genau das, was ich meine. Da habe ich ja gesagt, dass das ganze Thema, wenn die mich jetzt da hinfahren, ist Bullshit. Weil sie können zwar eine Hausdurchsuchung beantragen, das ist ja okay. Aber doch nicht, wenn ich halt verurteilt wurde und in den Knast muss. Ich wurde ja schon verurteilt, hä? Alter, Basel am Rinn, dankeschön. Oh, Amri. Basel am Rie oder Rü. Schau mal, was jetzt passiert. Warum keine Kennzeichen? Weiß ich auch nicht. Einfach so. Wenn die keins haben. Aber ich schau jetzt, was die machen. Ich werde mich einfach weigern, dann Schlüssel zu verwenden. Ich schau jetzt einfach, was passiert.
Aber ich bin jetzt rausgegangen. An sich, der Grund, warum ich eigentlich rausgegangen bin, war wegen dieser scheiß Hallo? Bitte? Aber wir warten ab. Wir warten. Mhm, okay. Die neue Cram, ja, sie machen halt Unfug, es macht halt keinen Sinn. Wie ich halt gesagt habe, ich habe ja kein Problem, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, können sie mich ja einpacken und wir fahren hin. So, weißt du, das ist ja okay. Das macht ja Sinn, aber nicht nach der Verhandlung, Gerichtssaal und ich fahre dann den mit und muss das Haus aufmachen. Mein Gott, das verstehe ich nicht, warum manchmal das PD so lost ist. Ich meine, im letzten Stream habt ihr gesehen, was da passiert ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es das PD war oder ich weiß ja nicht. Es waren ja nicht alle, es wird irgendeiner die Idee gehabt haben. Und die anderen werden gesagt haben, ja passt schon, das ist ja nicht immer das ganze PD, das ist nicht immer die ganzen Marshals. Irgendeiner wird diese tolle Idee gehabt haben, die anderen haben gesagt, ja finde ich gut so. Aber rein RP-technisch macht es halt null Sinn, das wollte ich halt nur sagen. Dasselbe wie letztes Mal, ich war beim PD. Letzter Stream. Geiselnahme, zwei Geiseln. Das PD hat die ganze Zeit versucht, einfach die Leute hops zu nehmen. Und ich hab die ganze Zeit versucht, dass wir die Geiseln safe rauskriegen. Und da verstehe ich dann auch nicht. Niemand hat freigemacht den Juve, obwohl gesagt wurde im Funk, bitte mach den Juve frei. Ich war gefühlt der Einzige, der am Straßenrand stand und extra für den Juve freigemacht hat und gefragt hat, was das für eine Scheiße ist. Und was ist passiert? Ja, zwei Geiseln tot. Weil sie den Juve nicht Platz gemacht haben. Und sie haben aber ausschließlich gesagt, mach den bitte Platz beim Juve. Keiner hat's gemacht. Das ist wieder dasselbe Thema so. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach mitdenken können. Mach das doch dann, wenn es auch fair gegenüber den Spielern ist. Mach das doch dann, wenn ich aus dem Gefängnis draußen bin. Oder mach das vor der Verhandlung. Wäre ja auch kein Problem. Aber nicht nach der Verhandlung, wenn ich in den Knast muss. Weil dann bin ich ja schon im Auto drin. Ich kann ja nichts mehr machen. Verstehe es halt nicht. Aber wir schauen jetzt, was passiert. Ich verstehe es halt selber nicht, was die vorhaben. Aber und dann auch nicht eine Maske drüber ziehen. Ich brauche, Leute, bitte gebt mir ganz viele Taschentücher für heute für mich. Ich reg mich gerade so auf drüber. Ich brauche bitte ganz viele Taschentücher im Chat. Ich heule schon gleich. Und braucht man, wenn ich den Beschluss für die Suchung... Ja, die werden das schon haben. Die werden sicher einen Durchsuchungsbefehl haben. Aber es macht doch keinen Sinn, wenn ich im Knast bin, dass ich dann mit ins Haus muss. Sie können das auch machen, die Durchsuchung, wenn ich halt nicht da bin. Wenn ich im Knast bin, können die ja auch durchsuchen. Wisst ihr, was ich meine? Können sie ja immer noch machen. Ich verstehe es halt nicht. Warum muss ich da mitgehen? Warum wollen die mich einpacken und das Schlüssel benutzen? Danke für die Taschentücher, lieber Chat. Liebe geht raus. Aber ich bin nur rausgegangen wegen dieser Drecks illegalen Binde vor den Augen. Die haben mir einen Sack drüber gezogen. Einen Sack habe ich drüber bekommen. Schon wie diese Dudes. Das ist einfach... Ja, nee, alles okay. Wir schauen schon, was los ist. Warum hast du mir eigentlich auf TikTok kommentiert? Ja, warum nicht? Ich schaue ab und zu mal auf TikTok vorbei. Ja, nein, ist hübsch geworden. Dankeschön. Thomas Seger, vielen, vielen Dank. Das nervt. Ja, es könnte halt wenigstens fair sein, ne? Vor allem, ich finde es ja krass, wie ich direkt bemerkt habe, dass irgendeine Scheiße abläuft. Weil die mir die Maske aufgezogen haben. Ich habe gemerkt, okay, die bauen jetzt wieder irgendeinen Scheiß. Ich dachte schon, entweder irgendwer metert oder irgendwer... Weil irgendwas war ja vor, ne? Irgendwas hatten die vor oder wir hatten was vor. Und dann habe ich die Maske drüber bekommen. Ich habe gesagt, nee, komm. Niemand bekommt eine Maske drüber gezogen. Niemand. Nachdem er aus dem... Oder habt ihr schon mal jemand aus dem Gericht gehen sehen mit einer Maske drüber? Das Einzige, was ich kenne, sind diese Spuckmasken. Wenn jemand anfängt zu spucken, ziehen die eine Maske drüber. Also so eine durchsichtige, wo du noch durchgucken kannst, damit du jemand nicht anspucken kannst. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand aus dem Gerichtssaal rausgekommen ist mit einer mit einer kompletten Maske drüber gezogen, dass er nichts mehr sehen kann. Aber schon was passiert jetzt. Ich bin überrascht. Ich lasse mich überraschen. Was ist Füßler? Whole Homeland. Ja, Homeland ist ja schon eingeschaltet. Das verstößt auch gegen das Regelwerk. In L.A. und Österreich ist verboten, ja. Danke, Carsten Wunder. Jonas Schünemann, guten Abend. Geiler Stream. Dankeschön. Mach mal Schokozuckerl an. Kannst du sagen, ich muss mal auf Klo? Schokozuckerl. Nee, mach jetzt keinen Schokozuckerl an. Bitte nicht. Pinke lila Haare als Staatsanwalt würde ich nicht ernst nehmen, denn du. Nee, der war doch nett, der Staatsanwalt. Rumpe? Ja. Ich werde sie nun einmal aus dem Fahrzeug setzen und einmal zu den Marshals übergeben, ja? Ja. Alles klar, Achtung. Jetzt ein Grund, warum ich nicht ins Gefängnis komme? Da kommen sie, ja. Kommen wir ins Gefängnis oder machen wir jetzt? Okay. Sie fahren jetzt ins Gefängnis. Also machen wir jetzt. So, setz sie einmal wieder ins Fahrzeug rein. Danke. Achtung auf den Kopf, bitte. Wollen wir rollen? Ja, warten wir mal Paket ab. Rollt.
Vor allem, ich weiß, die planen das sicher schon monatelang, ne? Die planen das 100 pro schon monatelang, aber dass keiner auf die Idee kommt, dass es RP-technisch keinen Sinn macht, ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es nicht, Bruder. Also ich weiß, das ist jetzt dumm gesagt, ich habe denen jetzt sicher das RP kaputt gemacht, hundertprozentig, aber wisst ihr, was ich meine so? Die haben monatelang das sicher geplant gehabt, haben nur darauf gewartet, dass ich halt, also monatelang, halt wochenlang, weil ich ja halt schon diese Akte hatte, weil irgendwer musste das geplant haben, ne? Aber das dann, ich verstehe nicht, dass man sich überlegen kann, ob das Sinn macht oder nicht, aber es macht halt keinen Sinn. Und jetzt, ich weiß nicht, warne ich mich jetzt hin oder nicht, ich weiß es nicht, wir schauen einfach, was der Tag bringt. Aber wenn er mich benutzt wie der Schlüssel, ich mache ihm nicht die Tür auf. Er kann mich nicht zwingen, dass ich ihm die Tür aufmache. Wir haben einen Heli über uns. Ja, ich weiß nicht, ob das unser Heli ist. Ja, fahren wir jetzt rein oder nicht? Sieht aus wie privat von mir, für mich. Schauen wir mal. Grund der Höhe nicht genau identifizierbar. Ja, ich würde ja sonst gerne jetzt mal zu 1-7 schauen, was die machen. Aber schauen wir mal, ob die es jetzt machen oder nicht. Aber das ist alles ist kaputt gerade. Wollten sich auf den Weg machen, mehr Infos habe ich nicht. Ich finde es aber auch nicht fair, einfach zu lieben und damit alles zu zerstören. Ja, weißt du, was das Problem ist? Privat, anders privat, lernen okay. Die es nicht. Das ist das Problem. Ich lasse das oft ja, schau mal, oft passieren Sachen, da sage ich gar nichts mehr drüber. Ich lasse es dann einfach, aber ich merke, die Leute schießen trotzdem. Ich habe letztes Mal mit Karl-Heinz ein Video aufgenommen. Nee, nicht als Karl-Heinz, als was anderes habe ich ein Video aufgenommen. Was passiert beim Juve? Es wird wieder auf die Reifen unnötig geschossen. Und da sage ich schon gar nichts mehr. Aber es geht halt darum, ich will halt, dass es gegenüber Crimes und PD fair bleibt. Und es ist halt nicht fair, wenn du halt in einer Verhandlung bist und du kannst eh nichts machen, eine Maske drüber gezogen bekommst, was auch rechtlich gesehen sie gar nicht dürfen. Und dann rechtlich gesehen mich auch nicht mal dorthin bringen dürfen. Die müssten mich ja ins Gefängnis bringen. Sie können mich ja nicht einfach dort einpacken und sagen, so, ich zwinge dich jetzt mit dem Schlüssel, musst du jetzt da rein, weil sie mich jetzt gefangen haben. Was auch mit dem ganzen Fall jetzt zu tun hat. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist ja das Problem, was ich sehe. Das ist einfach, in meinen Augen ist es halt Power. Es ist für mich Power-RP. Das ist halt, macht halt keinen Sinn. Es macht Sinn, wenn sie mich nach der Verhandlung, ich meine nach der Ding holen. Im State Prison. Ja, kenne ich. Weißt du, wenn du nach dem State Prison rausholen, ist okay. Dächer, kein Problem. No Problem, aber dann auch ohne Maske. Ich kann ja eh nicht funken. Weißt du, ich kann ja weder funken noch kann ich telefonieren. Warum eine Maske? Dann bringen sie mich rüber und gut ist. Das meine ich halt. Dann sollen sie das so machen. Aber nicht mit unfairen Mitteln, dass ich eine Maske drüber ziehe, dass ich eigentlich ins Jail müsste und die mich dann da drüber ziehen, weil ich halt gefesselt bin wegen einem ganz anderen Fall. Das kannst du ja nicht machen. Das meine ich halt. Und es soll halt, ist jetzt kein Disrespect an Pedila oder an Ding, aber es ist, im Team ist es mittlerweile so, dass wir schon gesagt haben, man merkt, dass manche Leute mittlerweile nur noch drauf aus sind zu gewinnen. Und das habe ich letztes Mal wieder im Stream gemerkt, als dieser Juve war, wo ich beim PD war, wo alle Leute zugemacht haben, den Juve. Weil einfach das PD oder viele beim PD einfach, das egal ist, was, ob die Geisel da rauskommt oder nicht leben, die wollen halt einfach den Typen abknallen, der die Geisel genommen hat. Scheiß drauf, ob da zwei Geiseln draufgehen. So habe ich das Gefühl manchmal. Sind nicht alle, sind aber viele. Und das meine ich, das will ich halt nicht mehr, dass es so ist. Und deshalb bin ich auch einfach rausgeführt, habe gesagt, das lasse ich jetzt nicht durchgehen, weil ich lasse mittlerweile eh schon so viel durchgehen. Ne? Und das soll halt nicht so sein. Das soll halt fair für alle sein. Und das ist einfach nicht fair. Das ist kein Fairplay. Und das soll einfach für alle fair bleiben. Und ich fand halt das auch, was on stream war mit dem Scheiß auf die Geiseln, wir machen zu, war halt auch nicht cool vom PD. Und da war selbst ich beim PD drüben. Und ich merke selber, wenn ich beim PD drüben bin, dass sehr viel falsch läuft. Ich will auch nicht sagen, dass bei 1-7 alles rund läuft, aber es muss halt eine gewisse Fairness da sein. Und darauf schaue ich, egal ob es PD ist, egal ob es 1-7 ist, ich will, dass beide Seiten, Crime und PD, zueinander fair miteinander spielen können. Wenn das nicht vorhanden ist, haben wir ein Problem. So wie ja heute. Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht, ne? Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Mal ein Statement setzen, einfach mal nicht gefallen lassen und einfach mal sagen, Jungs, es reicht, macht euch mal Gedanken. Zum Beispiel dasselbe Problem hatten wir auch schon mal, Bankraub, wo die eine Geisel drin hatten, eine Geisel, und die Geisel musste mit dem Tresor ausräumen, das ist jetzt nur ein Beispiel, die musste den Tresor mit ausräumen. Und dann haben die gesagt, ja lass reinstürmen in die Bank, weil die Geisel gehört ja höchstwahrscheinlich eh dazu, weil die räumt ja mit aus. Dann habe ich aber gesagt im Funk, ja passt mal auf, Jungs und Mädels, was ist, wenn die Geisel gezwungen wird, das können wir nicht wissen.
Und hätte ich das in dem Moment nicht durchgefunkt, wenn die da reingestürmt und hätten da alle umgebracht. Inklusive der Geisel ist wahrscheinlich, ne? Das ist das Problem. Die machen Pläne oder überlegen nicht ganz. Ist das eigentlich legitim? Macht es Sinn? Oder macht es keinen Sinn? Und das musst du beim PD können. Du musst abwägen können, ob etwas RP-technisch Sinn ergibt oder nicht. Und für mich ist immer, wenn ich PDler bin, ich schaue zuallererst immer, dass es dem Opfern so gut wie möglich geht, also den Geiseln in dem Fall, ne? Und das machen leider sehr viele nicht, was ich schade finde. Warte, dass die wie 10 Menschen vom Weil das ist Part Nummer Uno. Schau, dass es der Geisel gut geht. Anlage geklärt. Aber ich hau nicht alle in einen Topf. Ich sag, es sind ein paar. Sind sicher ein paar Leute, die so denken mit dem, ich möchte mal gewinnen im PD. Und das ist problematisch. Aber ich glaube, da müssen wir einfach härter durchgreifen. Weil ich glaube, in letzter Zeit waren wir ein bisschen zu sachte mit den Sachen. Das soll halt einfach auf beiden Seiten verlaufen, bin ich halt der Meinung. Ich hau ja auch bei 1:7 auf den Poppes. Ihr wisst es gar nicht, aber ich glaube, die meistgebannten Spieler waren bei 1:7, die Scheiße gebaut haben. Das ist legitim so. Wisst ihr, was wir bei 1:7 gemacht haben? Wir haben bei 1:7, haben wir mit Absicht, jetzt kommt's, weil viele immer denken, ich beschütze 1:7 oder so. Wir haben bei 1:7 mit Absicht jemanden eine Falle gestellt, der selber bei 1:7 Mitglied war, weil wir den Verdacht hatten Frage auf Meta. Sind wir clear? Und der ist voll auf diese Meta-Falle reingefallen und wurde dann rausgebannt permanent. Weil wir bei 1:7 gesagt haben, okay, irgendwer metert in 1:7 drin. Wir schauen jetzt, wer das ist. Wir stellen jetzt eine Falle. Da waren, glaube ich, 3 Leute dran beteiligt. So. Und der Bree hat einfach wirklich gemetert, weil er hat die Information nur durch Meta erhaschen können, weil wir das nur gestellt haben. Es war eine Situation, die haben wir simuliert. Und dadurch wussten wir, okay, der Bree hat gemetert, den haben wir rausgebannt. Also so sind wir sogar bei 1:7. Wir schauen, dass bei 1:7 alles korrekt läuft. Weil ich habe auch keinen Bock bei 1:7, das wäre Meta. Ich kann es nicht weiter rauszögern. Und das machen wir halt. Weil immer so viele denken, bei 1:7 sind die Besten, da passiert nichts, weil da die Projektleitung drüber steht, aber es ist genau das Gegenteil. Ich schaue auf 1:7 mehr als über alle Fraktionen drüber, dass da alles korrekt läuft, tatsächlich. Das ist kein Scheiß. Da schaue ich wirklich drüber, weil ich keinen Bock habe, dass wir unfair spielt. Auch wenn man es nicht mehr glauben möchte, aber wir machen das. Also wir haben uns sogar bitte um den, Herrn erst wieder ausbannen müssen. So, Herr Rumpel, ich helfe mir einmal aus dem Auto raus. Finde ich schade, aber ist halt so. Aber wisst ihr, was ich meine? Fair Play ist Nummer Uno. Dürfen wir denn bitte einmal folgen? Na, jetzt schauen wir mal, ob die mich nach dem Gefängnis rausholen und ob sie mich dann... Wir laufen jetzt auf den Inhaftierungsbereich zu. Ob die mich dann rausholen aus dem Knast oder nicht, schauen wir mal. Hinterher. Aber ich glaube jetzt nicht, dadurch, dass jetzt alles durchgewurschtelt ist und keiner mehr eine Ahnung hat, was jetzt eigentlich los ist. Die Tür auf, Herr Rumpel. Aber schauen wir mal. Dann einmal hier mit dem Gesicht zur Wand. Ich werde sie einmal kurz abtasten, nicht erschrecken. Schwach, naja, ich glaube, das ist halt, weil jetzt alles außer Rand und Band ist. Jetzt weiß keiner mehr, was los ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch gar nicht, was die jetzt machen. Jawohl, ich weiß auch jetzt nicht, was die Marshes machen, ob die jetzt noch einen anderen Plan haben. Ist schon die Rechnung für die Verhandlungen seitens des US Marshes Service ausgestellt worden? 60.000. Also nur von der Staatsanwaltschaft, richtig? Ja, von Ihnen halt, US Marshal. Nicht Staatsanwalt, von Ihnen. Oder? Gehören Sie nicht zusammen? Es gibt extra Rechnung vom Marshal Service nochmal. Ach so, ja, bitte. Dann würde ich das mit dem Transport zusammen abrechnen. Muss ich 10 Transporter einzeln bezahlen? Es gibt eine komplette Gesamtrechnung, wären wir bei 30.000. Warum muss ich 30.000 bezahlen? 15.000 für die Core Security und 15.000 für den High-Risk-Transport, den wir mit Ihnen durchgeführt haben. Warum muss ich das bezahlen? Da der Transport in dem Bereich durchgeführt wurde, aufgrund Ihrer Bekanntheit und Ihrer Gefährdungsstufe, die uns vorliegt. Ja, aber dafür kann ich ja nichts. Macht doch keinen Sinn. So, Herr Rumpel, wenn Sie sich einmal kurz umdrehen würden. Ich bin ja so der Meinung, jeder soll doch dasselbe zahlen für den Transport, oder? Ja, da gibt es immer Unterscheidungen zwischen einem normalen Transport bei einem Kleinkriminellen, sage ich mal, und bei einem High-Risk-Transport von Personen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko. Sie gehören zu zweiterer Gruppe und weil die für uns mehr Aufwand bringen und somit auch mehr Kosten verursachen, das macht aber keinen müssen Sinn. Wir das für sie... Aber sollte es dann nicht eher der Staat zahlen anstatt ich? Macht doch keinen Sinn. Herr Rumpel, sie haben ja Angst vor mir, ich ja nicht vor Ihnen. Zu mir drehen. Ach so, ja, bitte. Was machen Sie? Mach nur noch mal ein paar aktuelle Fotos von Ihnen für unsere Datenbank. Ach so, nö. Das will ich nicht.
Der Bodycam sind sie eh schon drauf. So, Herr Rumpel, dann werde ich Ihnen jetzt einmal die Handfesseln abnehmen. Jo. Und dann anschließend für 180 Monate ans Gefängnispersonal überstellen. Die begleiten okay. Sie dann gleich in die Zelle. Super, dankeschön. Schönen Aufenthalt. Ebenfalls. Nummer 30.000 Rechnung bezahlen. Vielleicht holen die mich raus. Mal schauen. Mal schauen, was passiert. Power Pizza, Niklas und Max sind gekommen. Dankeschön, JKS. Damit kann Schandl dir gleich eine Packung Taschentücher holen gehen. Dankeschön, Bruder. Ich brauche die heute wirklich. Ich brauche heute ein. Also, ich werde heute. Nach diesem Stream werde ich mich ins Bett legen und werde die ganze Nacht durchheulen. Das weiß ich jetzt schon. Die werde ich benötigen. Danke, Bre. Deshalb danke an die ganzen Leute, die mir Taschentücher in den Chat schreiben. Schweigi. Also, ey, ich darf mit 100 Pro darf ich mir jetzt wieder was anhören. Ich merke es schon. Für die Aktion, die ich jetzt gebracht habe, dass ich gesagt habe, ich finde das nicht okay. Da will ich mir wieder so viele Sachen einfahren und anhören dürfen. Das wird richtig lustig. Habe ich richtig Bock drauf. Schweigi. BZW, was wieder Leute von mir halten und so weiter. Ich habe da richtig Bock drauf. Was habe ich bis jetzt verpasst? BS, feier dich echt und bin nur ein schneller Zuschauer. Schweigi, Liebe geht raus und du hast jetzt gerade eigentlich relativ viel verpasst, weil jetzt bin ich im Knast für 180 Monate. Ich hoffe, ich werde rausgeholt irgendwie. Hi, du kleiner Schlingel. Ja, auf den Namen falle ich nicht rein, Bruder. Den kenne ich schon. Den kenne ich schon. Max Hilgebrand, danke für 2 Euro. Thomas Hecker, danke für Sip werden. Katzen, TV, YouTube. Ich denke, du hast ein Tuch vor deinen Augen. Frag ihn, warum ihr in einem Parkhaus steht, ja. Die bleiben wir einen Schlüssel nicht, nee. Ich weiß auch nicht, was jetzt ist. Kannst du nicht sagen, ich mach dir die Tür nicht auf. Ja, rein theoretisch, es macht halt keinen Sinn. Also ich muss dann schon die Tür aufmachen, aber ich kann halt nicht gezwungen werden, so. Ich weiß halt auch nicht. Ozan und Kikwi, danke fürs VP werden. Saugut-TV. Und braucht man, wenn man nicht einen Beschluss hat für. Ja, die haben halt einen Beschluss jetzt wahrscheinlich. Ja, mal einen Beschluss. Höchstwahrscheinlich, aber halt, macht halt keinen Sinn. Warum machen sie es halt nicht danach, ey? Das wäre so geil gewesen. Ich hätte wirklich hier im Ding jetzt verbracht, wäre nicht das Problem gewesen. Hätten mich rausholen können und dann wären wir einfach hingefahren und dann hätten sie es locker durchziehen können. So ohne Maske, brauchst du ja nicht, fährst du hin und zack, sind sie drin. Ja, möglich. Oder sie hätten mich früher rauslassen können, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Wisst ihr, dann hätten die einfach sagen können, hier vom Gericht, dann kommt der Typ jetzt vom Gericht rein und sagt, hier, du bist jetzt im Gefängnis, wir entlassen dich frühzeitig wegen guter Führung. Naja, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass er ja sagt, ja, okay, wir machen das jetzt so, er kommt wegen guter Führung raus. Und dann hätten die mich einpacken können. Da hätte keiner was mitbekommen. Das wäre so geil gewesen, das wäre so geiles AP gewesen. Hätte so geil was draus machen können, meine ich halt, ne? Ach, das wäre geil gewesen. Schade. So, Floppy. Danke an Floppy 1:7 Vielen Dank. Vielen Darm. Angelo ist VIP geworden. Power Pizza ist VIP geworden. Niklas und Max sind VIP geworden. Vielen Dank. Du hast den 5 Euro Subchat nicht vorgelesen, Love. Von Lenchen. Linkern. Sorry, ist doch VIP geworden. Dankeschön. Sorry, Bre. Ich gehe mal kurz gucken. Oh ne, ich bin doch nur Admin, hab ich doch eingegeben. Steh nicht. Hab's doch eingegeben, Bre. Ich schau mal kurz rein, ob irgendwer auf mich wartet. Und dann reden wir mal mit den Jungs und Mädels. Ob da wer ist, weiß ich nicht. Schau mal, was ist denn da? Ah, falscher Raum, hoppala. Bin zu blöd für alles. Na, hallo. Besucherraum. Auch niemand da. Geil. Und ich habe auch nicht mal ein Handy. Die haben mir nicht mal ein Handy zurückgegeben, Leute. Ich kann nicht mal kontaktieren, gar nichts. Das heißt, wenn ich hier jetzt drin irgendwie abbrecken soll, weil ich kein Geld habe, ist das denn komplett egal. Schön. Das hätten sie mir wenigstens schon zurückgeben können. Haben sie aber nicht. Lenny fragt Charaktereinstellungen. Wie soll ich meine Charaktereinstellungen sehen? Damit die Leute einen Fake-Mark-Humpe nachbauen können. Bringt ja eigentlich eh nichts in GTA Online, gibt es die Haare nicht. Hatten wir schon mal. Wenn man die Haare nicht in GTA Online hat. Die Einstellungen bleiben ein Geheimnis für Mark Rumpe. Ja, geil, ich bin ohne Handy. Ich kann nicht mal meinen Kollegen anrufen. Ich kann gar nichts machen gerade. Pres. Gar nichts kann ich gerade machen. Niemanden anrufen. Ich meine, was soll man jetzt in der Zwischenzeit machen, Jungs und Mädels? Sollen wir probieren ausbrechen und einfach hoffen? Weil ich könnte es probieren. Ich könnte, aber ich habe ja kein Handy. Kein gar nichts. Ist ja eigentlich mein Recht, dass ich hier wen anrufen kann, oder nicht? Aber was soll ich jetzt tun? Ich will einfach darauf hoffen, dass wer kommt.
Ich kann aufs Dach gehen und schauen, ob da wer rüberkommt. Ich kann ja... Ja, komm, wir gehen mal aufs Dach. Ach, schau, wer da ist. Ich frag mal, ob er sein Handy dabei hat. Entschuldigung. Stehen bleiben. Hallo, ich hab sie gesehen. Sie müssen nicht wegrennen. Hallo. Ich hab sie gesehen. Ich finde, ich krieg mein Handy wieder. Ey, du brauchst jetzt gar nicht wegrennen. Ich hab dich genau gesehen. Hallo. Hallo. Bist du auch im Knast? Bitte? Ob du auch im Knast bist. Hast du ein Handy für mich? Das darf ich nicht machen. Ja, aber die haben mir kein Handy gegeben. Also ich kann niemanden mehr anrufen. Auch nicht mal ohne SIM-Karte. Theoretisch, wenn du mir die Anweisung gibst, du bist mein Boss. Hä, wie bist du da überhaupt reingekommen? No touching. Was no touching? Ich touch so viel ich will. Theoretisch also, darfst du mich nicht ansprechen. Das Problem ist, ich habe kein Homeland-Outfit. Ach so, du bist Homeland. Theoretisch gar nicht da. Ach so. Ich hab kein Outfit. Ach so. Deswegen bin ich hier als Kim Possible. Ach so, als Kim Possible. Ich müssen wir meine Zelle von innen sehen. Ein Skateboard haben sie sich wohl mitgegeben. Ja, mein Skateboard habe ich. Aber willst du mal meine Zelle von innen sehen? Kim Possible. Wie alt ist eigentlich Kim Possible? Ist das schlecht? Minderjährig. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Da bist du die erwachsene Kim Possible, das passt schon. Ja. Papi, meet me, can you meet me? Help me, beat me, you wanna meet me? Ah, das ist das Auto, was du sonst anhast. Ja, das ist, wenn ich Homeland mach. Na schön, toll. Passt doch super. Was sagst du zu der Aktion? Statement? Ich brauche heute Taschentücher, ich darf mir sicher was anhören, Leute. Nee, aber was sagst du zum Ding? Die haben das sicher wochenlang geplant und dann geht das so in die Scheiße. Ja gut, aber das geht halt nicht. Ja, es macht halt keinen Sinn. Rein rechtlich gesehen macht es doch keinen Sinn, wenn die sich mal ins Recht reinlesen. Du kannst auch niemanden verurteilen und dann gehst du mit dem nach Hause und sagst, du machst dir mal Schlüsseltür auf. Naja, du kannst schon mit ihm reden, aber du kannst es halt, wie sagt man, du musst es ja nicht auch, also du musst schon aufmachen, aber du kannst es verweigern, so quasi, ne? Was kann das ich? Bringt dir nichts. Du kannst es verweigern, aufzumachen. Nein, ich hätte schon aufgemacht. Ich glaube, hätten mir die Maske nicht angezogen, hätte ich ja durchgedingst. Ich glaube, hätten die das einfach davor gesagt oder so, oder danach, ja, dann wäre es ja kein Problem. Nein, aber es macht auch keinen Sinn, weißt du, sie können das doch machen vor der Verurteilung oder danach, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme. Das macht keinen Sinn, wenn ich halt verurteilt werde für was komplett anderes und dann wollen die mein Haus durchsuchen. Hä? Das macht man vor einer Verurteilung eigentlich. Aber ja, egal. Generell komisch, jemanden mitzunehmen, nur um irgendwas aufzumachen. Findest du es ist Power? Eigentlich? Nein, weil ich ja keine. Naja, ich habe ja keine. Nee, weil ich werde von einer RP-Situation in eine andere reingezwungen, wo ich nichts machen kann, weil ich bin ja da wegen was ganz anderem festgenommen worden. Ja, wegen der. Also, Sack über dem Kopf, ja. Aber ohne dem, du kannst es ja verleihen. Ja, ich konnte ja nichts machen. Ich hatte Sack über dem Kopf. Genau. Ich hatte keinerlei Fluchtmöglichkeiten. Die haben mich auch gefesselt und alles, was sie sonst auch nie machen. Hat's halt gemerkt. Ja, sie wollten halt. Sie wollten es unbedingt durchdrücken. Ja. Aber weißt du, ja, aus dem Grund habe ich gesagt, ich mache da nicht mit, weil das halt wieder so ein unfaires Ding ist. Ich habe einfach keinen Bock. Sie sollen es halt fair machen. Ich verstehe es halt nicht. Ist ja nicht so schwer. Ja, aber ich finde es halt generell komisch, jemanden mitzunehmen. Mit einer Maske drüber ziehen. Ich verstehe es halt nicht. Na, generell auch ohne die Maske. Ja, ich weiß, selbst ohne finde ich es auch komisch. Ich weiß. Aber das muss ja irgendwie geplant haben. Aber weißt du das? Aber dem gehe ich heute auf den Grund, wer auf so eine Idee gekommen ist. Das macht ja kein. Von vorne bis hinten macht das null Sinn so. Hast du schon? Ja, machen wir dann. Ah! Bitte sag mir nicht, es war Hobbs. Was Hobbs? Ich sag dir gar nicht, wer es war. Wenn es Hobbs war, dann lache ich. Weil Hobbs war letztes Mal. Ist im Urlaub, pass in den Ruhe. Hobbs! Ich brauche heute sehr viel Taschentücher und sehr viel Liebe. Viel Spaß, ne? Also, was machst du jetzt? Ja, ich weiß nicht, ich muss jetzt hier 3 Stunden sitzen und nichts machen. Also wenn du mich rausholen willst, wäre ich schon sehr dankbar für. Wie soll ich dich rausholen? Ja, du kannst mich doch rausholen, du bist doch Kim Possible. Komm. Ja, aber
Ja, zieh mich mit deinem... Kommst dann gleich wieder rein. Nein, zieh mich mit deinem Kampfhelikopter weg. Du bist Kim Possible, bitte. Ich hab kein Kampfhelikopter. Natürlich, du bist Kim Possible, du hast alles. Du hast auch so eine kleine Ratte. So ein Nacktmullaste. Nee, das war... Zeig mir deinen Nacktmull und hol mich raus. Also, das war dieser Freund, dann bin ich da mit dem Nacktmull. Warte. Ja, du hast einen Nacktmull. Willst du sehen? Das ist der Sound of a Spende. Warte. Da. Na komm, wir können ja zusammen, weißt du, du bist beim Ausbruch und ich mache dann einfach gar nichts dafür. Weißt du, was ich meine? Du bist irgendwie auszubrechen und dann... Weißt du, was ich meine so? Verstehst du? Nein. Süße. Ich hab gehört, du stehst über dem Gesetz. Stimmt das? Das stimmt, ja. Dann kannst du mich ja irgendwie rausholen, oder? Du aber auch. Also kannst du dich selbst... Nein, ich kann mich nicht selbst rausholen, das geht nicht. Ich kann nur zusammenbrechen auf ganz entspannt, wenn du das möchtest. Aber rausholen kann ich mich da selber gerade nicht. Aber du könntest das. Ne? Das ja, halt mich rausholen. Du bist ein Panzer oder sowas. Das ist impossible, du kannst alles. Mhm. Ja, oder so ein Kampfpanzer. Ein Kampfhelikopter. Du bist dann wieder reingeworfen. Hol Habubs Mutter. Die rollt über alles drüber. Ich glaube, die ist gerade Urlaub mit Hobbs. Ne, die macht wie in... Wie heißt denn dieses Anime nochmal mit diesen Mauern? Attack on Titan. Ja, genau. Attack on Titan. Da kommt dann Habubs Mutter durch die Mauer geschoben. Weißt du, was ich meine? Titan oder was? Ja, sie ist so ein fetter Titan halt. Die Gefängnismauer sind dann weg. Aber die frisst dich dann auf, du. Hä, was? Die frisst dich auf. Gefällt dir das? Aua, hallo! Was soll das? Ich hab jetzt Wunden! Der Popo, was ist schön da? Das ist doch ein gutes Ding. Ruf doch einfach mal das AMR. Ich rufe jetzt nicht das AMR, es riecht ein Zapferlinden rein. So, wollen wir ein Baby machen oder machen wir das später? Nein. Okay, dann holst du mich bitte raus. Guck. Was? Darkroom Studio hat geöffnet. Das ist super, fahr mal hin, komm, wir fahren zusammen. Na komm, wir fahren, wir gehen. Das schaffen wir gemeinsam. Das ist mein Freund. Siehst du da vorne? Jetzt ist er nicht mehr mein Freund. So, wir gehen weiter. Weißt du, es juckt auch keinen, dass wir hier oben sind. Das ist so lustig irgendwie. Aber ich kann mit dir nicht springen irgendwie. Du bist zu schwer. Also, du bist zu leicht. Stecken wir da fest. Ach, du bist zu leicht. Du bist ein richtiges Mädchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will hier runter. Kommt man hier irgendwo runter? Weißt du das? Du bist ja Kim Possible. Du kannst dich hier abseilen, oder? Wenn ich das mache, bin ich tot, ne? Na, ich mach das nicht. Was hab ich vergessen? Das Seil? Ich höre dich nicht. Du musst schreien. Ich hab Angst, ich will hier nicht runter. Ich fang dich auf. Ich brech mir alle Zehen, brech mir. Hallo, ich fang dich. Ah! Oh, Kacke. Du hast mich gar nicht aufgefangen, ich bin ja unten hingekommen. Du bist guck das so an. Schnell runtergegangen. Ich dachte, du springst nicht so schnell. Außerdem bist du da gesprungen, ich bin da drüben gestanden. Ja, immer bin ich hier in Sand rein und nicht hier auf dem Beton, das ist doch immer schon etwas. So, jetzt müssen wir uns aber rausschleichen, Kim Possible, komm, wir machen das zusammen. Kim Possible. Fliege. Du bist James Bond. Ich weiß, ich bin James Bond mit, wie heißen diese Schuhe? Ja, ekelhaft. Sind das nicht die, keine Ahnung. Wie heißen die Dinger? Diese, weiß schon. So, du musst mir jetzt irgendwie helfen. Wie komme ich da raus? Nein, nicht Crocs. Ich weiß nicht, wie du da rauskommst. Ja, du musst mir helfen. Ich will hier nicht drin bleiben. Ja, ich bleib hier sicher mach keine. Mach halt die Säge und raus mit dir. Keine Ahnung. Was? Ich habe keine Säge. Ich auch nicht. Ja, super. Warte, was kann ich dir anbieten? Eine Fernbedienung? Benzin? Ein Fernglas? Nein. Du könntest mir ein Handy geben. Dann habe ich keins mehr. Ja, aber ich habe gar keins. Ich kann eine Angel anbieten. Ich kann dich rausangeln. Was soll ich mit einer Drecksangel? Ich kann dich rausangeln. Wie rausangeln? Ein Fallschirm. Ja, Fallschirm wäre gut. Gib mir einen Fallschirm. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Danke. Wenn das funktioniert, dann gib mir bitte alle 10. Kommst du mit?
Komm her. Put, 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 put. Put, 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 put. Hauptsache, das durfte ich behalten. Ich verstehe es halt echt nicht. Warte, ich passe hier durch. Nee. Ach so, schlank bist du nicht. Ja, warte, ich bin eine kleine Pistazie. Ich passe da irgendwo durch. Da vorne irgendwo oder so. Ich bin eine Pistazie. Ich bin klein genug. Oh, hier ist ein Riesenloch. Da passe ich doch easy durch, oder? Warte. Ich bin zu schlecht mit dem Skateboard. Das ist das Problem. Nee, ich passe da nicht durch. Ich bin zu fett dafür. Ich muss irgendwo anders. Irgendwo habe ich mal durchgepasst vor kurzem. Hey, nicht schlagen, nicht schlagen, nicht schlagen, nicht. Du schlägst jetzt nicht. Da fährt wer. Ich sehe es. Ich bin eine Kampfpistazie. Ich passe durch jede Tür. Und durch jedes Tor passe ich durch. Ich mag Baklava. Oh, Baklava wäre jetzt schon was anders Geiles. Ja, wenn ich rauskomme, kriegst du Baklava von mir. Ah! Ich bin draußen! Ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Hä? Hallo? Ja, was hallo? Ich bin doch nicht so fett. Ich bin da. Da ist groß genug das Loch. Guck mal, ich bin eine riesengroße Pistazie. Scheiße, als ob. Ja, guck mal, da passt er locker durch. Sind sie selber schuld? Das war das Tor, wo man durchpasst. Super. Hast du durch? Ja, du bist fast durchgekommen. Du brauchst ein Skateboard dafür. Warte, hast du einen Fallschirm für mich? Hast du einen Fallschirm? Das wäre ganz lieb. Den habe ich dir gegeben, du Keck. Ah, danke schön. Glaubst du, ich schaffe das, dass ich hier mit dem Fallschirm runterspringe? Oder glaubst du, wird das dumm ausgehen? Ich habe schon mal eine Weste drüber. Ja, gut. Wenn ich unten aufkomme, hilfst du mir, okay? Dann holst du bitte einen Krankenwagen. Holst du einen Krankenwagen, wenn ich unten aufkomme? Danke. Danke. Huch. Hallo, ey, wie bist du da rübergekommen? Okay, Jungs, Mädels, es geht gleich los. Wollt ihr das wirklich sehen, Jungs? Wollt ihr das wirklich sehen, wie ich mich da runterhau mit dem Fallschirm? Das wird so schief gehen. Okay, Leute, macht noch ein Like, halt. Aufgepasst, der Ausbruch ist real, Leute. Der Ausbruch ist real. Einmal einen Like, halt, bitte. Das wird so schief, ich hab sofort drauf. Kim Possible hilft uns. Okay. Alle bitte ernst in Chat. 3, 2, 1, los! Ja, scheiße gelaufen, sagt man auf gut Deutsch, gell? Ich habe aber die Reißleine direkt gezogen. Das hat nur ein bisschen gebraucht. Oh, es war doch etwas zu nieder, glaube ich. Ja gut, das ist natürlich jetzt sehr blöd. Das ist jetzt natürlich, Soll ich jetzt einen Krankenwagen rufen? Ist die Frage, soll ich einen Krankenwagen rufen? Ja gut, ich habe keinen Krankenwagen. Ich habe schon einen Krankenwagen gerufen. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber eh besser als 180 Minuten im Krankenhaus zu verbringen, ne? Kim Possible hilft uns da schon. Kim Possible. Ja, Leute, das passiert. Das ist natürlich super. Aber hey, immerhin, wir haben es probiert, okay? Jetzt wissen wir fürs nächste Mal. Bre, das funktioniert nicht. Walla, der hat nicht geschmeckt. Hast du das Notband betätigt? Hallo? Notfallarmband ausgelöst. Okay. Und hoffentlich kommt da jetzt jemand. 180 Minuten Krankenhaus ab. Ich frage mich, was die jetzt machen. Glaub ich, die checken das, dass ich im Krankenhaus bin? Im Gefängnis bin? Ich weiß nicht, wie ich, weil ich außen bin, ne? Ich lieg ja außen. Ich krieg eine Gesäßmassage, ja.
Kannst du die ausbrechen, wenn die Zeit hat, obwohl die eigentlich schon, ich weiß. Zur Mundbeatmung. Das wird jetzt lustig, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Wir schauen mal. Auf 3.0 die Türme höher. Ja, fühle ich, Nico. Das wäre natürlich toll. Danke für die Streams. Bin seit ca. 10 Jahren stummer Zu- und begeisterter Nachschauer. Vielen Dank an, was? Rich in One? Dankeschön. Ich hoffe, das heißt wieder nichts Blödes, dass ich jetzt irgendwas Blödes vorlese. Nee, Rich in One, vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Robin steckt heute Taschentuch-AP für mich. Ja, sowas von. Der Beißer, danke für den Euro. Magma-Toast. Gibt es irgendwie mal ein Video, wo Homeland komplett vorgestellt werden kann? Was? Das komplette Homeland-Team oder was? Haben wir gerade nicht, ne? Vertix, danke für die Taschentücher. Liebe geht raus. Vielen Dank. 5,99 fürs Taschentuch. Phil Maurice, danke fürs Resubben. Vielen Dank. Haut raus. Fallschirm auf 3.0 früher auslösbar machen. Das ist genau für solche Sachen nicht so schlecht. Ey, aber wie ich noch den gezogen habe, der ist ja unten zugegangen. Habt ihr das gesehen? Wie der einfach zugegangen ist, der Fallschirm? Richtig assi. Ich guck mir das nochmal an. Gucken wir uns das gemeinsam an, liebe Schnecken. Ja komm, gucken wir uns das mal gemeinsam an, ja. Fensteraufnahme. Jawohl, Schneckchen, gucken wir uns das mal an. Schau mal, wie schön das ist. Schau euch das mal an, dieser wunderschöne Moment vor 2 Sekunden. Ich habe mich so gefreut, hier war der Like-Hype und dann... Hier, meine Damen und Herren. Also wo ist hier richtig dumme Musik? Oder hier, Ich habe noch gezogen. Hat es gesehen? Ich habe ihn gezogen. Oh yeah. Hör ich das an. Guckt euch das an, wie ich ihn noch gezogen habe. Da war er dann dran, so zack. Und gezogen direkt danach. Ich habe ihn direkt danach gezogen, wie er aufgeht. Er war schon offen und dann so, nö. Du bist gleich auf dem Boden, ich mach wieder zu. Hier ging es schon wieder zu. Habt ihr gesehen? Und zack, gleich am Boden. Vor allem, wie er sich einfach wegtippet hat, ne? Guck. Auf einmal war der weg, der falsche hinten. Guck. So, puff. Ja. Geil, Bruder. Realistische Fallschirm-Engine. Auf 3.0 confirmed. Meine Damen und Herren. Ja gut, ich habe gewusst, dass das sicher dazu kommen wird. Das war so klar. Aber ey, lieber im Krankenhaus ein bisschen Zeit verbringen, als im Gefängnis, wo keiner ist. Beim Gefängnis war gerade niemand. Es kann zu Wartezeiten kommen. Ja, super. Dann gehen wir ein bisschen tanzen hier. Upp, mach die Robbe. Opala. Mach die Robbe. Ein bisschen warten noch. Also jetzt liege ich aber. Ich hole mal was zu trinken. Ich bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit ein bisschen krank, außer bitte zum Mitschauen, ne? Pissen muss ich auch noch.
Nja, 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 nja. Nja. Nja, 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 nja. Bin ich wieder da. Oh, in der Zwischenzeit nichts passiert, das ist toll. Ah. So, schauen wir mal, was jetzt passiert nach dem Krankenhaus. Ich kriege sogar Zapferl heute noch. Die Leute Zapferl reinschreien. Wir brauchen so ein Zapferl. Jo, bitte. Geh so bitte ein Zapferl. Im Blut und mittlerweile seit 6 Monaten. Lol, seit wann kann man ausbrechen? Ja, Bruder, ich mache das Unmögliche möglich. Ja. Nimm die Ausrede, dass du mit dem Fallschirm geflogen bist, gegen den Turm. Ja, es, also irgendwie muss ich mir was einfallen lassen. Ich glaube, ich werde halt zurückdepet dann ins Prison, ne? Ist halt die Frage, wie wir das machen. Ja, das ist wirklich die Frage. Ja, und Zapferl-RP, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Danke, Robert, fürs Zapferl-RP. Morgen dann wieder dermaßen cooles Zapferl-RP des Grauens. Ja, wart mal ein bisschen, gell? Wart mal. Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ja, warte mal. Füße 10, also wir können uns das theoretisch unterhalten. Warte mal, halt mal. Das ist gerade eh wurscht, gerade eben nichts. Was können wir in der Zwischenzeit machen? Der ist mal auf den Zaun springen. Ja, man darf leider nicht auf den Zaun springen. Weil laut RP Zäune unüberwindbar sind. Wobei mit dem Fallschirm, ja, weil du halt, das macht halt RP-technisch keinen Sinn. Also steht auch in der Regel, du darfst halt nicht über Zäune mit, na, mit Stacheldraht drüber springen. Das wird keinen Sinn ergeben. Rein theoretisch hätte ich auf den Zaun landen können, ja, aber das ist halt nicht legitim. Weil ich glaube, wenn du in Real Life auf so einem Stacheldraht landest, Bruder, du wirst dir so alles aufschneiden, da bist du direkt tot. Das ist besser, du landest unten in der Wiese. Wär mir persönlich lieber, als auf dem Stacheldraht zu landen, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Oder wer von euch würde gerne auf dem Stacheldraht landen, anstatt auf der Wiese? Keine Überlebenschance, Bruder. Und dann auf der Stange, Alter, da brichst du ja alle Knochen. Genau auf der Stange drauf. Und dann haut sich wieder zurück ins Gefängnis. Ja, warten wir mal ab. Was können wir in der Zwischenzeit machen, Jungs? Ich weiß nicht. Weil Krankenhaus braucht heute lange, Anfahrt braucht lange anscheinend. Haben wir irgendwas, was wir machen können in der Zwischenzeit? Auf Steam? Ich habe ja sehr viele Spiele mehr geholt in der Zwischenzeit, genau. Wenn irgendwas, ich könnte Sutton Market spielen. Also ein Spiel, wo du in den Supermarkt klauen gehst. Das ist einfach voll dumm eigentlich. Das wäre eine Möglichkeit. Only Up, das leckt zu viel, glaube ich. Wenn ich das jetzt zocken würde, in der Zwischenzeit. Was habe ich noch? Ich habe jetzt extra nämlich sehr viele Spiele installiert, ne? Ich habe auch wieder fast bevor wir installiert. Was habe ich noch installiert, alles? Beam and Chi habe ich installiert, genau, aber das wird zu viel Leistung ziehen im Hintergrund. Escape the Backrooms will ich noch mit Andel zusammenspielen. Ich mach mal kurz dieses Sudden Market an. Das interessiert mich. Ich habe das noch nicht einmal gespielt. Schau mal ganz kurz, wie das ist. Startet durch, ja. Startet tatsächlich durch. Oh, das leckt. Uiuiui. Hat ganz kurz geleckt. Press any key. Ja, ich würde gerne diese schreckliche Musik ausmachen.
Danke, Bruder. So, Language, Deutsch. Yes. Einstellungen schließen. Passt. Wir können das in der Zwischenzeit spielen. Dann mach ich kurz. Warte, wie haben wir das letzte Mal gemacht? Spielaufnahme. Machen wir dann den Sudden Market. Und Spielaufnahme 2 machen wir dann Real Life Online einfach. Dann können wir das hier oben so ein bisschen mitgucken, was in Real Life Online passiert. Erstes Einkaufen. Ich verstehe, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Wir spielen das einfach mal. Tutorial. 21 Produkte zum Sammeln. Das ist halt wirklich ein Einkaufssimulator. Ich krieg da eine Liste. Oh, jetzt sieht er die Liste nicht. Na toll. Wartet mal ganz kurz. Nee, das ist falsch. Fensteraufnahme? Nee, die will ich nicht. Na, die hier. Wo tun wir die denn hin jetzt am besten? Na. Machen wir die ein bisschen kleiner hier oben hin. So, dann stört's auch nicht so. Dann stört's auch nicht so. Gut. Das ist ein Einkaufssimulator. Wir bummeln einfach mal. Ich brauche Wassermelonen. Oh, ich habe einen Einkaufswagen, wie cool. Ja, gehen wir mal da rein. Ich brauche Wassermelonen. Muss man die klauen? Ich verstehe. Ist das einfach. Ach so, da läuft eine Zeit mit. Okay, Waffeln. Wo sind hier Waffeln? Oh nee, ich höre das Reis. Wo ist Reis? Waffeln. Ich habe keine Ahnung. Biscuits. Keine Waffe. Ich werde das. Ich habe noch 25. Achso, 10 Minuten habe ich Zeit. Okay. Wo ist hier der Reis? Was ist das? Ah, hier. Nee, Haselnüsse. Bin blind. Ja, das ist das perfekte Spiel für mich. Finde Sachen im Supermarkt. Ja, ich finde halt echt nichts. Walnüsse. Aber warte, ich brauche Walnüsse. Wo sind denn die jetzt? Da waren doch gerade die Nüsse irgendwo. Ist doch Hazelnut, oder? Nee. Hä? Wo sind Walnüsse? Bruder, ich will doch nur einkaufen gehen. Was ist das? Mandeln? Pistazien? Ja. Wir haben alles nur keine. Ich brauche hallo Walnüsse. Ah, hier sind sie. Ich gucke überall nur hier nicht. So, Soda mit Orangengeschmack. Wo ist hier die Soda mit Orangengeschmack? Hier gefunden. Da bin ich gut drin. Gurken? Hä, was ist das denn? Sammelprodukte. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich hab mir das irgendwann mal gegönnt, weil ich gedacht habe, ah, cool. Okay, Spacebar. Ah, da bin ich schneller. Ah. Okay. Ah, ich habe noch eine Orangensaft-Limo vergessen. Sorry. Eine nehme ich noch. So, Reis. Wo ist denn der Reis? Und die Gurken und die Waffeln brauche ich noch. Dann komme ich hier nicht durch. Excuse me. Ja, was ist das denn? Kann ich hier nicht mehr durchfahren? Ist ja geschlossen. Wollt ihr mir sagen, es ist alles hier zu finden und ich bin einfach zu blöd dafür? Anscheinend. Ich bin lost, Alter. Ich finde. Ah, hier. Reis. Das soll der Reis sein. Der sieht ja bei uns ganz anders aus. Er ist ja viel zu groß, der Sack. Und jetzt die Waffeln. Dann sind die hier irgendwo, ne? Hier ist es. Ich habe jetzt echt lange gebraucht dafür. Ich finde die Waffeln nicht. Und die Gurken. Wo sind die Gurken? Und wo sind die Waffeln? Excuse me. Sir, hello. Can you help me? Hä? Kekse, da müssen wir. Warum sind hier keine Waffeln? Kekse, Kekse. Keine Waffeln. Teigwaren, Schokori. Da müssen doch irgendwo Waffeln sein. Bitte sag mir, da sind doch Waffeln irgendwo. Ich bin zu blöd dafür. Ah, hier sind die Gurken irgendwo. Gut, warte, ich hole jetzt erstmal die Gurke. Hier, Gurken. Die habe ich easy. Aber ich finde diese Waffeln nicht. Die machen mich fertig. Ich habe nicht die ganze Zeit vorne an dieser Waffe gesucht. Kann ich wirklich so lost sein, um die Waffe nicht zu finden? Ich hab nicht mal alle Waffen an der Latte. Ja, Shampoo, da wird es auf jeden Fall sein. Ey Leute, ich weiß nicht, wo die Waffeln sind. Also jetzt, es ist kein Scheiß, ich finde die nicht. Vielleicht wollt ihr mir ein bisschen helfen, wo hier Waffeln sind. Hier sind über Biscuits, hier sind Kekse. Ist alles voller Kekse, aber keine Waffeln. Das kann mir doch keiner sagen, bitte. Nee, ich finde die Waffeln nicht. Es tut mir leid, ich bin loster Blindfisch wieder. Thunfisch, Fisch, alles voller Fisch. Hier unten. Alles, das ganze Nussregal haben die. Verschiedenste Nüsse, Mandeln, Pistazien sich auch noch irgendwo. Nee, die Leute schreiben, ich bin an den Waffeln vorbeigefahren. Aber sind die hier am Anfang und ich bin einfach zu blöd dafür. Die müssen noch an diesem Regal hier sein, die Waffeln. Ey, was immer Kekse. Am Schokoriegel, dort irgendwo.
Schokoriegel. Schokolade. Das ist alles von der Choki. Ich hab sie oh mein Gott, bin ich blind. Da sind sie doch. Waffeln. Natürlich, war easy. Jetzt, fertig mit dem Einkauf, oder? Ja, easy, Leute. Ich habe nur ganze 4 Minuten gebraucht. Das kann mir keiner erzählen. Nächste Level. 27 Produkte zum Sammeln. Okay. Gut. Los geht's. Wir brauchen Brötchen mit Samen. Oh, jetzt ist offen. Toll. Jetzt habe ich... Oh, da fahren Dings noch rum. Wie süß. So, brauchen wir Speiseöl. Raisins. Raisins sind ja Kekse, ne? Oder? Raisins? Ah, ne, das sind Cerealien. Ja, Bruder, dieses Spiel macht mich fertig. Ja, das ist noch größer. Das werde ich niemals finden. Würstchen. Ich brauche erstmal Würstchen. Entschuldigen Sie bitte. Weg da! Weg! Bruder, ich kenne mich halt nicht aus. Würstchen bitte. Einmal Würstchen. Ach, Würstchen, siehst du? Schon direkt gefunden. Ich weiß, wo meine Würstchen sind. Auberginen in Dosen. Die müssen da hinten sein. Da war nämlich ganz viel Dosenfund. Nee, Auberginen in Dose. Dachte, man muss hier Sachen klauen in dem Spiel. Ey, verpiss dich, Einkaufswagen. Nerv nicht. Hier, Auberginen in Dosen. Gefunden. Sogar hinten gefunden, ja? So lost, wie ich sonst bin. Milch. Milch habe ich gesehen hier hinten. Speed. Milch ist hier hinten irgendwo, ne? Wie viel Milch? 4 Stück. So, Speiseöl. Wo haben wir hier Speiseöl? Ja, mal Speiseöl, jawohl. Immer Speiseöl. Warum brauchen wir 8 Stück Speiseöl? Raisins, Spülreiniger. Wo ist hier der wo sind diese Raisins? Nee. Hier ist noch Spülreiniger irgendwo. Hier, Spülreiniger. Ich bin der perfekte Einkaufsprofi. Raisins, Brötchen mit Samen. Brötchen sind hier hinten. Brötchen mit Samen. Ah, hier sind sie. Mhm. Hammer. Und jetzt nur noch die Raisins. Und die werde ich nicht finden. Da bin ich schon ganz gespannt, dass ich die nicht finde. Die müssen hier wo sein, ne? Nee, finde ich nicht. Wo sind die denn? Raisins? Hallo? Nee. Scheinbocher Bergsteiger-Müsli. Das brauche ich jetzt. Was sind nochmal Raisins? Das sind noch Cerealien, oder? Oder so Kekse? Was ist das nochmal? Raisins? Ich kenne das irgendwoher. Ist das so eine Schokolade? Nee, das sind doch diese Müsli-Dings sind das, oder? Raisins. Oh, Bruder, ich bin noch fast fertig. War so klar, dass ich eine Sache wieder nicht finden werde. Gibt's diese Lion Cereal-Nachmache? Dingsbums sind das. Bei den Nüssen sind Raisins? Bin ich so dumm? Tatsächlich hier? Hä? Ich wusste gar nicht, dass die so heiß. Ich dachte, das sind Müsli-Sachen. Gut, ich bin fertig. Njom. Das Traurige ist, ich habe da nur die Hälfte der Zeit gebraucht, die ich sonst überall vorher gebraucht hätte, ne? Krass, ne? Wirklich krass. So. Schauen wir mal. Sammelprodukte. Fisch und Zahnpasta brauchen wir und eine Brezel. Toilettenpapier, Kartoffeln, Bambin, Pistazien. So, Pistazien weiß ich mittlerweile schon, die sind hier. Oh mein Gott! Hä? Sie haben nicht gezahlt? Was? Bruder, ich bin doch gerade das Einkaufen gewesen. Hä? Bruder, ich war doch gerade das Einkaufen. Haben die mich rausgeschmissen? Ist jetzt so ein Polizist da drin, der mich verfolgt oder was? Das heißt, ich klaue das doch anscheinend. Ach so, ich gehe mit einem Einkaufswagen klauen. Jetzt verstehe ich das. Weil ich habe nämlich im Schädel gehabt, in dem Spiel klaut man halt, ne? Ey, Bruder, das macht gar keinen Spaß so. Bruder, geh weg. War Milch, war, ne? Nee, doch nicht. Oh, nee. Kann ich verstecken von dem Typen? Eine Brezel? Ja, Brezeln gefunden. Toilettenpapier? Wo haben wir Leute? Ah! Oh ne, der kommt! Hey, warum weißt du, wo ich bin? Toilettenpapier! Hier ist irgendwo Toilettenpapier! Ich brauch Toilettenpapier, Bruder! Oh, Brudi! Und die blockieren mich ja alle! Okay, Kartoffeln. Wo krieg ich Kartoffeln? Ja, hier vorne irgendwo, ne? Hier vorne sind sicher die Kartoffeln. Ja.
Hier sind sie. Hier sind die ganzen Kartoffelköpfe. Darmbinden. Wo krieg ich die blöde Schokomilch her? Ich hab keine Ahnung, wo ich die Schokomilch finde. Und diese Darmbinden, die müssen noch hier irgendwo sein, ne? Darmbinden? Darmbinden? Hallo? Hier. Okay, ich habe jetzt noch nur noch die Zahnpasta, den Fisch und die Schokomilch. Warum bist du so schnell, Bruder? Ich weiß, wo der Fisch ist. Glaube ich. Hier. Okay, Fisch habe ich. Wo ist die Zahnpasta? Oh mein Gott. Nee, ich habe keinen Boost mehr. Ich habe keinen Boost mehr. Und wo kriege ich diese Drecks-Schokomilch her? Hier, Schokomilch. Oh. Oh nein! Er hat mich geschlagen! Er hat mich geschlagen! Ich brauche die Zahnpasta, bin ich fertig! Nur durch die Zahnpasta! Ich brauche nur durch die Zahnpasta, Jungs und Mädels. Wenn ich die finde, bin ich fertig. Oh ne! Oh ne, die blockieren mich! Die blockieren mich! Das Spiel ist heftiger, als ich mir gedacht habe. Zahnpasta? Zahnpasta? Bruder, ah, da unten! Oh nee! Ich brauche noch zwei. Ich sag, ich will die Zahnpasta, ich brauche noch zwei Stück. Ich brauche noch zwei Stück Zahnpasta, hab ich's geschafft, Leute. Das Spiel macht Spaß. Das ist voll Spaß dabei, die Sache hier zu klauen. Aber der Bruder macht mich ein bisschen matt. Ich weiß auch, wo die Zahnpasta ist. Okay. Nein! Mir fehlt noch eine Zahnpasta! Komm, guck mal! Bitte die Zahnpasta! Ich bin raus! Ich muss raus! Ja! Geschafft! In 2 Minuten 53 Sekunden alles geklaut! Die Zahnpasta hat mir jetzt weiß ich aber wenigstens, wo die ganzen Produkte sind. Das macht ja voll Spaß. Jetzt weiß ich, was ich mal in der Zwischenzeit spielen kann, ne? Wenn das nicht hier tot am Boden liegt. Das macht ja richtig Spaß. So, was brauchen wir heute? Schokoriegel, Sauerkraut in Dosen, das weiß ich schon, Orangen weiß ich, Frischkäse, eine Laugenecke und Seife. Also ich schaue mich nur kurz ein bisschen um, ob ich hier irgendwo die Seife schon sehen kann. Ich glaube nicht, da hinten ist die Seife. Ui, gut, gut, wir klauen mal, oh nee, warum jetzt schon? Bruder, ich habe doch noch nicht mal eine Orange richtig eingepackt, da kommt schon um die Ecke. Jo, so können wir, was ist denn da los? Jo, wer ist denn da, braves Kerlchen? Jo, wer ist denn da, braves Kerlchen? Schau, ich das klaue vor deinen Augen. 6 Orangen, hast du gesehen? Schokoriegel hol ich mir auch gleich. Frischkäse brauchen wir. Wissen Sie, wo der Frischkäse ist, die Dame? Oh nee. Oh nee, das war zugestellt. Da ist das zugestellt. Sauerkraut in Dosen. Ey, warum stellen die das hier zu? Ich komm hier gar nicht um die Ecke. So, Sauerkraut in Dosen, das müsste hier irgendwo sein, ne? Ey, Bruder, kannst du mal kurz Abstand halten? Ich muss hier wirklich... Bist du so nervig? Ich brauche nur Sauerkraut in Dosen. Sag mir doch einfach, wo das ist. Ich kaufe das und das ist gut. Ah, hier. Sauerkraut in Dosen gefunden, so. Ich muss hier durch, ne? Den Frischkäse holen wir uns noch schnell. Der müsste in der Kühlabteilung sein, der Frischkäse, oder? Nee. Wissen Sie, wo der Frischkäse ist? Ah, der rennt ja gar nicht hinter mir her, oder? Der interessiert sich gerade gar nicht für mich. Okay. Ah, okay. Wissen Sie, wo der Frischkäse hier ist? Ich suchte nämlich, der Herr. Der ist doch eigentlich gekühlt, oder, der Frischkäse? Können wir mal ein bisschen helfen, ne, der Kollege da vorne? Ja, Sie können mir gerne helfen, wo der Frischkäse ist. Ja, wo ist denn der Frischkäse? Sagen Sie es doch. Ich finde ihn gerade hier nicht. Ah, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Dankeschön, der Herr. Oh, war es knapp. Ich habe direkt hinter mir gespürt. Okay, Frischkäse haben wir. Laugenecke. Die ist da hinten irgendwo. Eine Laugenecke. Jetzt brauchen wir nur noch Schokoriegel. Das weiß ich, wo sie ist. Und die Seife brauchen wir noch. Dann sind wir fertig. Also die Frage. Oh. Oh.
Oh, ja, ja, Bruder. Ah, Seife ist hier hinten irgendwo, ne? Ich hab Angst vor dem Typen, ich hab wirklich Angst. Oh, nee. Zieh durch! Dann hol ich in der Zwischenzeit die Schokoriegel sonst, wenn die Seife irgendwie nichts bringt. Produkte, ja. Aber wo ist die Seife jetzt? Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die Seife sein soll. Hier, oder? Ah, ist das Seife? Nee. Toilettenreiniger? Oh nee. Zeitfahren abgelaufen. Ich hab verkackt. Sie haben nicht gezahlt. Ja, ist auch klar. Das gucke ich aber nochmal. Ach, der zeigt mir eh an, wo die Produkte sind. Ah! Ach so, also da sehe ich das. Das ist ja voll einfach, Bruder. Ich gehe hier nach hinten, da ist die Seife. Hier hinten sind die Schokoriegel, glaube ich. Oder nee, das sind die Schokoriegel. Okay, ich gehe mal durch. Hier vorne, ich gehe die Orangen klauen. Oh, jetzt ist schon offen. Toll. Ich klaue hier die Orangen. Dann gehe ich hier nach vorne, klaue die Dingsen weg. Oh nein, oh nein. Okay, die Schokoriegel machen wir doch später nochmal. Sie haben ja, es ist nicht so einfach. Okay, jetzt müssen wir mal den Plan einfallen lassen. Der vorne sind die Orangen. Das heißt, ich gehe die Schokoriegel doch nicht zuerst holen. Ich gehe dann nach hinten. Hier ist dann die Seife. Jetzt sehe ich die Seife auch. Da ist der, warte. Jetzt nochmal. Orangen, Sauerkrautdosen. Wenn ich schaffe, vielleicht die Schokolade mitnehmen. Die Seife ist direkt gegenüber vom Sauerkraut. Aber wo ist dann die... Ah, die Seife ist hier, wo er steht. Genau, das ist die mittlere. Das ist direkt neben dem Sauerkraut, oder? Ja, Frischkäse ist hier drüben, Laugenecke ist da hinten, wir kennen uns mittlerweile aus dem Laden, gut. Wir kennen uns mittlerweile aus dem Laden. Hallo. Ich gehe hier ganz normal einkaufen, ne? Gehen Sie hier auch öfters einkaufen? Sind Sie öfters hier? Gehen wir mal das hier. Sauerkraut brauche ich. Sauerkraut habe ich. Oh, die Seife konnte ich gerade nicht aufsammeln. Jetzt habe ich die Seife. Jetzt suche ich mal diese Laugenecke. Und einen Frischkäse, bin ich fertig. So, schnell zum Frischkäse. Bin fertig. Gut, es ging aber schnell. Tschüssi. Ah, ist das schön. Also ich schaue nur ganz kurz was nach. Also warte, nee, geht gerade gar nicht. Ich frage mich, wann wir mich hier abholen beim Ding. Ich gehe nur kurz zurück. Halte E gedrückt. Ich habe noch 18 Minuten Zeit, ich verblute hier sonst, ne? Da kommt keiner. Wissen die, dass ich da liege? Weil es ist ja wer im Einsatz. Die lassen mich da einfach liegen, ne? Toll. Ich habe noch 18 Minuten, sonst verblute ich und weiß die letzten Tage nicht mehr, was passiert ist. Geil, ich habe noch 18 Minuten, Leute. Soll ich in 18 Minuten jetzt nicht gleich hochgerufen werden, habe ich New Life, das erste Mal in meinem Leben. Oh, Schandl ist eh da, die guckt gerade. Liegt immer noch da. Und nächstes Level. In der Zwischenzeit nochmal eine Runde einkaufen gehen. 45 Produkte zum Sammeln. Ja, wir brauchen. Da hinten haben wir, was ist das? Das Soda mit Cola. Also eine Cola holen wir uns. Ich weiß nicht, was Cashews sind. Windeln. Da hinten, habe ich schon gesehen. Aduli, bitte was? Anjuli, keine Ahnung. Ah! Anjuli, keine Ahnung, was das sein soll. Anjuli. Burger. Wo sind hier die... Das sind Fertigburger da hinten, ne? Holen wir. Getreide. Wird ja auch irgendwo sein. Oh, ich wurde gerade aufgeholt. Hilfe. Ah, warum, hä? Was ist denn jetzt passiert? Haben die... Ich glaube, die haben mein Notsignal nicht bekommen. Das wird es gewesen sein. Na, gut. Gut, start mal durch. Oh ne, Bruder, warum bist du jetzt schon da? Wir haben doch gar nicht angefangen. Da die Windeln mit. Die Pampers-Schwempers. Bruder, ich brauche ein paar Pampers, ich scheiß mich sonst ein. So, Pampers haben wir. Pampers haben wir geschafft, dann brauchen wir noch. Boah, so, damit Cola-Geschmack. So, mal die Burger daraus. Oh ja. Die geilen, fettigen Fertigburger, die richtig scheiße schmecken. Genau mein Humor. Oh, jetzt holen wir uns die Cola da hinten. Da hinten ist sie. Natürlich die Siro.
Izzero. Ich muss halt nur wissen. Oh, hier. Das sind Cerealien. Mhm. Die Cashews. Hören sich schon so an wie. Oh, das brauche ich? Nee. Pack doch ein. Haben wir keine mehr? Haben die keine mehr? Ich brauche noch ein paar Cashews. Die haben diese. Die müssen doch noch irgendwo welche haben, oder? Können Sie mal im Lager nachsehen? Sind Sie so lieb und gucken Sie mal im Lager nach, ob Sie noch welche haben, bitte für mich. Wäre sehr lieb. Anscheinend haben Sie keine mehr. So, ich brauche jetzt nochmal Schokolade, genau, nehmen. Nochmal hier Soda mitnehmen. Haben wir das jetzt auch? Hallo, guten Tag. Weiß auch immer nicht, was dieses Andouille ist. Sind Nüsse, okay. Ja, ich kenne mich bei Nüssen halt null aus. Kenne mich Nüsse aus. Aha. Versteht ihr wegen Nüsse? Okay, sind wieder Nüsse, die ich nicht kenne. Super. Noch nie gehört in meinem Leben. Sprachgebrauch erweitert. Also bitte ein paar Andouille-Nüsse für mich. Ah, hier, tatsächlich. Uiuiui, das ist aber ganz schön matt mittlerweile. Hat ja gar keinen Bock auf mich. Okay. Hallo. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, Leute. Ich brauche noch, also Schokolade brauche ich noch und diese Adilö-Sachen. Ob das jetzt wirklich Nüsse sind, weiß ich nicht. Das muss doch irgendwo müssen diese Adilö-Sachen sein, oder? Wenn es die sind oder nicht. Aber habt ihr das andere gemeint, die... Och, nö. Ah, nee. Geh bloß weg. Hilfe. Ich hole schon die Schokolade hinten ab, ja? Und dann suchen wir diese Adilö-Sachen, was auch immer das sein soll. Ich weiß es wirklich nicht. Die Schokolade. Warum nimmt ihr die Schokolade nicht? Nicht voll. Ah, hier ist die Schokolade wollen wir, okay. Eieiei. Gut, Schokolade. Ich brauche nur dieses... Wurst ist das, danke. Wurstabteilung weiß ich. Ist irgendwo Wurst, hallo? Ich brauche hier Adilö. Haben Sie Adilö oder wie das heißt hier im Angebot, bitte? Ich brauche Wurst. Haben die hier irgendwo diese Drecks... Ich finde die Wurst nicht. Nee, Pommes. Pommes. Ach nee, Bruder, ich finde die Wurst nicht. Das kann doch nicht wahr, Steiner. Ja, ich hab noch ein paar... Oh, nee, jetzt geht sich nicht aus. Die Wurst ist weg. Die Wurst ist weg. Ich finde diese Wurst nicht. Ich gehe raus. Ich kann nächstes Level gehen. Ich habe halt jetzt nur zu 93% geschafft, aber ich gehe nächstes Level. Ich habe die Wurst nicht gefunden. Eieiei. Gerade nur so geschafft. Ich liege immer noch tot da. Wie lange das dauert? Nächstes Level. 1 gegen 1. 41 Produkte zum Sammeln. Weichspüler weiß ich, das ist da hinten. Aber was ist Olivendosis da hinten? Das ist hier hinten. Sonnenschutzmittel wird sicher gekühlt sein. Nee, das wird das Joghurt sein. Kaffee brauchen wir. Gut, ich, warte, ich krieg mir das ein. Ich muss hier nach hinten, da nach hinten. Hier muss ich komplett alles durchnehmen. Muss eigentlich durch alle. Und da hinten ist auch noch und hier noch. Das schaffe ich easy. Locker flockig schaffe ich das. So, das haben wir. Dann hier einmal durchgehen irgendwie, ne? Oh, der hat 9. Oh ne, der ist schneller jetzt, ne? Oh, Kacke. Ich klau in ihrem Laden. Da haben sich über Sachen aufgestellt, dass ich überall reinfahre. Oh, Croissant. Muss ich nicht irgendwas holen? Excuse me, Croissant. Also, die Brötchen waren das, ne? Oh, der ist besser. Der ist geupgradet, der Typ. Der Brie hat sich einfach von selbst geupgradet. Das ist ganz schlecht. Das wusste ich nicht, dass der Update macht. Der Typ, der macht einfach Update. Der macht diesen Fortnite-Skin, hat er einfach auch gerade ausgetauscht. Skin gewechselt. Also was brauche ich jetzt noch? Kaffee. Wo ist denn hier Kaffee? Uiuiui. Oh nee, da bin ich gegen die Ding gefahren. Oh, ganz schlechtes Ding. So, was brauche ich hier? Die... Weiß nicht, irgendwo den...
Ich brauche doch irgendwo Joghurt. Was ist der Joghurt? Ah, hier. Der Joghurt. Der Joghurt. Dann Sonnenschutzmittel. Habe ich irgendwo mal gesehen vor kurzem. Sonnenschutzmittel. Nee, das ist es nicht. Was ist denn Shampoo? Das muss doch hier irgendwo sein, ne? Ach nee, Bruder. Hier. Das brauchen wir. Das ist der Kaffee. Weichspüler und Sonnenschutzmittel brauche ich noch. Oh nee, Bruder. Ist das Sonnenschutz? Ich weiß, wo der Weichspüler ist, okay? Ich weiß, wo der ist, aber das Drecks Sonnen. Ah, da sind. Nee. Oh nein. Nicht aufnehmen. Bitte nicht. Ich bin doch so jung. Das ist die Sound, oh, Bruder, das Spiel ist echt assi. Ah, da ist Sonnenschutzmittel. Ich hab's gefunden. Sonnenschutzmittel. Weichspüler müsste hier vorne sein. Ist das kein Weichspüler? Wo ist er? Da vorne ist er. Da ist der Weichspüler, glaube ich. Oder? Nee. Nee, das war nicht der Weichspüler. Wo ist der Weichspüler? Ich brauche nur den Weichspüler. Bin ich fertig. Dann kann ich ja endlich mal weggehen. Weichspüler, Pfannenwender, Steuer- und Backbordaufsätze. Ich finde den Drecksweichspüler nicht. Beim Öl drüben vielleicht? Ey, kann mir irgendwer sagen, wo dieser Drecksweichspüler ist? Ich finde den nicht. Und der Bree macht echt Auge auf mich hier. Weichspüler! Ich habe gefunden! Ich weiß jetzt, wo der Weichspüler ist. Ja, da ist er. Ich kann nach Hause. Ich hab's geschafft, Jungs. Ah, oh, ich hab's geschafft. Weichspüler gefunden. Ich bin gut. Level 6. Ja, Leute, so geht das. Das Game ist geil, aber auch kacke. Ey, du klaust hier Sachen. Weißt du, wie lustig das ist? Sachen im Supermarkt klauen. Also lustiger geht's doch nicht mehr, oder? Aber ey, die brauchen, zum Glück habe ich das angemacht, die brauchen ja wirklich ein Jahr, bis die mal herkommen und mich wiederbeleben. Brauche ja wirklich ein Jahr da drin. Sag mal, werden das einfach immer mehr Leute oder was passiert denn, wenn ich hier das letzte Level abschließe? Oh ne, ich bin schon reingegangen, ganz schlechte Idee. Ich hab jetzt nicht geguckt, wo ich hin muss. 9 von 12. Was, da habe ich? Bleichen. Bleichmittel ist wahrscheinlich. Ich lasse mich nicht von dem stressen. Überhaupt nicht. Ich lasse mir von dir nichts einreden. Überhaupt nicht stressen, Bruder. Ja, Bleichmittel. Schau, auf ganz entspannt mache ich das hier. Siehst du? Hier, vor deinen Augen habe ich das gerade geklaut, Bruder. Auf ganz entspannt. Hast du gesehen? Nudelsuppe brauchen wir. Haselnüsse, Hühner. Bouillon. Was ist denn Hühnerbouillon? Haben sie irgendwo hier Hühnerbouillon? Im Angebot oder so? Ich weiß nicht. Haben Sie Hühnerbouillon im Angebot? Können Sie mir da weiterhelfen? Ich kann das den ganzen Tag, was die hier machen, ne? Oh, ui, er wechselt Seiten. Er wechselt Seiten, das ist uncool. Oh, Bruder. Der ist ja voll gegen mich. So, Binden brauchen wir keine. Beispiel, wo ist hier der Ketchup? Hier, ne? Ne, doch nicht. Hat man so ausgesucht von Weitem. Dass man nicht mal in Ruhe Sachen klauen kann. Ich dachte, das wäre eine Ketchup-Tube. Ah, das brauchen wir. Nudelsuppe. Habe ich doch. Gefunden. Waschpulver ist hinten. Hier brauchen wir irgendwelche Nüsse. Haben Sie auch Wachteleier? Und Wegspachteln? Oh, nee, das ist ganz schön nah an mir dran, leider. Boah, gerade die Nüsse gefunden. Ja, wer ist denn ein Feinim? Wer ist denn ein Feiner? Oh, Nüsse sind fertig. Ja, jetzt nur noch Waschpulver, Hühner, irgendwas. Laugenknoten. Muss ich hier hin. Wo sind denn die Laugenknoten hier unten? Der lässt mich keine 2 Sekunden allein. Der ist echt, also im Gegensatz zu dem Typen vorhin ist der echt gut, ne? Der macht seinen Job richtig gut. So, wo ist denn hier der Weichspüler? Das wird hier irgendwo. Ja, nicht Weichspüler, ich brauche was anderes. Leiche habe ich. Waschpulver brauche ich, stimmt, das war's. Diese Laugendings. Uncool, Bruder. Ich brauche nur die Laugenstangen hier. Gut, bin ich fertig. Ketchup. Ich habe keine Ahnung, wo das Ketchup sein soll. Ich habe doch nirgends Ketchup gesehen, hä? Wo soll hier Ketchup sein? Weit und breit ist hier kein Ketchup, Bruder.
kein Ketchup weit und breit, meine lieben Damen und Herren. Und ich weiß auch nicht, wo das Pulver sein soll, das Waschpulver. Kein Plan. Das müsste doch hier irgendwo sein. Das sind doch die Damenbinden. Hier sind die Pampers. Nö. Also ich bin gerade echt ein bisschen überfordert mit dem, wie das hier alles gestaltet ist. Guten Tag, der Herr. Wissen Sie vielleicht, wo hier das Waschpulver ist? Hm? Ist hier vielleicht das Waschpulver? Ich finde das Waschpulver nicht. Bei Gott finde ich das gerade nicht. Ah, hier! Waschpulver gefunden! Jo, so Ketchup und die Hühnerbulli. Also das werde ich nicht schaffen. Muss hier gleich raus, Bri. Ich finde dieses Hühnerzeug nicht. Ui! Muss nach Hause, tschüss. Ich habe das Ketchup nicht gefunden. Habt ihr das Ketchup gesehen? Also ich nicht. Er ist hart gefangen in seinem Job, aber sowas von. Oh, endlich darf ich mal Kekse klauen, das freut mich. Äpfelbrot. Schau, das ist ganz einfach. Äpfelbrot, Reinigungspulver, weiß ich jetzt auch, wo es zu finden ist. Pizzas, easy. Das ist jetzt ein easy Auftrag. Hier vorne die Äpfel direkt klauen. Mandeln klauen. Hier vorne müssen wir noch... Was ist das hier vorne eigentlich? Ah, das sind die Kekse, ne? Stimmt, das hier sind die Kekse, okay. Und auf geht die Luzi. Ja, ich klaue nur, alles gut. Man geht in die falsche Richtung, passt schon. So, ich glaube das... Oh ne, da ist alles blockiert. Weg da! Das ist alles blockiert. Jetzt verstehe ich das doch nicht so easy. Kekse. Bruder. Die Pizzas nehme ich mit. Das sind die Fertigpizza, Fertigpizza. Fertigpizza. Oh ne, Bruder. Oh ne. Ist das Reinigungspulver? Oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Tut mir nicht das an, Bruder. Wo sind denn jetzt nochmal die Kekse? Wo sind die Kekse? Ah! Ein echter Pirat. Brot. Hammer. Jetzt nur das Reinigungspulver. Ich glaube, schneller war ich noch nie. Ich kenne mich langsam im Laden echt aus wie zu Hause. Aber das Reinigungspulver, wo ist das denn? Das ist doch hier Waschpulver. Och nee, Reinigungspulver ist wieder was anderes. Och nein. Das weiß ich nicht, wo es ist. Das Reinigungspulver, Bruder. Können Sie kurz warten? Ich suche das Reinigungspulver hier. Wo haben Sie denn Ihr Reinigungspulver? Wollen Sie mir vielleicht helfen, mal mithelfen? Weißt du, ich dachte so, ja, Waschpulver, easy going. Aber Reinigungspulver? Keine Ahnung. Ist das hier unten? Eier. Jetzt sag ich auch, wie so die Eier sind. Tee. Tee. Kaffee. Das ist alles Kaffee, die ganze Wand voll. Ja, das ist alles Waschpulver. Victor, warum ist hier so viel Stau? Nein, 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 nein. Oh, Alter, weg. Warum war da so viel Stau? Warum war da so viel Stau? Ich finde das Reinigungspulver nicht. Ich war schon fast fertig. Reinigungspulver für die Fritteuse. Speiseöl, Speiseöl. Hier gibt es so viel Speiseöl, aber kein Reinigungspulver. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, dass ich alles finde, nur dieses blöde Reinigungspulver. Das ist dasselbe wie das Ketchup, habe ich auch nicht gefunden. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich alles finde in diesem Drecksladen. Nur keine Ketchup und kein Reinigungspulver. Das Ketchup habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Wo soll das sein? Ich habe nicht mehr viel Zeit, ne? Nur so zur Info. Toll, jetzt renne ich ihm auch noch rein. So, jetzt aber... Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich weiß ja jetzt, wo die Sachen sind, ne? Reinigungspulver. Hier unten ist es. Oder? Das ist es doch hier ganz unten. Ich habe es nicht gesehen. Da ist es. Ich sehe es, Leute. Ich sehe es. Jetzt sehe ich es. Das ist das Erste, was ich jetzt hole. Reinigungspulver. Ja, moin, Alter. Sein Ernst. Ich hab's fertig. Soll jetzt auch die Pizzas mitnehmen? Easy. Das Brot nehmen wir mit, die zwei Stück. Das wird ein neuer Rekord, ne? Mandeln?
Wichse. Ich bin fast fertig. Nein, ich bin fast fertig. Der eine Keks noch. Der eine Keks. Weißt du, das ist wieder so unfair. Das wäre der eine Keks doch gewesen. Der gönnt mir diesen Keks nicht. Nö. Ich brauche nur einen Keks, bitte. Bruder, ich gehe noch wieder raus aus dem Laden. Wirklich, endlich so. Ganz viel Zeit verschwunden jetzt. Fertig. Ja! Erste Spende ist die beste Spende. Dankeschön an Lenios. Lenison für 5 Euro. Superchat, vielen Dank. Hallo, einfach tot RP oder nur Supermarkt RP. Ja, ich weiß nicht, was die machen. Also, weiß nicht, es kümmert sich gerade keiner um mich. Ich bin seit 100, ich habe nur 7 Minuten Respawn-Verfügung und ich liege, glaube ich, schon seit einer Stunde. Warte, seit wann spielen wir das Spiel schon? Seit. Das ist der Sound of the Spiel. Ey Bruder, wir spielen das Spiel einfach schon seit knapp 40 Minuten und es kommt immer keiner und hilft mir auf. Das ist schon traurig. Irgendwas läuft komplett falsch. Der Security-Mann hört sich an wie von Minecraft The Villager, stimmt, ja. Ey, was ist eigentlich, wenn ich hier reingehe und mich nur umsehe? Also ich klaue nichts. Ja, Bruder, ich habe noch nichts geklaut. Die haben nichts gezahlt. Ich habe noch nichts eingesteckt. Okay. Ich wusste nicht, dass der Supermarkt jetzt Militärleute drin sind. Schau mal. Fortnite-Skin gewechselt. Ich sag doch, der Typ hat Fortnite-Skin gewechselt. Es werden immer mehr Einkaufswegen. Jetzt verstehe ich das Spiel. Das heißt, es geht darum, dass wir einen Fortnite-Skin haben, der sich... Oh, nee. Der sich immer wieder was anderes holt. Also einen neuen Skin hat er sich gekauft. Mit ganzem Stolz und hinterher rennt in seinem Skin. Oh, der ist aber richtig schnell. Ei. Okay, und überall sind Einkaufswegen. Das ist nicht gut. Der ist... Oh, nee. Also mit dem macht es jetzt keinen Spaß mehr. Der geht mir die ganze Zeit hinterher. Hundefutter. Habe ich schon gesehen. Ist hier oben. Ja, ich verarsche ein bisschen. Brauchen Sie ein Laugenbrötchen? Aber wie viel Hundefutter muss ich hier noch kaufen? 11 Stück? Ja, das wird nichts. Brauchen Sie ein Laugenbrötchen? Erdbeermarmelade. Oh, Bruder. Ich weiß nicht, wo die Marmelade in diesem Haus ist, ne? Kein Plan. Nee, mit dem habe ich echt keinen Bock. Der macht keinen Spaß mehr. Der ist richtig ernst auf mich. Mit dem macht es echt keinen Spaß mehr jetzt. Oh nee. Oh Bruder! Ich mache noch gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Hey Kekse, du musst doch Kekse mitnehmen. Dann gehen die nicht. Ja, ich hole mal Laugenbrötchen. Ja, geht halt nicht, ne? Weil der mir die ganze Zeit hinterher rennt. Bruder, ich habe doch nicht mal Zeit, um zu gucken. Jetzt lass mich doch mal schauen. Ich kann doch nicht mal was einpacken, ist ja schon da. Hey. Wo sind die Laugenbrötchen? Da. Ich kann nicht mal meine kleinen Laugenbrötchen einpacken, weil der mich einfach verfolgt. Ich brauche nur 9 Stück und der lässt mich nicht. Joa, gleich. Lass mich doch mein Laugenbrötchen einpacken. Bitte. Noch ein Laugenbrötchen. Mehr will ich doch gar nicht. Ah, hier hinten ist das letzte. So, Marmelade. Wo kriege ich in diesem Laden Marmelade? Ich habe die nicht gesehen. Die sind ja irgendwo unten chillen. Und die Kekse kann ich hier irgendwie auch nicht mitnehmen. Ah, da vorne die Butterkekse sind's. Ah. Sag doch gleich, welche Kekse das sind. Oh, nee. Hundefutter, Mais in Dosen brauchen wir. Frittieröl. Schönes Frittieröl. Knuspriges Frittieröl. Bin ich fertig. Danke. Hab noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen habe ich noch Zeit. So. Die müssen dann irgendwo die... Der Mais ist hier. Hab ich. Erdbeermarmelade brauche ich noch. Und das Hundefutter kriege ich irgendwie nicht zusammen, weil das einfach zu wenig Hundefutter ist, was da ist. Komm, geh doch weg. Das ist nur Katzenfutter. Das war's mit dem Hundefutter. Das ist so schnell. Ja, ich weiß nicht, wo die Marmelade ist. Ich glaube, die lasse ich einfach aus. Ich glaube, Marmelade werde ich hier nicht finden. Oder wo? Habt ihr irgendwo Gläser gesehen, Leute? Wisst ihr, wo die Marmelade ist? Habt ihr eine Idee? Marmelade?
Ah, hier. Hier ist noch Hundefutter. Ah, da ist noch Hundefutter unten. Ah, ich wollte noch Marmelade. Dann bin ich fertig. Ah, und Kekse. Die Kekse vorne. Ah! Ah, nee! Ich brauche noch Kekse. Ich lasse jetzt die Marmelade einfach stehen, okay? Ich lasse die Marmelade stehen im Raum und ich verpiss mich. Ja, ich habe jetzt Marmelade ausgelassen, weil ich nicht weiß, wo die ist. Und ich habe noch 5 von 7 Keksen mitgenommen. Ich bin Level 9. Ich habe es geschafft. Oh, da kommt jemand. Ist aber, glaube ich, PD, ne? Ja, PD. Ich habe hier die Wurstdose. Die lassen mich jetzt einfach da liegen. Aber endlich hat mir mal wer gefunden. Hallo? Bruder, ich höre dich nicht gerade einkaufen. Ich bin gerade einkaufen, Brudi. So. Ist das euer Ernst? Ja, da kommt er aber auch nicht durch, ne? Ey, warum fahrt ihr weg, wenn er herkommt? Oder bei mir nicht? Das ist uncool. Warum? Doch, bitte. Ha! Ey! Ha! Ich weiß, wisst ihr zufällig, ob Herr Rumpel heute in der Gerichtsverhandlung war? Der liegt außerhalb von Prison. Wenn ich den jetzt wegbinde, glaube ich schlecht. Nüsse und Erdnüsse? Ha! Er ist ein echter Pirat. Wie? Herr Rumpel. Oh, das ist aber wieder der einfachere Typ, ne? Bodendose. Mit dem komme ich gut zurecht, mit dem Typen hier noch. Der geht klar. Ja, der halt nackt vorm SG. Okay, der ist noch okay. Schau ich mal den MFD, weil wegbringen können wir ihn, glaube ich, nicht. So, wir brauchen Bohnen. Frage, wie lange hat hier. Aber schau du schon mal, alles gut, ich komm hier klar, schau du weiter nach der Juwel-Titte. Kekse, Shampoo. Oh, Shampoo weiß ich wo. Was ist hier? Wollte ich ihn die ganze Zeit immer einsammeln, deshalb weiß ich, wo das ist. Frites und Croissant nehme ich mit. Schaut weiter nach dem Urus, das ist nur ein Bewusstloser, da komme ich da. So, Pommes Frites nehme ich nur mit. Ich die Pommes Frites, oh ja, Pommes. So, was ist Gewebe? Bohnen in Dose weiter, aber was ist mit Gewebe gemeint? Web. Gewebe. Was meint die mit Gewebe? Ist halt scheiße übersetzt, ne? Na, was kaufst du heute ein? Oh nein! Ich kauf heute Gewebe ein. Wenn der Rumpel ist, dann weiß der was, ne? Ich bin mein. Daniel Wolf. Ich kauf heute Gewebe in Dosen. Wir versuchen jetzt irgendwie zu behandeln. Na, ich glaube, ich werde hier abrecken heute. Ich hab jetzt ein Ad. Ich weiß nicht, ob da ein kurz vor Verbluten ist, sonst ich gefälligst mehr. So. Ja, gehen wir zurück ins AP, ne? Gehen wir zurück ins AP. Schauen wir, was passiert. Aber ey. Wäre ich jetzt die ganze Zeit hier geblieben, ne? Ich hätte einfach nichts gemacht, eine halbe Stunde. Nee, 40 Minuten jetzt. Ja, Mark Rumpel ist, okay. Wie ich vermutet, ja. Ich wie so eine weiße Fliege trägt. Aber egal, das Spiel macht Spaß für zwischendurch, gerne. Bin ich sehr gerne dabei. Sag Bescheid. Mal Hilfe. Hier. Oh, ich kann nicht mehr Hilfe machen. Inspektor im Funk. Einmal informativ. Wir haben gerade bei der Juwelierverfolgung hier am State Prison bewusstlos Herrn Rumpel vorgefunden. Was ein Zufall. Positiv. Aber zum Glück haben sie mich gefunden. Ja, Jack, danke. FD ist unterwegs. Okay, gut. Ich verstehe nicht, warum keiner. Alter, ich hab fünfmal E gedrückt. Ich glaube, die haben nichts bekommen, oder? Also glaube ich, jetzt ist ein Bug. Er hat einen Fallschirm dabei. Ich weiß nicht, ob. Versucht das auszubrechen, keine Ahnung. Also FD ist auf dem Weg, ich habe gerade bei im anderen Funk nachgefragt. Raptor in grün. Okay, gut. Fährst du, ich bleib hier erstmal, ja? Ja, mach. Ja, was ist mit Raptor? LAPD, hallo? Grüß dich. Ja, hat der denn was damit zu. Was? Also, weil. Der klär mich auf, was ich ihm dann sage. Mama, was? Der Heli landet hier, ist arschlau und macht das. Halt mal ab. So, ciao. Warte mal ab. Danach, Prinz Herrn Rumpel, soweit wieder gut geht, festnehmen. Wir haben wohl Haftbefehl gegen ihn. Weg, 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 weg.
Jo, mach. Ah, jetzt ziehen wir das doch durch. Kriegt der das schon länger? Ich kann leider heute nicht so lang. Breeze. Hast du mich gerade als Drecksau beleidigt? Hä, was? Was ist denn jetzt los? Hat Drecksau zu mir gesagt? Ich kann heute nicht so lang, Leudels. Ich weiß nicht, was die jetzt machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Das Gedächtnis erzeugt die zum Glück nicht. Allerletzter ist mal. Aber wenn die das heute durchziehen wollen, bei mir wird es sich höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr ausgehen. Mal kurz mit Kollegen. Nach dem Krankenhaus-OP. Gedächtnisverlust? Nee, kann ich ja nicht. Oh, ich hab doch immer Wunden, ne? Ganz kurz T-Status, ja? Mhm. Ich muss gleich einmal einer helfen, wegen der Trage. Ja. Haftbefehl auf welcher Grundlage? Höchstwahrscheinlich wollen sie mich jetzt mitnehmen, aber ich kann heute leider nicht so lang. Das geht halt nicht. Ich kann heute nicht jetzt mitkommen. Also jetzt nicht. Ist auch an sich eingebuchtet. Muss ich jetzt den irgendwie klar machen, dass es nicht geht so lange. Als eingebuchtet eingetragen. Was ist passiert? Wir haben eh schon gestürmt. Nee, glaube ich nicht. Wir haben eine Verfolgung gefahren und haben ihn zufällig hier gefunden. Okay. Ist der aber er redet auch nicht, oder? Das ist Herr Rumpel, ja. Also laut Kollege ist es Herr Rumpel. Ja, es war auch, also... war ich habe das gesehen, das hier, und es war auch lange. Na, und deswegen habe ich gleich alles breitgelegt und bin hier rausgesprint. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt... Ich habe anderen an ihn reingegeben, das muss gleich hoffentlich weitergehen. So, wenn du irgendwann Zeit hast, kannst du meinen Dispatcher noch annehmen, hat sich erledigt. 9110. Mhm. Ja, wir sind. Ja, wir sind komplett ausgelastet, ne? Wie überlastet. Ausgelastet, das reicht nicht. Ja. Nein, also ich habe nur 3 Firefighter und 2 Rekruten. Boah, Alter. Gut, dann sind die ausgelastet und haben Personal. Haben die auf Insta gepostet, ja. Echt? Wir konnten wenigstens alles anfahren heute. Ja, aber nee, auch. Also, ja, doch. Wir waren gut versetzt, stimmt schon. Ja. Das Ganze wäre auch. Dass man das sogar auf Insta postet. Ach du heilige Scheiße, wissen die Leute immer mehr als ich. Das ist traurig. Da ist ja gar nichts mehr. Werte habe ich erstmal stabil, auch wenn er noch nichts sagt. Ich. Brauche gleich einmal einen von euch, damit ich getragen werde. Ja. Okay. Perfekt. Bleibst du bei ihm dann, oder? Ja. Frag mich halt, warum die das so schnell posten, ha? Also wer hat das auf Insta gepostet, würde mich mal schon interessieren. Nee, also ich, Leute, wisst ihr, was glaube ich das Problem war, warum mich Handel nochmal revived hat? Weil mein E aus, der Auslöser hat nicht funktioniert. Das haben wir öfter schon gehabt, dass wenn du E drückst, die keine Message bekommen. Und ich glaube, es liegt daran, weil ich halt im Gefängnis war oder so irgendwas. Deshalb ist auch keiner gekommen. Und deshalb ist erst jetzt einer gekommen, weil mich das PD irgendwie aufgefunden hat. Anscheinend. Ja. Weil sonst wären die viel früher gekommen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie mich einfach liegen lassen. 40 Minuten. Die wollen sich lieber wochenweise dann verstecken. Schauen wir mal, was passiert. Herr Rumpe? Ach, vielleicht weil ich kein Handy hatte. Ja, das wird sein. Deshalb hat es nicht funktioniert. Oh mein Gott, du bist, ey. Weißt du, wie oft wir das schon hatten, dass Leute gefragt haben, soweit. Warum es nicht funktioniert? Jetzt verstehe ich es, weil ich mein Handy nicht dabei habe. Dann kann er es nicht absenden. Weil es wird ja übers Handy funktioniert, das Ding. Oh mein Gott. Ja, aber das ist dann das PD schuld. Ich war fast wegen dem PD gerade ausgeblutet. Hätten mich jetzt nicht gefunden, wäre ich hier ausgeblutet. Und deshalb hat mich Shannon nochmal revived, weil sie gedacht hat, das ist ein Bug, weil keiner eine Nachricht bekommen hat. Aber wenn sie keine Nachricht bekommen, dann können die auch nicht, ne? Also ich vermute, er muss von irgendwie versucht haben, hier auszubüchsen und ist dann wahrscheinlich... War er eingeknastet?
Er ist eingeknastet. Also mein letzter Wissensstand war, dass er eine Verhandlung hatte heute. Schau mal in seine Akte, er steht eingebuchtet, denn das heißt, du kannst ihn hier auch nicht wegbringen. Dann müssen wir ins Krankenhaus, Krankenhaus. Ja, ins stationäre Krankenhaus hier. Du kannst mit dem Heli drin landen. Okay. Ist auf jeden Fall noch nicht ansprechbar. Könnte einer helfen? Wir versuchen mal auf die Trage zu kommen. Ja, warte. Das wäre schon. Okay. Alles klar. Warte, dann, ich versuche mal vorne anzufassen. Hinten. Okay. 1, 2, 3. Hopp. Ja. Oh, oh. Und hopp. Oh. Okay. Oh. Ja, flieg du rein. Wir fahren hinterher. Dann machen wir dir alles auf. Ja. Ich muss den Prison. Ich mache für mich, wie ein Labyrinth. Jungs, ich glaube, es sind Marshals im State. Ja, das ist mir egal. Sicher, dass du welche sind? Ja. Würden sie mich reinbringen. Ja, du passen. Positiv. Ja, warten wir mal ab. Muss halt bald leider offline, so wie es aussieht. Irgendwie schon, ja. Also ich wird sich jetzt nicht mehr ausgehen, dass ich hier nochmal Dings mitmache. Schauen wir mal. Ich krieg da jetzt ab und werde gleich rausfliegen oder nicht? Das ist das andere, wie spät. Hammer. Julian, Slavic, Dankeschön, bin mal wieder da. Vielen Dank. Terminator mit 1 Euro, Dankeschön. Delphi, danke für 1 Euro. Und Floppian zu 75, danke für 2 Euro. Vielen Dank. King Elias, hallo, einfach tot RP oder so kann. Das haben wir vorgelesen, genau. Sind wir auch vorgelesen? Ich habe alles vorgelesen. Ja, Leidels. Ich muss leider gehen. Ich habe leider noch ein bisschen was zu tun heute. Aus dem Grund bin ich leider heute schon off. Wir werden es aber nachholen. Vor allem, wir werden das vielleicht nochmal nachholen mit dem, was passiert ist mit der Stürmung. Ich habe das jetzt halt nicht mitbekommen. Und ja. Wir sehen uns aber dann höchstwahrscheinlich, wann sehen wir uns wieder? Übermorgen oder morgen, je nachdem, kommt drauf an. Ich bedanke mich trotzdem an alle, die heute mit dabei waren, die mitgefiebert haben. Leider hat der Plan nicht so funktioniert, wie wir es wollten. Und leider bin ich jetzt viel zu lange da gelegen und konnte halt nichts machen. Aber, Herr Rumpel, ja. Können Sie mich hören? Ich muss jetzt eben nur sagen, dass ich halt jetzt leider weg muss. Aber vielen Dank für alle, die mit am Start waren. Wir sehen uns dann, wie gesagt, höchstwahrscheinlich übermorgen. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Ding. Dingselings. Was auch immer. Eine wunderschöne gute Nacht und macht's gut. Ich verabschiede mich. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, aber.